Dieses Buch, ja, und ich stelle die Frage in den Raum: Soll man dieses Buch verbieten? Also soll dieses Buch verboten werden? Aus welchem Grund? Ja, das ist ja, das wollen wir jetzt rausfinden. Wir sind ja hier alle Menschen und jeder hat ja so seine eigene Begründung, verstehst du? Okay. Ja, und ich. Weil dieses Buch, ja. Entschuldigung, ich sagte, weil dieses Buch dir sagt, du sollst mit uns nicht leben, nicht reden, nicht sprechen. In einer anderen Suche sagt er, wir sind Affen und Schweine, betiteln uns als Tiere. Deswegen sehe ich das nicht ein, dass dieser Buch quasi hier in Deutschland aktiv sein soll oder bleiben soll. Okay. Das sagt der Jakobus jetzt dazu. Das ist jetzt seine Meinung, so sagen wir mal. Ja. Aber wie gesagt, die Meinungen weichen ja ab. Deswegen, was wäre denn deine Meinung dazu? Also, dass es jetzt nicht stimmt, weil man sieht doch, dass auch Christen, Juden leben auch in islamitische Länder. Ja, wir leben da. Und wir hier, wir leben auch seit langem. Seht ihr uns alle, wenn es wirklich den Koran würde, das sagen? Dann aber kann ich bitte nur bis Ende. Lass sie mal bitte ausreden. Leute, bitte denkt daran, auch wenn diese Frau eine Muslima ist, wir haben es hier immer noch mit einer Frau zu tun und deswegen bitte ich euch ein bisschen Respekt zu zeigen. Ja? Lass sie bitte. die Aussage, auch wenn die Muslime ist, ist egal. Also, wenn es wirklich den Koran würde das uns befehlen, dass wir nicht mit dem Nicht-Muslime nicht reden, nicht befreundet, dass wir die alle töten. Wir sind 1,3 oder so Milliarden. Da werden wir alle so sein. Jetzt geht die davon aus, von 0,0, keine Ahnung, wie viel manche Psychopathen, die sowas machen, und dann schmeißt die uns alle rein. Und diesen Surat, worüber er spricht, er muss auch vor und nach, er muss nicht so ein Satz von den Koran rausholen und dann sagt ihr, das ist jetzt die Geschichte. Wenn du die Geschichte willst wissen, dann musst du alles, und es gibt auch Tafsir dafür, dann wirst du verstehen, worüber geht das, diesen Satz. Ja, okay. Da möchte ich mal kurz auf deine Punkte versuchen einzugehen. Und zwar, ich gehe mal ganz zum Anfang zurück. Du hast ja gesagt, Juden und Christen leben ja auch in islamischen Ländern normal. So, guck mal, das kann ich leider so nicht bestätigen und auch nicht so stehen lassen. Und zwar aus dem folgenden Grund nicht. Ich nehme mich, meine Nationalität mal als Beispiel. Ja, ich bin anatolischer Armenier. Ja, und diese Menschen, also meine Vorväter, waren damals schon nicht willkommen in diesem muslimischen Land und sind bis heute nicht willkommen. In welchem muslimischen Land? Von wem redest du denn? In der Türkei. Ja. In der Türkei, okay. 1914 fing das TikTok-sportliche Massaker an und Pontus-Griechen, Aramäer, Armenier, die wurden alle nackend. Ich weiß euer Problem mit. Genau. Okay. So, und jetzt warte, lass mich bitte kurz ausreden. Ja? Sorry. So. Und diese Thematik zieht sich ja wie ein roter Faden bis in unsere heutige Zeit. Denn wenn du ehrlich bist, ja, weißt du ja, dass wenn hier in der Einkaufsstraße ein Koranstand aufgebaut wird und der Koran hier verteilt wird, da hat hier weder der Staat noch der Bürger irgendein Problem damit und die Leute können ganz beruhigt ihre Arbeit verrichten. Andersrum funktioniert es aber nicht. Geh mal in ein islamisches Land, ja, bau mal einen Stand auf und versuch da mal die Bibel zu verteilen. Dann gebe ich dir 10 Minuten und dann war's das, dann bist du kopfkürzer. Ja. Achso, okay. Höchstens. Kann ich jetzt antworten auf deine... Bitte schön. Okay, du hast jetzt geredet von Türkei, also das Eheproblem in Türkei. Okay, wenn du würdest mir sagen, wie viel muslimische Länder gibt? Ja, gibt einige. Wir, zum Beispiel, die Muslime waren in Spanien fast 500 Euro. 500 Euro. Sorry. Ja, nur Geld im Kopf. Das ist halt 1000 Euro besser. Also 500 Jahre. Sind alle Spanier, sind die alle Muslim geworden? Haben die gezwungen, alle Muslim? 500 Jahre. Weißt du was, 500 Jahre?
Das Problem mit euch in Türkei, ich muss ehrlich sagen, die Geschichte kenne ich gar nicht. Aber ich weiß, dass es diese Empfindlichkeit, ich habe Kollegen auch aus Türkei gehabt und aus Kurden, die, nee, Armenien, ja doch. Da habe ich auch diese Empfindlichkeit immer gesehen, dass einer sagt, ich bin nicht Türke, und ich habe ein bisschen gelesen, dass dürften die gar nicht Türkisch sprechen muss, nee, gar nicht ihre eigene Sprache, sondern nur Türkisch. Aber das ist eine Geschichte zwischen Türkei und euch. Ich weiß nicht die Ursache. Aber man kann nicht das verallgemeinen, dass alle muslimische Länder. Guck mal in Marokko. Du hast jetzt gerade gesagt, dass wenn du jetzt wärst mit dem mit einer Bibel in ein muslimischer Länder, werden die dich jetzt fertig machen. Geh mal gucken nach Marokko. Da sind so viele, wie heißt das? Ich weiß nicht, ob du Arabisch kannst oder nicht, Al-Mubashirin, ich weiß nicht auf Deutsch, wie das heißt. Die Leute, die über den Bibel, wir haben sogar Missionare. Wir haben sogar Schule, christliche Schule aus Schwestern. Ja, Hatice, du bist also Marokkanerin. Darf ich dich fragen, dürfen die Kirchen in Marokko renoviert werden, wenn sie wir haben Kirchen und Synagogen in Marokko. Ja, ja. Du kannst da Google gehen und dann kannst du. Aber dürfen die renoviert werden? Wenn die dann renovieren, sollen die das machen? Wieso nicht? Ja, die dürfen laut Wir haben sogar christliche Schule. Weißt du, dass die Ausländer, die bei uns sind, ja, Franzosen, Deutschen, alle, die gehen gar nicht mit uns in die wollen uns gar nicht mit uns. Die haben ihren Schulen. Wir haben französische Schule von jedem Land. Wenn die das bauen, sollen die machen. Jeder soll machen, wie er will. Hast du schon mal gehört, dass in solche Länder werden gezwungen, Islam anzunehmen oder irgendwas? Ja, alle islamischen Länder werden so. Bitte? Hab ich und gehört. Was Menschen machen, wenn die Menschen, wenn manche, es gibt überall Verrückten und Psychopathen. Und wenn die meinen, wenn die schlechte Sachen machen oder was weiß ich, dann bitte nicht alle verallgemeinern, das ist nicht schön. Schwester, darf ich bitte kurz was sagen? Gottes Segen erstmal an euch. Ja, danke. Guck mal, du sagst, diese Leute, du nennst sie Psychopathen und so. Guck mal, wie du redest, das ist menschlich. So wie die aber handeln, die handeln nach Koran, okay? Du hast anscheinend gar keine Ahnung von Koran. Tut mir leid, dass ich das hart sage. Und dass du hier vergleichst mit Spanien und die waren ja so friedlich. Guck mal, die Menschen mussten Jizya zahlen, weil sie nicht konvertiert sind. Okay. Also bitte, bleib bitte bei der Wahrheit. Das stimmt. Und wenn du sagst, das kann ich dir erklären. Ich weiß vieles über Glauben. Das hat auch mit Glauben nichts zu tun. Warum haben die Türken, die Osmanen nicht, also die haben die Pontus-Griechen, die Armenier, die Assyrer und die Aramäer. Warum haben sie die muslimischen Kurden zum Beispiel nicht weggemacht oder so? Es ging da um Glaube, okay? Und wenn du diese Sachen alle so verharmlost, dann bist du, tut mir leid, dass ich das sage, für mich schlimmer als diese Leute, die das begangen haben. Okay. Weil die Verharmlosung von sowas ist mitschuldig. Du machst dich da richtig schuldig, verstehst du das? Okay. Du musst dich bitte informieren. Guck mal, du hast gerade sogar gesagt, ich wusste über Armenien diese Sachen nicht mal. Aber du redest die ganze Zeit, verharmlost die Taten vom Islam, obwohl diese Sachen laut den Suren im Koran sind, aber du sagst, die Leute, die danach handeln nach den Suren, sind Psychopathen. Aber du handelst nicht nach Koran, meine Liebe. Ja, das ist der Unterschied. Okay, kann ich auch kurz antworten? Darf ich mal ganz kurz eine Minute? Aber bitte nicht so viel, alle auf einmal und vergessen. Ganz kurz. Ja. Marokko hat 34,6 Millionen Einwohner. Es gibt ungefähr 44 Kirchen ins Land. Klar. Wie viel? Weil ich habe nicht verstanden. 44. 44 Kirchen gibt es in Marokko. Das ist Kirchen. Kirchen. Okay. Kirchen, genau. Kirchen. Okay. Und sie dürfen, marokkanische Christen müssen ihre Glauben heimlich ausüben. Stell mal vor, und sie reden ganz anders. In Marokko. Ja, richtig. Richtig. Wo hast du die Info? Moment. Weil Marokko war ja französische Kolonie. Ja. Es ist nur oberflächlich. Ah, wir tun die Christen gar nichts. Libanon auch.
Irak, überall werden in islamischen Ländern. Aber das ist nur deine Gedanken. Nein, das ist nicht die Tatsache. Da musst du einen Beweis bringen. Höre, es ist Beweis überall. Ja, wo überall sind die? Gib mir eine Quelle bitte. Gib mir einen Beweis. Überall gibt's. Überall, man kann ja überall informieren. Und ich lese jetzt gerade im Internet, lese, dass es die Wahrheit ist. Überall werden die Christen verfolgt. Da kommen so viele Christen aber von Aber so tun wir nicht. Du musst mir einen Beweis geben. Ich komme aus Marokko. Mal, meine Liebe, der Beweis. Das ist die Wahrheit. Ich nenne das. Das ist nicht die Wahrheit. Nicht, weil du das sagst, ist die Wahrheit. Das ist ja Hadidja. Ich komme aus Marokko. Du kannst mir nicht erzählen. Ich lebe dort. Nein, ich habe dort Sie geliebt, gerade 23 Jahre. Die Wahrheit entsprochen. Dann, Bruder, nein, warte, die möchte doch einen Fakt haben, okay, ja? Aus Marokko, ja, wir reden jetzt von Marokko. Gehen wir einfach zu der Statistik von Open Doors, ja? Die sind die ersten 10 Länder, die ist in Christenverfolgung begehen. Das sind 300 Millionen Christen weltweit, werden tagtäglich verfolgt. Ja, Muslime auch, ne? Warte. Muslime auch. Das erste ist halt Land ist Nordkorea, ja, weil das so ja. Guck mal, wie viele Kriegen sind in Islamistischen Ländern. Du wolltest doch Beweise haben, warte doch. Lass mich doch ausführen. Guck mal, erste Land ist Nordkorea, weil das kommunistisch ist. Die haben einfach Angst vor Jesus, dass die Leute da erkennen. Deswegen wird das hart verfolgt. Ist Nordkorea Muslimen? Die 9 folgenden Länder sind alle islamische Länder. Mitunter natürlich Marokko, ja, unter den Top 10. Also du sagst Fakten, du möchtest Beweise und sowas. Okay, ja? Wo hast du das? Ich will das sehen. Ich habe hey, guck mal, Statistik Open Doors Christenverfolgung, gib das ein, dann siehst du. Okay, ja? Warte mal. Und dann guck mal, wie in Pakistan die Kirchen verbrannt werden, die Menschen, die Kreuze niedergemacht werden. Überall im Untergrund, so wie in Iran, Ägypten, das sind alles Länder, vor allem Ägypten, ja, koptisches, christliches Land. Marokko, du sagst friedlich. Warum wurden die ganzen Juden und Christen aus Marokko verjagt? Jetzt sind 99%. Bitte. 99%. Die Juden aus Marokko waren die verjagt. Liebe, ich merke, Marokko, du hast wirklich wenig Wissen. Nee, das stimmt gar nicht. Du erzählst hier wirklich das Gegenteil. Wie viel Prozent als die Juden aus Europa vertrieben sind, haben Nordafrika, Marokko, Algerien, Tunesien, haben die Juden angefangen. Die Juden selber erzählen das. Das stimmt. Die Juden aus Marokko haben marokkanischen warum wurden die ganzen Juden aus Tunesien, Marokko, Algerien und so vertrieben. Die waren nicht vertrieben. Als Israel entstanden, hat sie alle gesagt, die sollen kommen. Du erzählst wirklich so. Die Juden waren vertrieben von Europa und nicht von uns. Meine Liebe, das ist viel später mit dem so kommen wir gar nicht miteinander, weil er erzählt nur Quatsch. Viel später entstanden. Das ist, was ich sage, ist viel vorher. Verstehst du das, meine Liebe? Was viel das vorher? Ist viel vorher. Die Juden haben immer mit Araber zusammengelebt. Ach, du erzählst Sachen, wurde Israel ausgerufen. Geschichte. Das meine ich gar nicht. Ich meine viel früher. Ich meine was viel früher? Früher? Wann viel früher? Wann ist früher als 48, bevor Israel gegründet wurde offiziell? Die Juden haben gelebt in Marokko. Richtig in Frieden, nicht nur in Marokko. Sogar in Palästina erzählen die das, die Juden selber. Die Juden selber gehen jetzt auf die Straße und machen Demonstrationen, weil die wollen nicht, dass die Palästina dort gestorben, weil die sagen, wir haben sehr friedlich miteinander gelebt. Guck mal die Geschichte, du erzählst mir. Guck mal, wartet mal bitte eine Sekunde. Ja. Also, das, was ihr habt ja beide nicht Unrecht. Das, was der Jibril sagt, das ist schon richtig. Früher war das wirklich so. Aber heute. Ja, gib mir bitte nicht nur einfach früher, gib mir Datum und gib mir Beweise. Wir reden jetzt von heute. Heute ist es tatsächlich so, dass die Juden und die Marokkaner ein gepflegtes, freundschaftliches Verhältnis haben. Das ist tatsächlich so, denn es gibt auch zig Marokkaner, die in Israel zum Beispiel leben und die leben da auch in Frieden. Das ist tatsächlich. Weißt du, mein Bruder, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtigen Marokkaner sind oder die anderen Berber oder eine andere. Ja, du meinst die Amas. Wir sind eine. Wie in Marokko, wir haben nicht das Problem mit Türkei und Unterschied zwischen Marokkanern und Berber.
Egal was wir für Nationalität, wir sind ein Volk. Frag mal einen Amazir, der erzählt dir was anderes. Das ist, weißt du, wenn du ein Einzel, wenn du immer ein Einzel, guck mal, wie lang wir leben miteinander zusammen. Wir haben keinen Bürgerkrieg, nichts. Wir leben in Frieden. Aber meine Schwester, und ich hoffe, das wird so dauern. Und ich hoffe für die ganze Welt, dass man versuchen, die zusammenzubringen und nicht zu spalten. Ich weiß es nicht. Was ist der Grund dafür? Auch wenn die Religion scheiße ist, sag mal jetzt, die Religion ist nicht gut. Soll jeder folgen, was er will? Wieso versucht ihr immer die Leute auseinander? Kann er nicht, die Politik, kann ich hört zu, in du Politik, doch, es gibt schlimmere Sachen, die, da wird für Krieg vorbereitet. Und ihr bleibt immer, ist der Koran richtig, ist der Bibel richtig? Bruder, mit dir kann man nicht reden, schau mal, sie wird Schachmatt. Warte mal bitte, ich kann das nicht so stehen lassen, was sie gesagt hat. Du willst doch immer Quellen haben, ja? Und du sagst, wir sollen uns nicht auseinander dividieren lassen. Dann hast du doch deine Quelle. Dann lies mal bitte dein Koran. Da hast du die beste Quelle, die es hier auf der Welt gibt. Warum wir nicht mit euch in Frieden leben können, ja? Beziehungsweise mit den Leuten, die dieses Buch 1:1 umsetzen und auch 1:1 ernst nehmen, ja? Ich kann nicht mit Menschen High Five machen, die mich als Schweine und Affen betiteln, die mich als das minderwertigste Geschöpf auf diesem Planeten betiteln. Ich kann nicht mit Menschen High Five machen, die sagen, eigentlich gehörst du ja TikTok sportlich nackentherapiert. Du hast diese Quellen alle. Ja, lies dein Koran, du bist doch Marokkanerin. Also wenn du jetzt in ein muslimisches Land gehst, die gehen dir alle beschimpfen und die gehen alle dich auf dich los. Willst du das so sagen? Ja, geh mal nach Afghanistan und sag mal, ich glaube an Jesus Christus. Ja, Afghanistan, weißt du, was Afghanistan dort passiert? Wieso sind die so rassistisch geworden? Ja, komm, weil ihr Land seit 50 Jahren ist die von Westen mit kaputt gemacht. Das ist, da kannst du guck nicht mehr Afghanistan. Gib mir ein anderes Land als Beispiel. Khadija, hör mal bitte auch ein bisschen zu. Du nimmst Marokko als Beispiel. Guck mal, Marokko, was hat Marokko? Marokko ist ein Königreich, oder? Marokko, der König arbeitet viel mit dem Westen zusammen. Er muss ein bisschen da. Das wollt ihr doch haben, oder nicht? Hör mal zu. Ja. Aber geh mal nach Nachbarland Tunesien, Algerien und sag mal da auf Straße, Jesus Christus ist Gott und dies und das. Du sagst nur Afghanistan und oh, Afghanistan ist schlimm. Geh mal nach Iran, geh mal nach Pakistan, geh mal nach dies. Die Menschen werden verfolgt, meine Liebe, mach deine Augen. Ja gut, du gibst und mir strenge Länder und ich gebe dir auch. Es gibt Malaysia, es gibt Indonesien. Da kannst du auch dein Beispiel von Islam sehen. Wieso gehst du nur diesen Was darf ich in Indonesien machen? Darf ich da auch jetzt Kirche bauen, alles Mögliche? Ich weiß, dass sie in Frieden sind. Beispiele gegeben, du nennst alle auf einmal radikale Länder, sind das nicht muslimische Länder sind das doch, oder nicht? Warum sagst du radikale? Da gibt es auch radikale, genau wie auch Westen. Also gibt es auch radikale Menschen. Die gibt es überall. Hast du eine Quelle? Hast du eine Quelle oder warst du da? Hast du da ein paar Jahre gelebt oder woher weißt du was das? Was nochmal? Ja, mein Mann hat in Indonesien gelebt. Ach so, und jetzt müssen wir auch. Er ist Christ. Du fragst nach Quellen. Meine du Liebe. Fragst nach Quellen. Ja. Und du das, was du sagst, stimmt vorne und hinten nicht. Bitte? Wenn du sagst, ich bin Muslima und du bist mit einem Christ verheiratet, du bist sofort auf Islam raus. Ich bin mit einem Konvertierter. Als er in Indonesien gelebt hat, war er noch Christ. Und jetzt ist er Muslim. Hat sich konvertiert. Hurra, hat er sehr schön gemacht. Okay. Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind verheiratet mit einem Christ. Wenn er jetzt Christ geblieben wäre, dürftest du ihn heiraten? Ich war am Anfang mit einem Deutschen verheiratet. Und er war nicht Muslim, ich war selber nicht gläubig. Was sagt der Islam dazu? Wir sollten Muslime heiraten. Darf der Muslim aber eine christliche Frau heiraten? Wenn sie nicht glaubt, wenn die glaubt zum Beispiel, dass Jesus Gott ist, nein. Wenn sie aber nicht sagt, okay, Jesus Prophet, dann darf er heiraten. Darfst du einen Muslim mit einem christlichen Mann heiraten? Bitte? Gottes Segen wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich kann sie nicht mehr heiraten. Er redet beide, verstehe ich nichts. Gottes Segen. Gott segne dich, ja. Der wollte sich nur verabschieden, Schwester. Guck mal. Darfst du als Muslime einen Christen heiraten? Nein. Okay. Warum? Weil es Gott gesagt hat.
Damit mein Kind, weil wir beide, die Kinder sollen erzogen nach Islam. Wenn ich Muslime bin, aber dann... Warte. Warum ist dein Gott angeblich, oder den du da nennst, du hast gesagt, Gott sagt das. Warum ist er so ungerecht? Warum darf ich keine Muslime heiraten und aber ein Muslim darf meine Schwester zum Beispiel heiraten, die Christin? Ja gut, weil die Kinder folgen meine immer den... Meine Frage ist, warum ja, ist alle... Jetzt werde ich dich antworten, ja? Das ist auch ganz klar. Ja. Weil die Bitte? Frau, wenn die Muslimin wird, sie kann noch mehr muslimische Kinder zeugen, ganz einfach. Ja, und was ist das Problem da? Ja, guck mal, darf ich nicht heiraten? Warte mal. Ungerechtigkeit. Diese Ungerechtigkeit, dann heiratet doch nicht die muslimische Männer, wenn ihr das nicht wollt. Nadia, dürfte ich dich heiraten, wenn ich möchte, dass du Christ wirst? Ja, hallo. Das ist ein Freiwilliger. Keiner wird gezwungen. Der Horst möchte sprechen. Der Horst spricht hier. Wir beruhigen uns jetzt erstmal und geben mal, damit die anderen Teilnehmer auch, sage ich mal, sprechen dürfen, geben wir erstmal das Wort an den 193 ab. Guten Morgen, 193, bitteschön. Guten Morgen, danke, dass ich auch mal drankomme. Es ist schon interessant, also diese ganze Denkweise von vielen Leuten. Eigentlich wollte ich das echt kurz halten. Ich grüße auf jeden Fall mal erst alle. Und also meine Sichtweise ist jetzt weder christlich noch muslimisch noch wie auch immer. Also ich sehe das wirklich eigentlich neutral. Finde hier ein paar Aussagen, die gefallen sind, schon extrem. Ja, wie zum Beispiel, dass die Leute sollten nicht auf der Erde sein und die so denken. Und ich bin halt der Meinung, weißt du, also alle drei Bücher oder alle drei großen Religionen, die was wir jetzt haben, es ist ein schwieriges Thema. Es ist auch schön, dass dann Leute so wie du dann auch mal solche kurzen Sachen da aufmachen, dass die Leute sich da mal schön drüber unterhalten können. Aber Fakt ist, es ist leider wirklich sehr, sehr viel. Es wird in vielen Religionen, in allen drei hauptsächlich, wird auf Hass und Gewalt, gibt es natürlich immer so, ich sage mal, so ein paar Sätze, die jetzt nicht so sein sollten, ne? Wenn man wirklich jetzt auch nach dem Christentum oder nach der Bibel oder nach dem Alten Testament leben sollte, dann würden wir das in Deutschland auch nicht so akzeptieren, weil du das heutzutage mit der Zeit gar nicht hinbekommst, weißt du? Bruder, tut mir leid, dass ich dazwischen gehe. Ich möchte nur kurz eine Frage dazu stellen, mein Lieber. Guck mal, du sagst ja, mit dem Christentum kann Deutschland nicht vereinbaren. Sind die ganzen Grundgesetze mit den 10 Geboten nicht im Einklang? Okay, das sind aber die 10 Gebote. Aber was ist mit den anderen Sachen, die da drin stehen? Welche anderen Sachen? Es gibt die 10 Gebote, an die wir uns halten sollen als Christen. Die sind mit dem Grundgesetz hundertprozentig d'accord. Also ja, du sollst nicht das machen, du sollst dies nicht machen. Alles ist mit dem eins zu eins. Ich will jetzt auch nicht ins Detail von der Bibel eingehen. Mein Lieber, du darfst aber nicht etwas in die Runde werfen, was unwahr ist. Verstehst du? Es ist nicht unwahr. Mach einfach dein... Habe ich dir doch gerade bewiesen, dass das unwahr ist. Warte, mach einfach mal deine Bibel auf und lies mal. Das Gleiche gilt für die Moslems auch. Macht's einfach mal den Koran auf. Ich habe meine Bibel mehrfach gelesen. Du solltest mal die Bibel lesen, bevor du darüber redest. Ganz genau. Okay, schau, das ist wieder irgendeine Unterstellung. Und, ja, was Unterstellung? Du unterstellst doch der Bibel Sachen, mein Lieber. Was ist los mit dir? Ja, genau. Sachen, die nicht stimmen. Wenn du kurz 2 Minuten hast, hole ich dir alle Verse raus und klatsch dir die Ohren und dann denkst du... Ich habe die Verse, wenn ihr möchtet. Hallo, der Ross spricht. Also, ich gehe noch mal selber kurz drauf ein und dann möchte ich dieses Thema abhaken, weil es bringt zu nichts, denn das ist nicht das Thema heute. Das habe ich, der hat es ja auch letztes Mal schon gesagt und ich finde es ja gut, dass sie es diesmal akzeptiert hat und auch respektiert hat. Und deswegen gehe ich selber jetzt nur 45 Sekunden bis eine Minute auf den 193 einmal kurz ein und dann gebe ich das Wort auch direkt an Elinor ab. So, ich stelle jetzt 3 bis 5 Fragen, 193, du brauchst sie nicht beantworten, denn das sind rhetorische Fragen. Ja, also ich frage selber und gebe auch selber die Antwort. So, unser Leitfaden im Christentum sind folgende. Ist es gut, dass geschrieben steht, du sollst nicht töten? Ja, definitiv. Ist es gut, dass drin steht, du sollst nicht lügen? Ja, definitiv. Ist es gut, dass dort drin steht, du sollst das Hab und Gut deines Nächsten nicht begehren? Ja, das ist sehr gut.
Ja, und ich könnte das hier bis morgen früh so weitermachen. Du kannst natürlich aus dem Kontext gerissene Zweizeiler rausholen und uns die hier um die Ohren klatschen. Aber es ist eben halt ein großes Aber. Man muss den Film auch von vorne bis nach hinten durchgucken. Du kannst hier nicht einen Film einschalten, 3 Minuten reinsetzen und dann sagen, jo, ich habe die Pointe. Dankeschön. So funktioniert die Bibel nicht. Und damit möchte ich dieses Thema auch abschließen, denn dieses Thema ist hier und heute nichts zu besprechen. Und ich gebe hiermit das Wort an Elinor ab. Bitte schön. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Weißt du, ihr seid mir so voll reingegrätscht und ich wollte. Nee, ja, klar, kann man auch verstehen, weil du tatsächlich, entschuldige bitte, ich will nicht respektlos sein, ja, weil du Schmarrn erzählst. Ja. Ich erzähle Schmarrn, aber sei mal ehrlich. Steht in der Bibel nichts drin. Du hast den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden und deswegen cutte ich das hier auch, ja, mein lieber türkischer Mitbürger. Ja, also von wegen, du bist kein Moslem und du bist ja neutral. So, Wer hat denn die ganze Zeit geredet, Chris? Entschuldigung. Wer hat denn die ganze Zeit geredet? Es hat nichts geblinkt. Ich weiß überhaupt gar nicht, wer geredet hat. Ja, ist egal. Das war der 193. Elinor, guten Morgen. Ja, schön. Ja, guten Morgen. Guten Morgen alle zusammen. Gottes Segen auch an die Geschwister. Und zwar, ja, ihr habt ja darüber gesprochen, wie das jetzt so in Marokko abläuft. Und der eine hat gesagt, in Marokko ist es ja so. Und die Khadija hat gesagt, nein, ist nicht so. Ich habe eine ganz andere Frage an Khadija, wenn ich fragen darf. Und zwar, Khadija, hast du Kinder, wenn ich fragen darf? Ja, nur ganz kurz. Vorhin sagt der Moderator, beim Bibel muss man nicht nur eine kann Seite ich, kann raus. Ich ganz kurz bitte, ich bin sofort auch raus, Khadija, dann kannst du gerne da weiterführen. Okay. Also du sagtest ja, du hast Kinder. Meine Frage ist an dich, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Kinder sind, aber ist ja auch egal. Meine Frage an dich, wenn du weißt, dass ich persönlich ein schlechter Mensch bin, ja, der anderen Menschen was Böses tut, würdest du es zulassen, dass deine Kinder mit mir abhängen? Nein. Was würdest du zu deinen Kindern sagen? Am besten gar nicht mit diesen Menschen da abhängen, oder? Ich werde den abraten, ja. Aber genau. Ich werde ihn nicht zwingen. Genau, warum? Weil man einfach weiß, dass das, was ich tue, meine Einstellung einfach ganz böse ist, ne? Und das ist das, was die Geschwister hier probieren zu machen. Also den Bruder Chris gehe ich mal stark davon aus, es geht ihm gar nicht um deine persönliche Einstellung oder um die Menschen in Marokko. Ich glaube, der weiß auch 100% sicher, dass sehr, sehr viele Menschen in Marokko und auch in anderen muslimischen Ländern sehr liebevolle Menschen sind. Das ist ihm klar, denke ich mal. Genau. Ihm geht's einfach nur darum, um den Koran. Warum verbietest du deine Kinder nicht, den Koran zu lesen, wenn da doch böse Stellen gibt in diesem Koran? Ich finde, wenn du jetzt, ganz kurz, ich bin sofort fertig. Ich bin sofort fertig. Guck mal, wenn du deine Kinder verbietest, mit so einem Menschen wie mir abzuhängen, weil ich böse bin. Ja. So, warum verbietest du deinen Kindern nicht den Koran, wenn es da drinnen steht, dass man gewisse ungläubige Menschen TikTok sportlich umlegen soll und so weiter und so fort? Warum packst du da nicht ein? Bist du noch nicht fertig? Gerne, okay. Bitteschön. Du siehst den Koran so, aber ich, was du sagst, ich habe für alle eine Antwort. Ist der Koran ist für mich kein böses. Das ist genau wie der Moderator sagt. Er sagte, vom Bibel holst du nicht die eine Seile, sondern lese das Ganze und dann kannst du es verstehen. Dann werde ich dir empfehlen, lese den ganzen Koran mit dem Tafsir und dann wirst du sehen, dass es gar nichts Böses drin ist. Ja. Und außerdem zum Beispiel, nur ganz kurz, mein Sohn zum Beispiel, der Große, er sagt, er findet alle Religionen nicht in Ordnung. Ich zwinge ihm nicht. Ich sage, geh und lese, studiere erstmal alle Religionen und was dein Herz und dein Gehirn folgt, dann folgt es, weil ich habe das selber auch gemacht. Und deshalb, gar keiner soll gezwungen werden. Wenn ihr... Nein, Khadija, ja. Entschuldigung, das mit deinem Sohn war nur ein Beispiel. Es geht hier nicht um deinen Sohn, es geht hier um dich, um deinen Sohn und um jeden Menschen, der den Koran liest, weißt du? Deshalb. Okay, guck mal, dann würde ich ja vorschlagen... Ich bin einverstanden mit dem Koran, ja. Dann würde ich vorschlagen, dass der Bruder Chris jetzt hier vielleicht einfach übernimmt und er zeigt dir die Stellen, wo er der Meinung ist, dass das nee, und das nicht die Stellen. Ist. Er hat gerade gesagt, vom Bibel darfst du nicht stellen, sondern alles lesen. Und das musst du auch genau mit dem Koran machen. Guck mal, weil ich habe auch Stellen
In Bibel. Wir machen das zusammen, Hatice. Wir machen jetzt zusammen eine Studie, eine kleine Studie aus deinem Koran. Du sagst ja, wir dürfen nichts aus dem Kontext reißen. Wir müssen auch die Tafsire dazu lesen, die Hadithe dazu und lesen. Und vorher und nachher, die ganze Geschichte. Ja, okay, die ganze Geschichte. Okay. Und auch dann machen wir auch das mit dem Bibel, weil ich habe auch Stellen, die auch ganz, ganz schlimm sind. Das können wir ein anderes Mal gerne machen, aber ich möchte. Wieso? Du willst mit von meiner Religion, weißt du, weil ja, du stoppst mal, alles. Der vorhin hat er, wie heißt der Jibril? Das ist doch, ja, aber guck mal, entschuldige bitte, das ist doch mein Stream. Und wenn ich, guck mal, ich erkläre dir mal was, Hatice. Ab und zu mache ich tatsächlich einen Stream auf, ja, wo als Überschrift auch das Christentum mit drin steht. Und ich gebe dann Muslimen die Gelegenheit, hier hochzukommen und dann ihre Bibelverse auszupacken, damit wir auch darüber reden können. Ja. Und wenn ihr aber diese Tage, wo ich diese Streams mache, nicht ausnutzt, dann kann ich da nichts für, verstehst du? Aber ich bin ein freier Mensch und kann doch bitte selber entscheiden, an welchen Tagen ich welche Themen aufmache, verstehst du? Das okay. ist ja schließlich mein Stream. Und wenn ihr die Gelegenheit nicht nutzt an diesen anderen Tagen, dann kann ich ja eben halt nichts für. Das ist nicht meine Schuld, verstehst du? Bruder, ich kann bin ich, nicht so kann ein ich einseitiger Typ, der sagt, ich hake das ab und ich lasse da keinen Fuß zwischen Tür und Angel, ja? Das Problem ist nur, es würde den Rahmen sprengen. Ja? Richtig, richtig. Darf ich mich jetzt nochmal zu Wort melden? Also unabhängig davon, dass jeder jetzt diverse Fragen aufstellt. Eine ganz kurze Frage an Khadija. Khadija, der Name Khadija kommt ja. Nein, hör doch mal bitte zu. Ich will dich doch gar nicht angreifen. Eine Sekunde, Khadija. Einmal ein Aufruf an die Moslems da unten. Guck mal. Nein, brauchst du nicht. 4 gegen 1, beziehungsweise 5 gegen 1. Wenn unten ein Muslim ist, der kann gerne eine Anfrage stellen und der Hatice unterstützend zur Seite stehen. Ja? Also stellt Anfragen, ihr Moslems. Kommt hoch und helft mal eurer Schwester. So, bitteschön. Okay. Bevor du mich fragst, ich weiß nicht alles über Islam und wenn ich nicht weiß, darf ich nee, nicht. Nee, du sollst wenn auch nicht sage, alles ich wissen. Ich will nur eine Zitierer. Meinung von dir hören, Hatice. Ja. Hör mal zu, der ja. Name Hatice ja. ist ja die erste Frau von den Propheten. Ja. Soweit weiß ich ja. Deswegen hast du den Namen ja auch nicht aus ungefähr genommen, sondern du hast ja schon den Namen bewusst ausgesucht. So, jetzt mal an dir die Frage. Ich habe den Namen für mich bewusst ja, ausgesucht. Ja, ist doch gut. Ja, ist gut. Du hast ja für jede Sache auch eine Erklärung sofort. Ja, jetzt kommt meine Frage. Ja. Würdest du das akzeptieren, dein Mann, dass der eine zweite Frau heiratet oder neben dir noch eine zweite Frau hat oder auch eine dritte und auch eine vierte? Würdest du das akzeptieren? Wenn ich zum Beispiel krank nicht werde. Beispiel, ich frage dich direkt. Nee, komm, ich nicht will mit antworten. Beispielen. Wieso lässt ihr mich nicht antworten? Schwester, du sollst von deinem Herzen antworten und nicht auf ja, Wallahi, ich werde ja, nicht mit Beispielen. Mit Beispielen, das ist immer so eine Sache, das ist Plastik. Nicht, was der Koran dir gesagt hat. Du sollst aus deinem Herzen. Bitte einmal Ruhe. Eine kurze Erklärung nur. Also, die Menschen, die hier befragt werden, die müssen sich nicht auf eine Ja- oder Nein-Antwort berufen, denn eine Ja- oder Nein-Antwort impliziert immer, dass pauschalisiert wird. Und hier wird nicht pauschalisiert. Wenn die Hatice daraufhin nicht mit einer Ja- oder Nein-Antwort antworten möchte, dann ist es hier gestattet, es auch, sage ich mal, kurz auszuführen. Nur bitte keinen Monolog halten, Hatice, ja? Du kannst darauf antworten, bitteschön. Ja, okay. Also wie gesagt, wenn ich zum Beispiel krank würde und ich kann meinem Mann nichts anbieten, dann werde ich einverstanden, weil ich akzeptiere die Religion mit allem. Ja, aber hättest du deinen Mann auch geheiratet, wenn er Christ geblieben wäre? Ich bin noch am Antworten, bitte. Ja, okay. Weil ich kann euch nicht hören, wenn ich rede. Dann fange ich, meine Stimme wird lauter, ohne dass ich merke, ja? Okay, also, aber jetzt zum Beispiel, also auch in Religion ist auch erlaubt, wenn er zum Beispiel zu mir sagt, ich will jetzt heiraten und ich sehe nicht, dass ich an etwas mir fehlt, dann, wenn ich das nicht will,
dann kriege ich meine Scheidung. Wenn er unbedingt, dann sage ich, okay, ich will meine Scheidung. Und ich darf das auch, meine Scheidung. Da werde ich auch nicht bestraft in Religion, wenn ich das nicht wie heißt das? Ja, aber du zelebrierst die Religion nicht richtig und du bist auch nicht richtig in die Religion. Das musst du akzeptieren. Das wird von der Religion so vorgeschrieben. Nein. Das wird so, nein, sag nicht nein. Erzähl kein dummes Zeug. So, nicht so reden. Bitte, mit Respekt. In dem Islam ist erlaubt. In dem Islam ist erlaubt, ja, vier Frauen zu heiraten. Und wenn einer sagt, nein, das stimmt nicht, dann hat er keine Ahnung von der Religion. Ich habe nicht gesagt, und deswegen habe ich dich gefragt, ob du das akzeptierst, dass dein Mann eine zweite oder dritte oder vierte Frau noch neben dir heiraten darf. Dann habe ich dir geantwortet, habe ich gesagt. Wenn du krank bist, hast du gesagt. Bitte, hör zu. Bitte? Was du hast gesagt, wenn du krank bist, das war keine richtige Antwort. Nur in diesem Fall kann ich das akzeptieren als Frau. Ja. Dann bist du nicht richtig Islam. Du erzählst einen Unsinn jetzt gerade. In dem Islam ist es erlaubt. Du musst den Islam entweder akzeptieren, ja oder nein. Ganz einfach. Nein, so geht's nicht. Deshalb sage ich euch, er muss euch erstmal den Religion richtig beschäftigen. Ja, aber in dem Religion, in dem Koran steht geschrieben. Vier Frauen dürfen geheiratet werden. Bitte, ganz kurz. Kann ich ganz kurz was fragen? Entschuldige, ich will mich nur einmal verabschieden. Ja, ich wollte auch. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich mach dir Platz, ja. Ich muss auch gleich weg. Chris, Bruder. Nee, Katja, du bleibst noch. Du kriegst deine Antworten. Aber ich will einfach kurz sagen. Es gibt hier manche, die haben keinen Respekt und das möchte ich nicht so behandeln. Ganz kurz, Khadija Tolibalek, Bessawani. Tschüss. Bitte, ganz kurz. Ciao. Ja, Bruder Chris, ich danke dir auf jeden Fall, dass ich hochkommen durfte. Ich will dir nur einen Tipp geben, Bruder. Guck mal, ich würde dir nur vorschlagen, weil hier ist viel Chaos gerade, weißt du? Die ist wirklich alleine und man lässt sie kaum aussprechen und so. Und ich würde dir einfach nur einen Tipp geben, mein Bruder, dass du das nicht so ins Persönliche gehen lässt, sondern dass man einfach nur über Koran halt bleibt, weißt du? Weil jetzt geht man davon ein, so, okay, was würdest du? Würdest du es zulassen, dass dein Mann vier Frauen heiratet oder nicht, weißt du? Es geht ja nicht darum, was sie will, sondern es geht einfach nur darum, was im Koran steht. Und ich denke mal, das ist dein Hauptthema, aber Elinor, weißt du? Aber das steht im Koran drin, das ist nicht, dass ich mir etwas aus den Fingern sauge. Jackpot, guck mal, du bist gerade voll am Angreifen. Nee, Moment mal, entweder du akzeptierst eine Religion, so wie das richtig ist, oder nicht nach deinem. Ja, aber du musst auch davon ausgehen, es gibt Menschen, ich meine jetzt nicht die Khadija, es gibt Menschen, die haben einfach keine Ahnung von ihrer Religion. Da soll man einfach ein bisschen mit Respekt angehen, die Sache. Richtig. Und du bist zu sehr angreifend. Ja, aber doch nicht diese Hobby-Religiöse doch hier. Also entweder man akzeptiert eine Religion so, wie die ist. Wir haben auch unter unsere christlichen Leute, die viele Menschen, die keine Ahnung haben, weißt du, Antworten auf Kampf und Krampf. Und da muss man einfach ein bisschen. Ja, aber wir sind gerade im Koran. Wir wollen jetzt nicht über hin und her wetzeln zwischen Koran und Bibel. Nee, es war gerade. Nein, das hast du jetzt falsch verstanden. Das war ein Beispiel einfach. Okay, Bruder Chris, ich verabschiede mich. Das steht doch im Koran. Warum bin ich denn streng? Du hast mich gefragt, was ich mache, und ich habe dir geantwortet, was ich mache. Ja, weil du eine Frau bist, deswegen habe ich dich gefragt. Und dann fühlst du dich so angegriffen oder irgendwas zu tun. Wir sprechen, wenn es... Wartet mal, wir beruhigen uns jetzt erstmal wieder. Ich habe dir jetzt runtergenommen. Sei mir bitte nicht böse, aber es macht ja keinen Sinn. Du hast den Wink mit dem Zaunfall, den Elinor hier dir verpasst hat, hast du auch nicht verstanden. Deswegen bitte, damit hier ein bisschen Ruhe einkehrt. Wir begrüßen jetzt erstmal den neuen Gast, Easy. Bitte schön, Easy. Ja, danke schön, wenn ich mich auch mal äußern kann. Ich muss leider gehen. Ich will Khadija was fragen. Bitte. Ich habe noch 5 Minuten Pause. Tschüss. Warum werden ich muss weg. Ich habe nicht so viel Zeit. 5 Minuten oder 2 Minuten sogar. Ja? Okay, easy. Bitte sei mir nicht böse, aber wir geben der Sandra mal kurz das Wort, weil sie hat nur 5 Minuten Pause. Ja, sei mir bitte nicht böse. Du kommst danach sofort dran, Easy. Ja, Sandra, bitteschön. Jetzt ist Sandra weg. Okay, sie hat einen Anruf. Ich wollte Frage stellen, Bruder. Khadija, du hast ja gerade gesagt, die Leute sollen sich erstmal mit dem Islam auseinandersetzen, bevor sie reden. So, ne? Du hast vorhin aber gesagt, dass du wirklich nicht so viel Ahnung über Islam hast. Also, das widerspricht sich. Ne? Das stimmt. Und ich habe auch gesagt, ich kann nur antworten, was ich darüber weiß.
Ist das falsch? Aber meine liebe Schwester, guck mal, wenn du sagst im einen Satz, ich habe nicht so viel Wissen über Koran, aber du verteidigst und sagst nein, nein, nein. Ja, aber sie hat doch ein gewisses Grundwissen. Warum stellst du sie denn jetzt als dumm dar und warum versucht ihr hier den Koran euch Parts rauszupicken? Das hat er doch gar nicht gemacht. Die, doch, doch, macht er gerade. Gerade jetzt aktuell. Das ist jetzt, das läuft jetzt in Echtzeit. Ich wiederhole nur, was sie gesagt hat. Sie als ungebildet und sie wüsste nichts über den Koran. So stellt sie. Aber das hat sie doch selber gesagt, mein Lieber. Hat sie ja, dass sie nicht viel weiß. Ich bin auch kein Gelehrter. Ich nicht stimmt. Aber warum widerspricht sich dann der Hadith mit den anderen? Ja, du sollst, hör zu, wenn du etwas nicht weißt, keiner könnte, außer die sehr große Gelehrte. Lass mich bitte, 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 lass mich nur ausreden. Aber ihr seid echt ich habe gesagt am Anfang, ich werde antworten, nur die Sachen, was ich weiß. Mhm. Hallo? Ja? Was ich nicht weiß, werde ich sagen, nein, weiß ich nicht. Okay, Sandra. Ist das falsch? Ja, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Du hast ja wenig Zeit, hast du gesagt. Ja, genau, genau. Deswegen ich machen wir mal eine Ausnahme, bitte. Wenn dein Mann krank wird, darfst du ihn verlassen und heiraten? Ja. Ja, darf ich. Okay. Weißt du, es gibt eine Geschichte, da werde ich dir das erzählen, wenn du dann, aber nur, wirklich nur zwei Minuten muss ich wirklich gehen. Es gibt eine Frau in Zeit von Prophet, ja? Sie hat jemand geheiratet, die hat ihm nicht, die war nie, früher in den Zeit 1500, da waren die Frauen haben ihren Häuser nur verlassen zum Mann heiraten oder zum Grab. In diesem arabischen Länder früher. Und sie hat jemand geheiratet und irgendwann mal kam ihren Mann und guckt sie aus dem Fenster. Sie hat auf ihm gewartet. Dann läuft er zwischen zwei Männer und die Männer waren richtig groß, hübsch und dann sieht sie wie ihren Mann so klein und sieht nicht so schön aus. Seit diesem Tag können sie mit ihm nichts machen, weil sie hat sich nicht mehr, die Liebe war richtig weg, weil sie hat gemerkt, wie ihren Mann gar nicht so hübsch und schön. Und dann, weil sie wollte scheiden lassen, dann ist er zum Prophet und hat gesagt, sie will scheiden lassen, obwohl ich alles für sie mache. Dann hat er sie gefragt, stimmt das? Macht er alles, sagt sie ja. Und dann hat sie ihm gesagt, dann sagt er, und wieso willst du dich scheiden lassen? Sagt sie, weil mein Herz ihm nicht mehr liebt. Und dann sagt er, okay, dann bist du geschieden. Okay, dann hätte ich gerne genau zu dieser Geschichte eine Quelle, Hatija. Kannst du mir die Quelle dazu benennen? Nee, habe ich nicht, aber ich kann die suchen. Ja? Du bist immer hier, dann kann ich dir das schreiben. Mach das. Schreib mir, geh mal auf Folgen. Folg mir mal. Wie kann ich entschuldigen? Okay, danke, Chris. Ich komme dann wieder. Danke. Alles klar, bis dann. Ja? Khadija, bevor du gehst. Ne? Ja, Moment, ich will erst einmal, wie heißt der? Chris. Chris, genau. Wo kann ich dir dann schreiben? Bei dir in. Ich weiß nicht, ich kann mich wirklich nicht aus. Ich bin neu hier in Chicago. Oben links ist mein Name. Siehst du das? Oben links ist mein Name. Ja. Und daneben ist so ein Herz. Und wenn du da draufklickst, dann folgst du mir direkt. Und dann kannst du mir eine private Nachricht schreiben. Okay. Ich suche die heute noch und schicke ich dir die, ja? Okay. Alles klar. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute. Alles Gute dir auch. Okay, mach's gut. Tschüss. Ich wollte eigentlich noch. Ach so, warte, ich schmeiß dich raus. Du weißt ja nicht, wie das geht, wahrscheinlich. So und so. Ich wollte eigentlich noch fragen, weil sie ja gesagt hat, wenn der Mann, wenn sie krank ist und er so und so. Ich wollte noch fragen, ob, wenn der Mann krank ist, ob sie dann auch einen Mann heiraten kann oder zwei. Aber jetzt Leute, jetzt seid doch mal ehrlich, ey. Ist doch totaler Nonsens, was die erzählt. Das muss man mal eben halt so benennen, ja. Ist doch totaler. Wir wissen doch genau um die Frauenrechte im Islam. Ja, wenn der Mann seine Einverständniserklärung zur Trennung nicht gibt, dann hat die überhaupt nichts zu sagen. Die kann sich nicht trennen. Das ist eine Tatsache, ja. Aber was willst du der Frau jetzt Koteletts an die Backen tackern? Ja. Weil die lebt doch schon in ihrer eigenen Blase. Aber nur so aus Informations Verantwortung gegenüber den Leuten unten, aber die meisten, die hier sind, die sind schon öfter hier und das Thema haben wir ja schon zigmal zerkaut. Eine Frau, Leute, jetzt hört gut zu, eine Frau hat laut diesen Schriften nur ein halbes Gehirn. Eine Frau, ja, die Aussage einer Frau im islamischen Zivilprozess gilt nur die Hälfte, ist nur die Hälfte wert, als wie die Aussage
eines Mannes, ja, und das im Zivilprozess. Viel schlimmer wird es im Strafprozess. In einem Strafprozess gilt die Aussage einer Frau null, null, nichts, gar nichts, ja. Das heißt, auch wenn du 100 Frauenaussagen in einem Strafprozess hast und es stellt sich nur ein Mann gegen diese Aussage und sagt was anderes aus, ist seine Aussage, seine einzige Aussage mehr wert als wie die 100 Aussagen dieser einen Frau. Die wird erst gar nicht zugelassen. Ja? Ich wollte sie eigentlich, bevor das, die hat ja gesagt, ich kenne mich nicht mit allen aus, wir müssen ja die Tafsire und hast du nicht gesehen, wir müssen ja auch die Erklärung nicht aus dem Kontext reißen. Ich wollte die gerne eigentlich fragen, was denn mit dem Klassiker 65 Vers 4 ist. Und dann wollte ich sie auch auffordern, dass sie dann auch mal den Tafsir dafür aufschlägt, ja, oder den Hadith und mir mal dann vorliest, was die Erklärung für diesen Vers ist. Aber ich kam ja nicht dazu, weil... Und dann muss sie weg. Ja, ja, aber ist ja auch normal. Wollte auch, ja, wirklich, Bruder, ich wollte auch viele Fragen stellen. Zum Beispiel, das ist ja wirklich, wirklich heftig, was sie gesagt hat, du musst den Tafsir lesen. Und bei der Bibel musst du auch auf den Kontext und so. Richtig. Das würde ich mal sehr gerne machen, weil durch den Kontext bei uns erklärt sich jede so viel einfacher anhörende Vers, das löst sich dann direkt auf. Aber wenn du den Tafsir liest, wird das nur schlimmer. Ja, genau. Und ja, aber das ist ein, ja, Ding, das liegt an der USA. Wir haben, die Tafsire auch gelesen. Wollte es nicht. Die USA hat angefangen. Weil die Dame sagt, ich bin nicht so wissend über Koran, aber erzählt uns hier von morgens bis abends irgendwelche Sachen über Koran, obwohl sie ihm vorher im Satz sagt, ich bin nicht so wissend über den Glauben. Das heißt, wenn ein Muslim das sagt, für mich hat er kaum Ahnung, heißt das für mich. Ja. Okay, wir gehen mal jetzt auf den Easy ein. Der war ja kurz weg, wahrscheinlich, weil er was zu tun hatte. Deswegen ist er nochmal hochgekommen. Bitte schön, Easy. Ja. Also, was ihr hier macht, ist einfach nur hetzen und ihr pickt euch irgendwelche Sachen. Aha. Lass mich mal bitte ausreden, zwei Minuten. Ja, rede mal. Komm, du hast die Bühne. Ihr erzählt was von, dass Frauen ein halbes Gehirn hätten. Was sagt deine Hadithe, sagen das, mein Lieber? Nein, wo steht das? Welche Quellen hast du? Welche Quellen benutzt du? Das ist, guck mal, du versuchst wieder... Ich habe diese Quellen 100 Mal schon gepostet, mein Lieber, ja? Nee. Guck mal, warum ist das denn so, dass der Mann bestimmt, ob er sich scheiden lässt oder nicht im Fall der Fälle. Weil ein Glaube von Mohammed für Männer, von Männer für Männer ist. Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Ja. Okay. Ja, dann nehme ich doch als Beispiel. Nein, ich nehme gerade, wer hatte denn gerade gesagt, hattest du das gesagt, Jibril, oder wer war das? Nein, sag mir was, dann antworte. Ja, dass sich die Frau nicht scheiden lassen darf. Du hast es gesagt. Bist du verheiratet? Das geht dich nichts an. Du kannst doch dich selber. Warum? Warum? Ich frage dich doch nur, weil ich will auf Menschen jetzt Christen. Ja, guck mal, warte mal. Easy. Wenn du ja auf einen bestimmten Punkt rein willst, dann traue ich dir doch so viel Anstand und so viel geistige Qualifikation zu, dass du ja dann die Geschichte allgemein erzählen kannst. Du kannst ja dann deine Geschichte mit den Worten anfangen. Stellt euch vor, da ist ein Mann, der ist verheiratet mit einer Frau. Und dann kommt dein Text. Wo ist das Problem? Ja. Warum musst du denn persönlich werden? Nein, ich will nicht persönlich werden. Ich will nur fragen, ob es eine bestimmte Situation in deinem Leben gab. Deswegen will ich wissen, wie deine persönliche Lebenssituation ist. Ich will nichts Persönliches über dich wissen. Ich will auch keine Daten über dich abfragen oder sonstiges. Oh Gott. Ja, aber mein Lieber, wir müssen nicht von einzelnen Personen ausgehen, sondern von den Schriften. Das darfst du nicht vergessen. Wir müssen nur die Schriften betrachten und nicht betrachte doch die Schrift als Ganzes und pick dir doch nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen raus und darauf fixierst du dich und versuchst mit Negativpropaganda das Ganze schlecht zu hetzen. Okay, wartet mal bitte. Easy, pass auf. Wir stellen uns mal vor, ein Schlosser.
ja, der Schlosserlehre gemacht hat. Der geht jetzt zur Arbeit, ja, der fängt eine neue Arbeitsstelle an und das erstes, was er machen muss, der wird erstmal unterwiesen, was die Sicherheitsbestimmungen in der neuen Firma sind. So, ja? So, und dann kommen dann die Punkte auf diesem Bogen, den er dann, wenn er ihn durchgelesen hat, dann auch unterschreiben muss. Dann steht da zum Beispiel, du musst Helmpflicht, also es gibt eine Helmpflicht, du musst einen Helm tragen. Dann steht da, es gibt hier Schutzkleidungspflicht, du musst feuerfeste Schutzkleidung tragen. Dann steht komm, da, doch, komm doch direkt auf den Punkt. Warum redest du denn so viel um den heißen Brei jetzt in dem ich komme Punkt? Sonst fixiert ihr euch doch gerne auf Punkte im Koran. Lass mich ausreden. Bitte. Lass mich ausreden. Und ja, dann kann mir den Host nicht so unterbrechen. Und dann steht da, du musst Schutzschuhe mit Stahlkappe tragen. So, wenn ich jetzt, sage ich mal, aus diesen drei Punkten nur, ja, und da sind aber 10 Punkte aufgeführt. Und wenn ich jetzt aus diesen drei Punkten mir den Punkt rausgreife, dass du Schutzschuhe tragen musst mit Stahlkappe, sind die anderen zwei Punkte in dem Fall relevant für eine Unterhaltung oder einen Dialog oder eine Diskussion? Ja oder nein? Joe Biden hat das hier alles geplant. Putin wollte nur Frieden. Aber ihr habt das alles nicht verstanden. Ich bin... Wieder so ein Geisteskranker. Ich glaub's ja nicht, ey. Easy, kannst du mir darauf eine Antwort geben? Weil wir ja über Kontext, wir reden ja darüber, genau, weil du bist jetzt genau an dem Punkt, genau das, was du machst. Du nimmst dir den Koran und nimmst dir einen Vers, pickst du dir raus und dann sagst du so, das ist alles scheiße, das können wir jetzt schlecht reden, das können wir jetzt für Hetze benutzen. Genau, was? Das ist doch der Punkt. Du, nee, nimmst, dich, nicht du Punkt. Nimmst nicht alle Sicherheitsbestimmungen, du nimmst dir einen negativ. Dann sagst du, hör mal, die Schuhe sind mir ungemütlich, die möchte ich nicht tragen. So, das ist gerade deine Grundlage. Nein, darum geht es doch gar nicht. Dann schießt du dir gerade einen Einkorn, widersprichst dich gerade selbst. Es geht um die Frage, ob die anderen Punkte dann in dem Punkt relevant sind. Ja? Wenn ich doch dann über die Sicherheitsschuhe reden will, muss ich denn die anderen Punkte mit anführen? Macht das denn dann Sinn? Und im Übrigen, dein Koran hat keinen Kontext. Ja? Oder sagen wir mal wenig bis gar keinen Kontext. Nur mal so nebenbei erwähnt. Du sagst dir selber, du kommst hier hoch und sagst, ich kenne mich auch nicht so gerade aus, ich bin kein Gelehrter, willst mir hier aber erzählen, was die Definition von Hetze ist. Junger Mann, Hetze ist, wenn man den anderen Leuten etwas erzählt, was nicht der Wahrheit entspricht und abwertend darüber redet. Aber auch du solltest mittlerweile mitbekommen haben, dass wir versuchen, respektvoll miteinander umzugehen und alles, was wir sagen, aus euren Büchern her belegen können. Und das nennt man dann keine Hetze, sondern Aufklärung. Du bist so engstirnig. Du bist ein sehr engstirniger Mensch, weißt du? Ich bin ein engstirniger Mensch. Ja. Okay. Ja. Wie kommst du drauf? Ja, weil es genauso viele Negativbeispiele oder sogar mehr in der Bibel gibt, als es im Koran gibt. Und ich glaube, du kennst dich selber nicht mit der Bibel aus, die du gerade lobpreist, und willst einen erzählen von der Koran ist schlecht. Warum machst du sowas? Okay, dann gucken wir doch mal, ob ich mich überhaupt auskenne oder nicht. Wo haben wir denn? Oh Mann. So. Solange du suchst, ich möchte mal kurz was zu dem Herrn sagen. Guck mal, du bist ein Kurde, ja? Wenn ein Kurde, ja, hochkommt und den Islam verteidigt, durch den Islam hast du kein Land, deine ganze... So, okay, jetzt machen wir einen Punkt. Jetzt fängst du wieder, jetzt machst du das Gleiche, was du mit Khadija gemacht hast. Dann kann ich solche Leute... Genau das Gleiche, das ist Hetze, was du machst. So, okay, Hetze, ja, mach mal Hetze. Wenn wir den Koran zitieren und du sagst Hetze... Ja, wir gehen mal auf easy ein, ja? Guck mal. Warte, lass mich mal ganz kurz, weil gerade auf ein Volk beleidigt wurde. Warte. Du hast jetzt Sendepause. Du hast mich herausgefordert, also ich nehme die Herausforderung an. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Koran- und Bibelunterrichten. Du willst Unterricht? Exklusiv für dich, Easy. Exklusiv für dich. So, wenn wir hier Regelwerke vergleichen, ja, brauchen wir keinen Kontext. Denn Regelwerke sind Regelwerke. Und zu einer Regel muss man keine Geschichte erzählen. Dann machen wir doch mal den Vergleich.
Und zwar gehen wir mal direkt darauf ein, obwohl dieser Vergleich hinkt, denn Jesus Christus ist kein Prophet und eigentlich auch nicht absolut würdig, um auf das Niveau eines Propheten herabgestuft zu werden. Aber um deinetwillen werde ich das mal machen, Gysi. Ja? So, Steinigungsvers. Laut Jesus komplett abgeschafft. Wer der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also Steinigung existiert nicht mehr in der Bibel. Gehen wir mal zu Mohammed. Mohammed hat die Steinigung nicht abgeschafft. Ja? Und zwar, da macht er auch keinen Geschlechterunterschied. Sogar Frauen werden da die Reihe weg immer noch in den arabischen Ländern bis heute gesteinigt. Dann gehen wir weiter im Programm. Was steht hier? Begierden. So, Jesus Christus, hat der irgendwelche Begierden gehabt? Der war nicht verheiratet. Der ist in voller Demut auf einem Esel reitend zu uns Menschen gekommen. Ja, in voller Demut. Ja, so, dann gehen wir mal zu Mohammed. Hatte er Begierden? Absolut. Ja, bei dem hat man von Pädophilie bis Räuberei, bis Klauen, bis Betrügen, bis Lügen, die Reihe weg, alles gefunden. Alles gefunden. So, dann gehen wir weiter. Hat Jesus Christus schon mal geklaut? Natürlich nicht, hat er nicht. Im Vergleich zu Mohammed, wie hat er denn seine Herrschaft angefangen? Im ganz kleinen Stil, als Westentaschenganove, ja, indem er Karawanen ausgeraubt hat. Und als er dann seine Macht weiter ausgebaut hat und genug Follower hatte, ja, hat er angefangen, Städte auszurauben. So nebenbei erwähnt. Also, hatte Jesus Christus eine Frau? Nein, hatte er nicht. Er war nicht verheiratet, hatte auch keine Liaison, hatte auch keine Mätresse, gar nichts. Wie sieht das denn bei Momo aus? Ja? Er hatte 12 an der Zahl, plus seine 20 oder 23 Sexsklavinnen noch dazu. Ja? Also, weiter im Programm. Was ist denn mit Verschleierung bei der Frau? Ja? Nur weil die Sau da, die dritte Frau vom Propheten, nachts beim Aa-Machen erwischt wurde, kam auf einmal eine Überlieferung herab, dass alle Frauen im Islam sich verschleiern müssen wie ein Ninja. Ja? Wie sieht das denn bei den Christen aus? Ja? Da ist das Haar der Frau ein Schleier für die Frau. So. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Ach, hier habe ich dann sogar nur die Sure 434. Ja? Schlagt eure Frauen und ermahnt sie und bla 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 bla. Und was sagt Jesus dazu? Ihr Frauen sollt euren Männern gehorchen und ihr Männer sollt eure Frauen lieben. Und zwar nicht auf die Sadomaso-Art, nein, auf die ehrliche, gütige und demütige Art. Ja? So, dann kommen wir zum das Evangelium verkünden. Wie haben denn die Jünger von Jesus das Evangelium verkündet? Ja, wahrscheinlich mit der Bibel und eventuell sogar noch mit einem Strauß Blumen, denke ich mir, kann ich mir gut vorstellen, sage ich mal. Aber aus sicherer Quelle wissen wir, dass sie es mit der Bibel gemacht haben, und zwar in friedlicher Absicht. Wie hat denn dein Prophet das Evangelium des Islams verkündigt? Mit dem Schwert, er hat gewütet, er hat sämtliche Ländereien erobert und hat aus christlichen Ländern muslimische, islamische Länder gemacht. Ja? Siehe Libanon, siehe Syrien, siehe Türkei, siehe keine Ahnung. Ich zitiere Ahnung. Ganz kurz, Bruder, ich bringe Terror und Schrecken in die Herzen der Kuffar. Genau, dann gehen wir weiter. Matthäus Evangelium, so. Wer sich an eines dieser Kinder vergeht, Mühlenstein um den Hals und ab ins tiefste Meer. Was sagt denn Momo dazu? Sure 65, Vers 4. Ab Tag 0 darf man ein Mädchen heiraten. Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Ja? Adoption. Ist Adoption im Christentum erlaubt? Ja, noch sogar viel mehr. Es ist sogar ausdrücklich erwünscht, denn Jesus holt ein Kind, stellt es mitten ins Zimmer und sagt, wahrlich, ich sage euch, wer eines dieser Kinder annimmt, der nimmt mich an. Ja? Was sagt der Momo zur Adoption? Die hat er mal ebenso beiläufig abgeschafft. Und warum? Weil er auf die Frau seines Stiefsohns Seth scharf war und das legitimieren musste, dass er seinem eigenen Stiefsohn, ja, die Frau fand, hat er mal eben beiläufig die komplette Adoption abgeschafft. Also genau das Gegenteil. Dann kommen wir zum Abschluss
Sex im Himmel wird es nicht geben. Woher wissen wir das? Auch aus den Quellen. Mit seinen eigenen Worten sagt Jesus Christus. Im Himmel wird es keine Ehe mehr geben. Also es wird nicht mehr Bunga Bunga gemacht. Ja, das ist nicht mehr. Ja, wir werden alle sexfrei sein. Ja, für den einen mag das natürlich nicht gefallen, aber naja, so ist das eben halt, wenn das so geschrieben steht. Wie sieht das denn dann bei Mohammed aus? 72 Jungfrauen, mein lieber Herr Gesangsverein, mit dicken Möpsis, ja, und breiten Hüften und einer dauererregierten Palme. Ja, also auch wieder genau das Gegenteil. So, Easy, jetzt kannst du dich entstummen und mir mal dazu sagen. Bevor er was dazu sagt, mein Bruder, ganz kurz. Wer tut das Gegenteil von Christus? Wer ist das, der das Gegenteil von Christus tut? Das ist der Antichrist, gegen Christus, Antichrist. Wobei man das auch mit dem Wort anstelle von übersetzen kann, aber das nur so nebenbei. Ne? Ja. So, Easy, bitteschön, mach dein Mikro an und gib mir mal ein Statement dazu. Ich bin ja einer, der gar keine Ahnung hat, dann mach mich mal, erweitere mal bitte meinen Horizont. Pack mal hier so ein paar Sachen aus, sag mir mal, wo der Hase langläuft. Ich bin ja dumm. Du hast echt keine Ahnung gehabt, Chris. Ja, ganz genau. Easy, bitteschön. Dein Horizont ist sehr begrenzt. Du hättest. Klar, dass der jetzt persönlich wird, Bruder. Ja, fängt ihr an. Easy, guck mal, Bruder, warte mal ganz kurz. Mann. Bitte mal ganz kurz, Easy, bitte. Du gehst in den Laden und schenkst mir ein Buch und sagst, hier, ich schenke dir das als Geburtstagsgeschenk. Ich lese jetzt da drin und du auch und du willst mir sagen, nee, du hast ein falsches Buch gelesen. Ja, wir lesen doch die gleiche Buch wie du. Wie kannst du mir dann sagen, nee, stimmt nicht so im Koran oder in der Bibel und so. Wir lesen doch dasselbe. Easy to remember. So, darf ich jetzt auch mal was sagen dazu? Ja, wie viele Bücher habt ihr? Bitte. Ich habe ja gemerkt, dass sein Wortschatz ein bisschen begrenzt ist und hier du die Reihe weg immer dasselbe Wort benutzt mit Heuchler oder beziehungsweise Hetzer. Deswegen kannst du dafür nicht ein anderes Wort benutzen, damit das spannend bleibt, sonst wird das zu eintönig. Weißt du, mein Bruder, ne? Das ist das Heftigste, wenn wir Koran zitieren und er sagt Hetze, er beleidigt sein eigenes Buch und merkt das nicht mal. Aber nur solche Leute können noch Islam annehmen oder im Islam bleiben. Deswegen, es ist beschränkt, wir müssen Mitleid mit denen haben. Vor allem, wie vorhin schon gesagt, wenn ein Kurde mit Stockholm-Syndrom den Islam verteidigt, der die ganze Zeit seit Jahrhunderten die fertig macht, in den Schriften sagt, dass sie die Kinder von Dschinns sind und so weiter. Also deswegen, was soll man da machen, mein Lieber? Was soll man da machen? Easy, bitteschön. Du darfst dich wieder seelisch entmüllen. Du darfst Katharsis ausüben. Komm, sag mir, das ist schon 2 Minuten her, dass du mich als Hetzer betitelt hast. Es wird wieder Zeit. Bitteschön. Ja, warte mal, ist der Easy jetzt, bist du Kurde oder Jeside, Bruder? Weder noch. Warum sagt dann der Kollege, dass du Kurde bist? Ja, weil er Behauptungen aufstellt, weil er genau auf gewisse Punkte... Ja, dann sag mir bitte, was du bist, Bruder. Sag mir bitte, was du bist. Ich bin Mardani, aber kein Kurde. Du solltest ein Mardani. Schieb doch nicht irgendwelche Leute... Was ist denn Mardani? Ist das Mardin? Um deinen Hass... Was sind denn Mardani, außer Jesiden, Kurden oder Christen? Bitte? Was ist ein Mardinli außer Christ, also Christ zu sein oder Jeside oder Kurde? Was lebt da noch? Da leben Weil Kirchen. Ich bin ein Original Mardinli, mein Lieber. Und nicht zugezogener aus arabischen Ländern oder irgendwas, keine Ahnung. Ich bin ein Original 47er. Dann haben wir einiges gemeinsam. Nicht vieles, aber einiges. Nur den Ort haben wir gemeinsam, aber mehr auch nicht. Ja, deswegen sage ich ja einiges. Sag mir jetzt bitte, was da noch lebt. Außer Jesiden, Kurden, Aramäer und so weiter. Was lebt da noch? Araber und Türken. Araber. Libanesen meinst du? Nicht Libanesen, Araber. Araber. Woher? Ein altes arabisches Volk. Welche Araber? Das sind nicht die Araber, Bruder. Das ist, wie der andere Kollege sagt, sind entweder Libanesen oder sind Aleviten, leben da auch viele, glaube ich. Ja. Nein. Aber nicht Araber, richtig radikale Araber leben da nicht. Nein.
Okay, es sind vor ein paar Jahren aus Syrien welche und Irak dahin gekommen, das auch. Aber Nein. Lass doch mal, guck mal, ihr seid wirklich sehr engstirnig, weil ihr redet, das ist hier ein Monolog. Bleib doch nicht persönlich, mein Lieber, bleib doch flockig. Bruder, ich habe dich gerade nur gefragt, ob du Kurde bist oder Jeside und du sagst weder noch. Was bist du denn dann, wenn ich frage, Türke oder was bist du, Alevit, was bist du? Ich habe dir das beantwortet und du versuchst wieder mich gegen die Wand zu drängen. Bruder, du hast nicht gesagt, was du bist. Habt ihr gehört, was da ist? Ich weiß nicht. Scheiße. Aus welcher Gegend du kommst, hast du gesagt, mehr nicht? Ja, habe ich dir gesagt. Arab. Die Nationalität will ich von dir wissen. Ich kann doch auch in einem anderen Land geboren sein und sagen, kann doch dann nicht sagen, ja, ich bin jetzt da und da. Ich bin in der Türkei geboren, aber ich bin doch kein Türke. Ich bin Christ, ich bin Aramäer. Und jetzt will ich gerne von dir wissen, was du bist. Wo ist denn das Problem? Ja, habe ich dir doch gesagt. Araber, ursprünglich aus Mardin. Araber, ursprünglich aus Mardin. Du bist Alevit, Alevit. Du bist Alevit. Was haben Araber in Mardin verloren, mein Lieber? Was haben Araber Alevit? Nein. Was, Araber bist du? Aus welchem Gebiet? Genau. Und das reicht dir jetzt nicht? Du versuchst jetzt wieder die Nadel... Beje, du Kurdi oder du Chiyi. Sag doch einfach. Ey, sag mal, wenn ich... Assalamu alaikum, Kurdi, Türki, Deutsch. Ja, Jibril, hey, na Kurde, nu je im Fibke Akle, wie tschu, Akle, fah hundakir. Willa Akle, fah hundakir, auf jener muss. Au, Nizane, Ti. Nizane, bist du Türke, bist du Jeside, bist du Dörke, lass den Mann in Ruhe. Was? So, Sancho, du, warte mal, du musst mir bitte jetzt erstmal eine Frage beantworten. Und zwar, kannst du mir mal sagen, warum ich respektlos bin, so wie du unten in den Chat reingeschrieben hast, vor ungefähr 25 Minuten? Richtig, richtig. Meinst du, wie heißt die Hatice? War die Hatice? Ja. War die Hatice drin, gell? Ja. Was ist da lustig? Comedy pur. Ja, lass sie mal. Bitte. Ja, weil ihr die überhaupt nicht zu Wort gelassen habt. Wir haben die nicht mehr geredet, als wir alle zusammen. Warst du da oder warst du woanders? Sie hat mehr geredet als alle zusammen. Nein, das stimmt nicht. Nee. Okay, dann mehr als die Hälfte. Ich wollte euch Antwort geben und ihr seid immer in Wort reingefallen und das ist unverschämt. Bitte nicht, sie hat nur für den. Sie ist von einem Dings zum anderen gegangen. Sie hat nicht mal richtig, sie ist immer ausgewichen und hat stundenlang geantwortet. Quatsch. Jibril. Wir haben sie nicht ausreden lassen. Jibril, Habibi, Jibril. Der Bruder Chris ist dazwischen gegangen und hat gesagt, dass sie ausreden lassen. In Islam gibt es die Frauen keine Rechte und so und ihr seid ja Christen und ihr habt so viel Respekt von Frauen. Jibril, warte mal bitte ganz kurz. Sancho, ich habe mal eine Frage bitte. Hast du das alles verfolgt mit dieser Khadija? Nicht ganz, ja. Aber viel, ne? Hast du auch darauf geachtet, dass wir alle Christen waren und die war die einzige Muslime, richtig? Wir haben uns alle stumm geschaltet, wenn sie geredet hat. Wenn einer von uns geredet hat, hat sie uns nicht mehr reden lassen. Was erzählst du für einen Unsinn? Wir haben ihr also zugehört. Ich muss ehrlich sagen, seit ich dabei bin, ich habe das war das Gegenteil. Nein, ich schwöre, du lügst. Ich schwöre, du lügst. Ja, der Bruder Chris ist dazwischen gegangen, wenn wir geredet haben sogar. Hey, guck mal, Chris kann doch alles. Wenn eine Frau redet, egal ob das, da muss man ein bisschen Respekt haben, egal, weil die jetzt. Ach so, Problem, so viel Respekt, wie der Islam zu Frauen hat, ne? Wenn er die in Zelte einsperrt und ein Zelt anzieht. Oder erzähl mal keinen Müll. Wenn hier Muslime wären, was diesen Respekt? Wo lebst du denn im Mittelalter? Oder wenn es meinst, von diesem Respekt, dass die Frauen nur über Islam reden darf. Aber im Namen der Bibel, du erzählst hier so einen Scheiß. Ich kann jetzt auch anfangen mit allen Negativen, was die Bibel schlecht gemacht hat. Was die Christen schlecht gemacht haben. Lass mich mal wenigstens eine Minute reden. Verdammte Scheiße, ihr fängt einen gegen die Wand. Du hast die Minute bekommen. So, hey, eine Frage über was? Heftig, Alter. Ah, Mahir, eine Frage kannst du stellen, wenn du hier einen Gruß in die Runde machst und dann kannst du. Dann kannst du abwarten, bis du dran bist. Erst ist der Sancho dran. So, Sancho. Der Sancho? Sancho, hörst du mich? Ja, bitte. So, also, du hast ja selber gesagt, dass du später dazu kamst, ja? Und deswegen möchte ich dich kurz mal aufklären. Als die Hatice hier reingekommen ist, ja, dann habe ich den ganzen Leuten hier drinne gesagt, auch wenn das eine muslimische Frau ist, ist es immer noch eine Frau und ich erwarte von allen Leuten, die hier oben sind, Respekt und lass die Frau bitte ausreden. Das habe ich,
Das habe ich direkt gesagt. So. Und dann, als sie geredet hat und sie dann Zwischenrufe bekommen hat, habe ich dann auch aufgerufen, bitte, dass die Frau ausreden soll. Ja? Richtig. So. Okay, mehr, das habe ich nicht mitgekriegt. Und mehr kann ich leider auch nicht tun, verstehst du? Also das ist der Respekt, den natürlich, ich... Natürlich, aber wie gesagt, das, was ich mitbekommen habe, wirklich, also jedes Mal, wenn sie was sagen wollte, da kam irgendwie was, jemand zwischen und hat sich nicht verraten. Nein, Bruder Sancho, guck mal, weißt du, was dich stört? Einfach nur ganz ehrlich. Nein, warte mal, ganz kurz bitte. Weißt du, was dich nur stört? Sie kommt als Muslime alleine hier hoch, redet mit ein paar Christen. Das konntest du nicht haben. Deswegen sagst du, wir sollen sie respektieren. Wo ist der Respekt? Ey, warte mal. Wo ist der Respekt bei euch Männern gegenüber der Frauen, bei euch im Islam? Wo? Ich habe voller Respekt von meiner Frau. Auch da, du hast nur so geredet, weil wir Christen sind. Wir als Christen sollten das da respektieren. Weißt du, was mich irritiert hat? Weil wir Untertanen für euch sind. Lass mich mal bitte ausreden. Ihr redet, ihr sagt, die Frauen im Islam so und so, die haben keine Rechten. Wenn ihr seid so toll, warum lässt ihr die Frauen nicht schön ausreden? Wenn ihr seid so... vorbildlich. Warum macht ihr das nicht? Warte mal, eine Sekunde, Mahir kriegt sofort das Wort. Eine Sekunde. Ich gehe nur kurz auf den Punkt ein, dann darf der Mahir reden. Guck mal, Sancho, ich habe sogar, weil wir hier 4 oder 5 Leute waren und sie war alleine, habe ich sogar einen Aufruf gestartet nach unten in die Runde, dass hier ein Moslem hochkommen kann und sie unterstützen kann. Aber wenn keiner von euch hochkommt, da kann ich ja nichts für. So, und jetzt hat der Mahir das Wort. Ich habe Frage angestellt gehabt, du das gesagt hast. Sancho, warte kurz, mein Bruder. So, wer meinte nochmal vorhin mit in anderen Ländern mit muslimischen Dings da? Wie heißt nochmal? Wer meinte nochmal vorhin, dass in muslimischen Ländern die Frauen nicht respektiert werden oder sowas? Wir, ich. Alle sagen das. Ich will euch dazu was sagen. Es ist die Politik und die Kultur, die mischen die Religion. Wie Beispiel die mischen Politik. Oder ich komme aus einem muslimischen Staat. Wir haben das live erlebt. Auch wir, die christlichen Frauen von uns, wurden von den Muslimen geschlagen, getötet, TikTok-sportlich. Ja, warte. Ich weiß nicht, wo du lebst. Und eure Frauen hatten keine Rechte. Keine Rechte. Warte kurz. Guck mal, darf ich kurz dazu was sagen? Guck mal, ich schwöre dir jetzt auf. Nein, ich schwöre dir jetzt, ich lege meine Hand aufs Feuer, wenn ich jetzt lüge. Ein wahrer Muslim haut seine Frau nicht, haut auch keine Kinder oder haut auch nicht allgemein. Ein wahrer Muslim. Mahir. Um das zu untermauern, mein lieber Bruder, lass uns mal Sure 4:34 kurz lesen, okay? Okay. Meinst du jetzt Sahih al-Bukhari oder was meinst du jetzt? Oder meinst Nein, Koran, Bruder, Sure. Nicht Sahih al-Bukhari. Ja, Sure 4:34, okay? Ja, okay. Der Mann ist sozusagen der Chef, ja, also ich gebe das mit meinen Worten, weil ich das nicht vor mir habe, ja, aber du kannst korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Er soll, wenn die Frau, wenn er befürchtet, dass sie widerspenstig, wenn er nur befürchtet, dass sie widerspenstig gegenüber ihrem Mann ist, soll er sie ermahnen, sie im Ehebett vermeiden und sie schlagen, mein lieber TikTok-Sportlich. Jetzt sagst du, der Koran sagt, du sollst dich schlagen und du sagst, wir sollen sie nicht schlagen. Wer hat recht? Mahir oder Koran? Guck mal, natürlich der Koran, aber warte, lass mich kurz ausreden. Es gab doch mal dazu ein Video dazu, dass es falsch übersetzt wurde. Und guck mal, in früheren Zeiten gab es ja nicht mal Betten oder sowas. Okay. Und das mit Schlagen sollte jetzt nicht direkt hauen sein. Das sollte nur, wenn sie jetzt sehr schlimme Sachen machen, man sollte sie dafür nicht jetzt schlagen, sondern man sollte sie... Nein, mein Lieber, da steht, wenn du nur befürchtest, sie hat noch nichts gemacht. Du sollst nur befürchten, wenn du nur befürchtest, also du hast den Verdacht, ja, ich übersetze das für dich, du hast den Verdacht, dass deine Frau nicht auf dein Wort hört, nicht was Schlimmes tut, widerspenstig wird. Widerspenstig heißt, du sagst, geh, mach mir einen Kaffee, und sie sagt, nein. Verstehst du, was ich meine? Ja, und dann sollst du sagen, ey, Wallah Dribu. Und wenn du sagst, du ermahnst sie und sie sagt, immer noch, ich mach keinen Kaffee, oder du hast nur die Befürchtung, dass sie zum Beispiel, wenn du sagst, mach mir Kaffee, sie hat noch nicht mal was getan, mein Lieber.
Du sollst dir aber schon mal, und es gibt ein Hadith, wo du den Gurt aufhängen sollst im Zimmer, damit die das immer sieht. Was ein Gurt? Ein Gürtel, Bruder. Bruder, frühere Zeiten gab es ja nicht mal Gürtel. Oh mein Gott. Guck mal, nein. Ich habe ganz viele, Gurte. Warte, darf ich kurz womit was dazu sagen? Womit du die Esel damit geschlagen hast oder so ein Ding. Nein, du meinst Gerte. Peitsche, Gerte. Aber guck mal. Nein, guck mal, lass mich kurz ausreden. Wie heißt denn die, wie heißt denn das Kapitel? Steht es jetzt komplett offiziell im Koran? Weil, guck mal, ne, manche Webseiten, manche Internetseiten labern auch scheiße. Sure 4, nochmal. Sure 4, Vers 34. Okay. Und dazu kannst du auch gerne zum Beispiel Sure 2 und dann 223 aufmachen, wo deine Frau ein Saatfeld für dich ist und du deine Samen immer pflanzen kannst, wann du willst, selbst wenn die Kopfschmerzen hat und wenn sie nicht mitmacht, dann verfluchen die Engel sie von morgens bis abends, von abends bis morgens, ja? Oh, guck mal, ich habe selber einen Koran zu Hause, ich werde es dann aufschlagen, werde es auch suchen. Wenn's Allah, mach doch jetzt, Bruder, mach doch jetzt. Bruder, ich bin gerade nicht zu Hause. Okay. Lies später, Bruder, Sure 434 und dann liefst den Tafsir, was damit gemeint ist. Miswak, du sollst sie mit einem Miswak zurechtweisen. Und okay. Miswak war ja, ist ja ein Zahnstocher. Wie sollst du mit einem Zahnstocher eine Frau, Jani? Es war, früher waren die Miswak bis zu 1,50 Meter. Warte, darf ich das noch was sagen? Guck mal, die Miswak waren früher 1,50 Meter, mein Lieber. Es gibt Bilder von früher, wo er ein Miswak so mit deinen Zähnen und das war über 1,50 Meter, dieser Miswak. Und heute sind das okay Zahnstocher. Aber du solltest die damit, ne? Und damit kann man schon was anrichten. Und guck mal, wenn zum Beispiel mein Gott zu mir sagt, ich soll meine Frau, wenn die widerspenstig ist, zum Beispiel da steht schlagen und ich als Mensch, ich mache ja vielleicht Fehler und nehme nicht den Miswak, nehme Basie, sagen wir mal, Beispiel jetzt nur, ne? Ja, aber ja. Dann wird das, wenn ich vor Gericht gehe und sage, dann sagen die, warum hast du die geschlagen? Dann sage ich, ja, steht doch in meinem Buch, was soll ich machen? Verstehst du? Und dann habe ich die aber in meiner Wut zu sehr vielleicht geschlagen oder verletzt. Ja, ja, dann kann ich das immer auf das Buch auch schieben. Ja. Weißt du, was ich meine? Guck mal, es gibt ein Hadith, Bruder. Ne? Hadith, warte, du hast Hadith gesagt, nicht Dingser. Du hast Hadith gesagt. Okay, sag mal den Hadith. Ich habe gesagt, es gibt einen anderen Hadith, der was anderes sagt. Guck mal. Okay, es gibt einen Hadith, wo zum Beispiel ein Mann über Nacht seine Frau, die haben in der Nacht Streit gehabt. Er hat sie Wie heißt der Hadith? Sag mal. Ganz kurz, Bruder, ganz kurz. Ich kann dir das raussuchen. Mein Hauptaccount, du siehst, ich habe 80 Follower. Ich hatte 1200. Ich habe alles da drauf gehabt. Der wurde komplett gesprengt, weißt du? Ich glaube dir. Aber warte, darf ich das was sagen? Ich kann es dir aber holen. Guck mal, warte. Also ich lasse vielleicht hat der Bruder hier im Chat, der hat immer die ganzen, kann er sofort auch schreiben. Egal, ich schreibe das gleich. Sahih Mushrik, vielleicht hat er das, hört er mich dann. Kann Bruder, er das sind Fake-Hadisen, ich schwöre, das sind Fake-Hadisen. Bruder, ja, ich dachte, bei uns gibt es keine Fakes. Warte, wenn die Gelehrten der Sunniten sagen, das sind Sahih, Bukhari oder Muslim, dann, wenn du dann sagst, Bruder, wenn Leute dich hören. Das sagen die Gelehrten, die Sunniten. Wenn Abul Bara oder irgendwelche Muslime dich hören, pass bloß auf, Bruder, das ist nicht kein Spaß, wenn du das verleugnest, ne? Nein, ich bin kein Sunnite. Okay, Bruder, okay. Wie glaube ich an die Sunnite? 1,3 Milliarden Muslime sind Sunniten, ne? Deswegen, du darfst nicht sagen... Nein, alles gut, ich weiß, ich denke schon. Es soll doch jemand angreifen, ne? Klingt doch alles sportlich, aber... Guck mal, was ich jetzt mit diesen Hadithen, was so in Sahih al-Bukhari oder... warte mal, eine Sekunde, hier spricht der Host. Leute, ich habe hier, glaube ich, einen Melder oben gehabt. Bitte einmal kräftig durchliken. Kräftig, am besten auf 60k bitte durchliken einmal, bitte. Mai, eine Frage, bist du Sunnite oder Schiite? Schiite. Schiite? Ja. Ja, dann hast du dich gerade disqualifiziert für die Diskussionsrunde. Warum? Mein Lieber, Gott segne dich. Wir haben keine Probleme mit euch Schiiten. Wir haben kein Problem mit den Schiiten, deswegen... Ach so, okay, alles gut. Deswegen, ich habe schon gemerkt, du redest sehr freundlich. Vernünftig, ja, ehrlich, ne? Der hat wirklich korrekt geredet. Man merkt sofort, Bruder, man merkt sofort. Deswegen bringt das nichts, weißt du? Weil ich habe. Nein, Gott segne dich, findet Herrn Jesus, Bruder. Nein, Jungs, ich bleib wie ich bin. Ich habe auch selber auch mal die Bibel gelesen, aber Jungs, ich bleib wie ich bin, Halas. Ey, Bruder, guck mal, das ist doch kein Zufall, ne? Ich habe noch keinen, ehrlich jetzt, Spaß beiseite, hier bei TikTok, ich habe noch keinen Schiiten kennengelernt.
der nicht also korrekt redet. So wie Mahir zum Beispiel. Ja, oder Maximal ist ja auch so ein lieber Junge. Die reden so respektvoll mit uns Christen, auch mit den Sunniten. Aber dann werden die auf einmal attackiert, weil die das Gute in uns sehen, weißt du? Der Beste für mich, also nicht, was heißt Beste, aber so der Heftigste ist für mich Isa Ahwazi. Ja, genau. Ganz genau. Und die Schiiten? Also, ja, an die Schiiten unten, ja, genau diesem Mann, diesem Isa Ahwazi. Isa Ahwazi, Bruder, hört, was er sagt. Ganz genau. Dem habt ihr es auch zu verdanken, dass ihr nicht durch die Mangel genommen habt. Ich kenne den nicht, ehrlich gesagt. So, wir haben einen neuen Gast, und zwar der Averius. Ja, hallo. Hallo, Gottes Segen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, bitteschön. Wieso darf man bei euren, ihr seid ja Christen, oder? Ja, und du bist Moslem, ne? Ja, geh mal bitte hier auf den Punkt ein. Was sagst du zu dem Thema? Den Heiligen Koran verbieten, ja oder nein? Ich hab erstmal eine Frage, dann kann ich antworten, wenn du willst. Nee, du kannst erst antworten und dann deine Frage stellen. Ja, dann antworte ich dir, dann sage ich, den Heiligen Koran sollte man nicht verbieten. Okay. Ich habe eine Frage, darf man laut Christentum Sklaven haben? Diese Frage lasse ich nicht zu, weil ich weiß nicht, wie lange du drin bist, aber das hier ist heute nicht das Thema. Okay, dann, also was ist das Thema? Du kannst gerne auf Folgen gehen, denn es gibt auch Tage, wo ich genau dieses Thema hier auseinanderdrösele, und dann können solche Moslems wie du, die ja immer versuchen... Also alles, du hast einfach Angst, ich weiß, dass du vorsichtig zu zittern. Du sollst mal einmal bitte die Goschen halten und mir zuhören, damit solche Moslems wie du dann die Gelegenheit haben, ihre sinnfreien Argumente bringen alles können. Alles gut, ich bin nicht mehr die gesonderten Stream. Und dann kannst du gerne hochkommen und mich das nochmal fragen, und dann kriegst du dann auch eine alles gut vernünftige Antwort. Junge, du sagst zittern, du zappelst doch die ganze Zeit. Hör doch mal zu. Hör auf zu zappeln. Hör doch mal zu kurz. Hast du redet hier von Zittern. Was für Zittern? Ey, Jibril, du sagst, es gab einen Misswag, der 1,5 Meter war. Bist du geisteskrank? Was laberst du, Digga? Bist du behindert? Hey, hör auf zu beleidigen. Ich habe kein Wissen, sei mal ruhig. Ein kleines Zahnstocher kann man zuschlagen, ne? Bist du geistesgestört? Hey, Leute, hier an die 100 Leute da unten, ja, der wirft ja hier was im Raum. Geht mal auf YouTube und tippt mal Misswag ein. Dann kriegt ihr nämlich so ein 45-Sekunden-Filmchen präsentiert. Und da könnt ihr mal sehen, wie groß diese Misswags sind. Ja? Für die Hundehalter von euch habe ich einen Anhaltspunkt. Ihr müsst euch diesen Misswag vorstellen in der Größe und in dem Durchmesser wie ein Ochsenziemer, und zwar einen langen Ochsenziemer, den ihr euren Hunden zum Fressen gebt. Und die nicht die zersägten, sondern die im ganzen Stück zu kaufen sind. So ein Ochsenziemer ist 1:1 wie ein Misswag in der Länge. Ja, guckt euch dieses Filmchen auf YouTube bitte an, damit ihr keine, sag ich mal, oder Chris, aber guck mal, wenn schon ein Allah, also ein angeblicher Gott, den Mann befiehlt, der sowieso stark ist, einen Stock zu nehmen und seine Frau zu, ne? Dann musst du doch das hinterfragen. Ist doch egal, wie groß der ist und was auch immer. Es ist bewiesenermaßen, dass der 1,50 war früher, und heute haben die daraus einen Zahnstocher gemacht, einen kleinen. Aber die Frage ist doch, so ein kleiner Zahnstocher, nicht mal wie Finger, so, ne? Und so dünn wie, was weiß ich. Wie soll ich denn damit jemanden schlagen? Also, der sagt zu mir, ich bin geistig. Ich bin geisteskrank angeblich, aber mit 1,50 Meter kann man natürlich schlagen, aber mit so einem kleinen, fingerkleinen Ding, und da kannst du höchstens ins Auge pieksen oder was weiß ich damit. Genau. Auch nicht, ein sehr gutes Stichwort, Jibril. Ein sehr gutes Stichwort, denn wenn wir uns doch mal die Frage stellen, diese Aya in dieser Sure ist für die Maßregelung der Frau herabgesandt worden. Und jetzt, Leute, bitte, ich frage euch mit Tränen in den Augen, ja, inwieweit kann man denn eine Frau mit einer Zahnbürste maßregeln? Bitte, bitte. Ins Ohr pieksen oder Auge. So, Sancho, du bist hier der einsame Kämpfer. Du hast dich tatsächlich tapfer hier oben gehalten. Möchtest du dich dazu äußern, Sancho? Ah, ich habe da ehrlich gesagt nichts viel zu sagen.
traurig. Bist du eigentlich Moslem, nee, wenn ich fragen darf? Bist du Moslem? Ich bin Muslim, Alhamdulillah, ja. Ja, du bist wahrscheinlich Albaner, kann das sein? Ich bin Albaner. Ja. Albaner. Sanjak, ja? Aus Sanjak, ja. Ja. Komm zu deinem Ursprung zurück. Ja, aber ich kann euch empfehlen, ihr sollt respektlos, egal ob das jetzt ein Muslime ist oder ein Christe oder Jesid oder was weiß ich, ihr sollt einfach. Guck mal, was der Christ macht. Ja, es gibt schon, also ich sag ja nicht, ich sag zu jeder hier, der zuhört, der hier dabei ist, der soll einfach zu jeder soll gut sein und das Leben wird schön. Aber wenn da jetzt erhetzt, wenn man da wirklich schätzt, jetzt der ist so, der andere ist so und so, wo soll das hinführen? Sag mir, wo soll das hinführen? Mein lieber Bruder, da bin ich doch bei dir. Guck mal, lass mich bitte kurz antworten, mein lieber Bruder. Hey Jibril, lass mal bitte den Averroes nochmal hoch, der nervt gerade unten. Der sagt, wir haben Angst. Der will uns auseinandernehmen, schreibt er. Bruder, der beleidigt und ist nur frech. Lass ihn, ich will auch beleidigen. Komm, ich schwöre. Ich beleidige ihn auch. Sonst wird der Stream gesperrt. Ja, okay, für dich tue ich. Okay, dann mache ich es nicht. Mach dich nicht wie er. Guck mal, Sancho, du redest vernünftig. Deswegen, wir haben hier einen Bruder, mit dem kann man vernünftig reden. Lass uns mit solchen Leuten reden. Und nicht mit Leuten, die sagen, Angst. Sowas brauchen wir nicht, Bruder. Guck mal, Sancho, du sagst was Richtiges, absolut richtig. Aber du widersprichst Koran. Guck mal, mein lieber Bruder. Deswegen, das ist deine menschliche oder vielleicht das Christliche, was noch in dir ist, von früher, von deinen Vorfahren. Du redest was Menschliches, was Gutes. Aber der Koran sagt das doch, mein Lieber. Du sollst keine Freundschaft mit den Juden, Christen haben. Du sollst sie hassen, du sollst sie verfolgen. Du sollst den auflauern, du sollst die Kopf-Nacken therapieren. Das stimmt nicht. Warte, mein lieber Bruder, warte. Das, was du aber sagst, das ist eher biblisch. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst niemand schaden. Du sollst nicht die Frau eines anderen begehren. Mohammed hat die Frau von seinem eigenen Stiefsohn begehrt und auch genommen. Ja? Suche 33, 37 oder 37, 33, irgendwie so. Das steht sogar im Koran, nicht nur Hadithe. Ja? Und davon mal abgesehen, und die Nächstenliebe, die gibt es im Koran nicht. Du sollst, die Muslime zueinander sollte gut sein, zu den Kuffar sollte hart sein. Warum, mein Lieber? Du sagst aber gerade was ganz anderes. Weil du als Mensch redest, aber Mohammed hat euch was anderes befohlen. Und das ist das Problem, dass wir nicht gemeinsam leben können, dass wir uns bekriegen und so weiter. Natürlich gibt es auch wegen anderer Sachen so Kriege, zum Beispiel wegen Politik und so. Aber diese zwischen Muslime und Christen und Juden und sowas gibt es diese Probleme aufgrund dieser Schriften, mein Lieber. Unsere Schrift sagt nicht, ey, da ist ein Muslim, geh und jag ihn, bis sonst Yawm al-Qiyamah wird nicht kommen, bis der Letzte hinter dem Stein gefunden wird und der Stein wird reden und sagen, komm, hinter mir ist ein Jude und pack ihn, Muslim, du guter Muslim, und Yawm al-Qiyamah wird nicht kommen. Warum, mein Lieber? Solche Sachen, aber, es gibt kein Aber, mein Lieber, bei sowas gibt es kein Aber. Dass man da soll man die Christen jagen, wo steht das? In welcher Sura? Guck mal. Wo? Beispiel, also ich habe das nicht gelesen. Sure 9, Vers 5, mein Lieber. Sure 5, ja? 33. Sure 9, 29. Ja, lese mir vor. 111. Ne? Guck mal, wenn die Schutzmonate vorbei sind, so jage die Götzendiener, lauer ihnen nach, therapier sie, mach nieder mit dem Kopf, mit dem Haupt. Was verstehst du darunter, mein Lieber? Sure 5, 33. Mach die Arme, Hände wechselseitig ab, TikTok sportlich, mach die Köpfe ab und so weiter. Was verstehst du darunter? Also wie gesagt, das weiß ich, ich muss das lesen. Also bitte, das, mein Lieber, schreib, wie bitte, gesagt, schreib dir das auf, schreib dir bei uns auf, was ich gesagt habe, lies den Koran bitte, was diese Verse zum Beispiel, was ich dir gesagt habe, und lese bitte auch den Tafsir, damit du nicht sagst, oh, aus dem Kontext gerissen, aus dem Dies, das. So, einfach aber ich weiß es nicht, also das, was ich bis jetzt gelesen habe, da steht, man sollte niemals schlecht zu jemandem sein, egal welche Religion, oder man sollte jeder sollte mal gut sein, und man sollte, wenn jemand dich angreift,
Wenn man dich jemand angreift, dann darfst du dich wehren. Aber niemals erste angreifen. Sancho, guck mal bitte. Du hast recht, das stimmt. Das verleugnen wir nicht. Das steht auch tatsächlich drin. Das Problem ist jetzt nur, guck mal, und das ist jetzt ein Kontext, den ich dir erzähle. Weil die Leute ja immer sagen, wir reißen immer alles aus dem Kontext. Und jetzt hör dir bitte diesen Kontext an. Als Mohammed noch in Mekka war, dann hatte er nur 70 Follower in 10 Jahren gesammelt, ja, weil er nämlich genau mit diesen IG-Gym, YG-Gym-Suchen den Leuten gekommen ist, ja. Da war er noch schwach, da war er noch menschlich und deswegen kamen diese weichen Suchen, die du jetzt zitiert hast, kamen herabgesandt. Aber als er dann nach Medina ging, kamen die medianischen Suchen herab und die waren schon nicht mehr so schön. Und diese medianischen Suren haben die mekanischen Suren alle komplett abgelöst. Ja, es gab eine Abrogation und auch diese Abrogation steht im Koran. Kannst du nachgucken, da ist die Sure 2, Vers 106. Ja? Durch diese Abrogation sind diese ganzen sanften Suren, die du da gerade zitierst hast, die stehen da noch drinne. Das ist richtig, aber sie haben keine Gültigkeit mehr. Verstehst du? Weil die letzte Sure ist die Sure 9, die herabgesandt wurde. Und die hat Bestand. Deine Glaubensbrüder werden sagen, ja, das gilt aber nur zu Kriegszeiten. Nein, das stimmt nicht. Diese Sure 9 ist für alle Zeiten bestimmt. Und das ist ja das große Problem. Deswegen machen wir ja diese Streams. Weil wir Angst haben. Ja? Die Leute haben einfach Angst. Sure 9 und Sure 5 sind die letzten. Und die abrogieren alles andere. Und die Abrogation, wie der Bruder schon richtig gesagt hat, gibt es im Koran, ja, weil da steht wahrlich, wenn wir eine Sure in Vergessenheit geraten lassen oder was auch immer, dann bringen wir eine bessere. Verstehst du? Oder eine gleichwertige oder eine bessere. Und dadurch, dass ja diese medinischen Suren gekommen sind, wie der Bruder richtig gesagt hat, ja, die haben abrogiert. Abrogiert heißt ersetzt, so nach dem Motto, ja. Und daran richtet sich der Muslim heutzutage, weil die ja die aktuellen sind, weil die ja die anderen dann wegmachen. Und wie der Bruder gesagt hat, als der nach Medina gegangen ist, hat er ja die zwei Stämme dort, die sich bekriegt haben, vereinigt. Als Dank haben sie den Islam angenommen und dann hatte der eine richtige Armee. Und dann ist er gekommen, zurück nach 10 Jahren und hat Mekka komplett auseinandergenommen. Verstehst du, mein Bruder? Und vorher hat er wirklich lieb auch geredet und versucht und dies und das. Aber dann, wo er dann mit dem Schwert zurückkam, hat er alles niedergerissen, Bruder. Und dann wurde ich euch eine Frage stellen jetzt? Bitte schön. Ich weiß jetzt nicht, wer hat jetzt von euch erwähnt, wie viel gibt es Muslime? Also, in Deutschland? Nein, allgemein. 1,9 Milliarden. Genau. Und, ja. Und denkt ihr immer noch, dass der Islam so schlecht ist, weil es fast 2 Milliarden Muslime gibt schon? Ja, gebe ich dir eine Antwort drauf, Sancho. Guck mal, und zwar ist das ein ganz einfaches Rechenexempel. Du kennst doch bestimmt noch den Typen Osama Bin Laden, ne? Kennst du den noch? Osama Bin Laden, ja natürlich, der beste Freund von USA. Ja, genau, guck mal, der hatte 53 Geschwister. Das weiß ich 53 jetzt nicht. 53 Brüdern und Schwestern hatte der. Also jetzt kannst du dir ausmalen, wieso es so viele Muslime auf der Welt gibt. Und dann müssen wir uns aber auch noch die Frage stellen, wie viele von diesen 1,9 Milliarden sind denn wirklich wahrhaftige Muslime? Jetzt kann ich dir was dazu sagen. Ja, bitteschön. Ich bin hier in Frankfurt. Ja. Ich kann dir sagen, ich habe so viele Leute kennengelernt, also Deutsche, wirklich Bio-Deutsche, die sind zu Islam konvertiert, also sehr viele und das ist tagtäglich, also das ist extrem, also wie gesagt habe und das wenn die und was ich auch bemerkt habe, wenn die das Leute alles mitkriegen, dass so viel über den Islam schlecht geredet wird, die Leute, die werden noch stärker, noch viel stärker. Ja, und wenn ihr denkt, dass jetzt, wenn ihr jetzt denkt, okay, wir können mit unserer Hetze oder mit, keine Ahnung, mit schlechter Rede über den, das ist
Das ist genau das, was uns noch stärker macht. Ja, das sagst, guck mal, Sancho, warte mal bitte, Jibril. Guck mal, Jibril, Sancho, das sagst du aus deiner kleinen Welt heraus. Ja, das ist dein Empfinden. Aber ich kann dir mal die Kehrseite der Medaille aufzeigen. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viele Menschen aus den arabischen Ländern, ja, es gibt hier einen Obermufti von euch aus Arabien, der sich im Fernsehen darüber lauthals beschwert hat, dass die Menschen den Islam verlassen in den arabischen Ländern. In Iran verlassen tagtäglich hunderte von Leuten den Islam. Ja? Und nur so nebenbei, was denkst du, wie viele Nachrichten ich hier tagtäglich kriege, ja, mit Dankesgrüßen, dass die Leute sagen, danke, dass du diese Aufklärung machst. Diese Sachen wusste ich alles gar nicht. So. Und das steht natürlich im Widerspruch zu deiner Aussage, wo, sag ich mal, 2, 3, 5 oder 10 Leute zum Islam konvertieren, zumal die sowieso nur lauwarme Konvertierte sind. Wenn die dieses ganze Schreckenbuch einmal durchlesen und Sachen erkennen, dann werden die sowieso da wieder austreten. Das Chris, ich wollte noch was dazu sagen. Ich glaube, das trennen die bestimmt nicht. Sancho. Nein, 100% nicht. Es gibt einen Mufti, der heißt Mufti Meng. Mach mal sein Video. Er sagt da gerade so zu den anderen Muftis, die da mit ihm sitzen und Gelehrte, er sagt, der Islam, Millionen verlassen ihn. Und guck mal, er hat gerade Iran gesagt, ne? Dass da das stimmt nicht, Bruder, Moscheen, das stimmt nicht. Wirklich mal, warte, nicht. Bruder, warte. Tausende Moscheen werden da geschlossen in Iran, aber für euch, ja, die Sunniten, sind ja Iraner sowieso keine Muslime. Davon mal abgesehen, guck mal Videos in Saudi-Arabien, Bruder, werden in der Kanalisation täglich Korane rausgeholt. Weil die Leute die Nase voll haben und schmeißen Korane in die Kanalisation. Jetzt guck mal, in diese heilige Land von Muslimen, ja, in Saudi-Arabien. Und diese Leute, was du jetzt sagst, die Deutschen konvertieren, wie viel Wissen haben diese Leute? Schau dir die Leute an, die konvertieren, Bruder. Die wurden manipuliert vom Feinsten. Und guck mal aber, was für Leute den Islam verlassen. Ärzte, gebildete Leute, Imame, die richtig Koran studiert haben und so weiter. Die Leute, die aber durch Lügen und was auch immer, und du weißt ganz genau, dass diese Taqiyya, um Islam gut zu reden, dass du das sogar im Islam erlaubt ist, die werden diese Leute, die sich gar nicht mit Bibel, nichts, so deutsche, arme Leute, die wirklich auch kaum, ja, man kann sagen, Intelligenz besitzen, werden einfach manipuliert, komm, Islam so schön und friedlich. Und dann, wie der Bruder gesagt hat, die beschäftigen sich dann wirklich damit, aus einem Joachim zum Beispiel wird auf einmal ein Abdelrahim, ja, mit Bart, und dann liest er richtig die Schriften und nach Monaten kriegt er einen Schock seines Lebens und läuft nur noch vom Islam weg. Guck mal, der Großgelehrte aus Al-Azhar-Universität, ne? Er sagt offen, guck mal, in den arabischen Ländern und da, wo der Islam herrscht, haben die Imame nicht so Angst wie Abul Bara oder Sheikh Ibrahim und so, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, oder Pierre Vogel, so ein Heuchler, die nur lügen. Die sagen die Wahrheit in diese Länder, mein Lieber. Weißt du, was der sagt? Ohne die Strafe auf die Apostasie, und das bedeutet Todesstrafe, TikTok-sportlich, wäre der Islam vor 1300 Jahren schon weg. Er würde gar nicht erst stark werden. Und das siehst du, was ein Dilemma. Die Leute, es gibt ein sehr gutes Beispiel. Ein Jude, damals zu Mohammeds Zeiten, ja, er hat viel Alkohol immer getrunken. Und dann haben Muslime zu ihm gesagt, werde doch Muslim. Dann hat er gesagt, ja, aber bei euch ist doch Alkohol verboten und so. Dann haben die gesagt, nein, nein, es ist erlaubt, Taqiyya, ne? Dann hat er gesagt, alles klar, ich konvertiere. Dann hat er wieder getrunken, dann haben die ihn bedroht. Ne? Hat er gesagt, ja, aber hey, du darfst nicht mehr trinken, du bist jetzt Muslim, du bist drinne. Dann hat er gesagt, nee, aber ich möchte jetzt verlassen. Okay, dann musst du aber leider deinen Kopf lassen. Ist doch sportlich. Und dann hat er aufgehört, Alkohol zu trinken. Eine positive Sache eigentlich für ihn. Aber hast du gesehen, wie die ihn da reingeholt haben und nicht mehr rausgelassen haben? Und wenn er dann rausgeht, muss er leider... Weißt du, was ich meine? Und das ist diese Masche. Diese Masche ist seit 1400 Jahren. Warum hat denn Mohammed den Leuten erlaubt, 4 Frauen zu heiraten? Was denkst du? Damit der Islam sich schnell verbreitet. Das Islam wächst. Das ist ja einerseits richtig. Aber warum? Durch Geburtenrate, mein Lieber. Guck mal, warum? Vorhin die Khadija, warum habe ich die so
gefragt, warum darfst du einen christlichen Mann heiraten? Nein. Darf der Muslim eine Frau... auch keine christliche Frau heiraten, keine nicht christliche Frau heiraten. Kannst du auch mal die christlichen Verbrechen mal aufzählen, die Inquisition und... Kannst du mal vielleicht deine Fresse halten, du Sport, kurz zu Ende. Kurz zu Ende reden, mein Lieber. Auf jeden Fall, warum? Damit, guck mal, wenn du jetzt als... Guck mal, ich habe einen Kollege, einen Engländer, guter Beispiel. Er hat eine türkische Freundin von mir geheiratet. Ne? Der Vater hat gesagt, nur wenn er Muslim wird. Er ist sofort Muslim geworden und dann konnten die heiraten. Guck, sie haben sozusagen ihn zum Islam geholt. Nur so in diesem Ausnahmefall darf die muslimische Frau erst, wenn er Muslim wird. Guck, aber wenn du jetzt eine christliche Frau, dann wird die Frau auch zu einem Muslima gemacht und die Kinder werden muslimisch erzogen. So, es hat nur damit zu tun, dass die sich vermehren. Verstehst du das? Das war die Logik von Mohammed dahinter, die Intention, damit der Islam immer wächst, wächst, wächst. Verstehst du? Ja. Trotz dieser ganzen Dinger ist er in 1400 Jahren, hat er das Christentum nicht überholt. Und das wird er auch nie machen. So, wartet mal bitte, ich hole mal. Ja, doch, doch, wir haben doch überholt. Also es gibt jetzt Muslime, haben schon überholt. Nein, habt ihr nicht. Sind doch 2,3 Milliarden. Doch, definitiv. Wir sind schon über 2 Milliarden. Nein, 1,9. Und davon, guck mal, und von den 1,9 sind ungefähr 400 Millionen Aleviten, beziehungsweise Schia, die ihr Sunniten sowieso nicht akzeptiert. Dann kommen noch die Aleviten dazu. Dann kommen noch, keine Ahnung, die Koraniten dazu. Also die reinen Sunniten liegen bei 1 oder 1,1 Milliarden. Also naja, da müssen wir schon richtig rechnen. Aber mal was anderes. Ich hole mal den Atomphysiker hier nochmal hoch. Mal gucken, ob der den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden hat. Und ob der sich benehmen kann. So. Primetime. Guten Morgen, bitteschön. Ja, bitteschön. Oh, ein schwarzer Bruder. Willkommen. Ja, er will nur melden wahrscheinlich und sagt nichts. Okay. Das war ein armer schwarzer Bruder aus Afrika, der auch manipuliert wurde wie Muhammad Ali. Muhammad Ali, wisst ihr, warum er konvertiert ist? Er wurde durch Taqiyya. Durch Taqiyya wurde der zum Islam gebracht. Ja, man hat ihnen erzählt, guck mal, du bist doch schwarz, die Christen sind doch weiß und Mohammed war schwarz. Wisst ihr, wie Mohammed in Wirklichkeit aussah? Mohammed hatte einen gelben Bart und war käseweiß. Ja. Warte, Käse, er war weiß, er war hellhäutig, ja. Er war jetzt also weiß. Das ist nur so ein Spruch, mein Lieber, das ist nur ein Spruch. Ja, und jetzt... Er war sehr hell. Aber die haben Muhammad Ali nur mit dieser Intention ist er halt Muslim geworden. Ne? Und sehr viele, wie zum Beispiel Mike Tyson, ist ja ein großer Bewunderer von ihm gewesen. So ist auch Mike Tyson zum Islam gekommen. Ja, genau. Alles durch Manipulation, Leute. Das ist keine Manipulation. Was denn? Das ist dass der Wille Gottes. Dass wenn du ihn erzählst, Muhammad Ali, Cassius Clay, deine Vorfahren waren doch nicht dies und das und jenes, ja? Das Christentum war zuerst in Afrika, bevor es nach Europa kam, ja? Oder bevor es nach Amerika ging. Stimmt, also siehst du, die Schwarzen waren vorher auch Christen vor dem Islam und vor, also die schwarzen Brüder, ja? Und man hat die natürlich angelogen. Also ist das keine Manipulation für dich? Aber die Schwarzen leiden immer noch heute unter eure Herrschaft. Als Mohammed gestorben ist und Bilal zu Abu Bakr gegangen ist und hat gesagt, jetzt ist der mein Herr gestorben, ich war ja sein Sklave, TikTok-sportlich, bitte gib mir die Freiheit. Abu Bakr hat ihm nicht die Freiheit gegeben. Warte, anscheinend vermischst du die Geschichten. Wenn du mir nicht glaubst, geh auf Wikipedia oder so. Bilal ibn Rabah wurde befreit, wo die Götzendiener noch die Oberhand hatten in Mekka. Und Abu Bakr hat den freigekauft. Und der war kein Sklave danach mehr. Also, ist Wikipedia auch ein Lieber? Wenn du meine Wörter nicht glaubst, dann eure Quellen oder so. Mir ist das doch egal. Er war bis zu seinem Ende Sklave, mein Lieber. Bitte, darf ich mal euch was sagen? Ihr verdreht die Geschichte. Hört mal zu, ihr Christen wart vor 500 Jahren noch auf Bäumen. Und ihr habt Frauen, die einfach nur rote Haare hatten.
Tschüss. Mit so einem Quatsch. Seine Lügen jetzt irgendwas mit roten Haaren und irgendwas. Was hat das? Hat Jesus gesagt, geht und verbrennt die TikTok sportlich die Rothaarigen oder was? Was erzählst du da für einen Müll? So, jetzt haben wir einen neuen Gast. Ich kann deinen Namen nicht lesen. Guten Morgen, bitteschön. Ja, also, erstmal, ich weiß nicht, was dieser Gibril hier labert. Ja, erstmal kannst du einen guten Morgen zurückgeben, ansonsten kannst du dich okay, auch... Okay, guten Morgen. Lies mal deine Schriften, dann weißt du, was ich sage. Ich zitiere die Hadithe und den Koran, mein Lieber. Sagt er, kommt er und sagt er, ich weiß nicht, was der labert. Wenn ich deine Schriften zitiere, dann musst du mal deine Schriften lesen, dann weißt du, was ich laber, ja? Ey, das kriegst du so geil, so eiskalt, ne, so raus. Ja, die werden das noch lernen. Ich weiß, dass das schwer ist, aber die werden das noch lernen. Also holen wir mal den Primetime nochmal hoch. Ja, ganz kurz. Ey, Bruder, guck mal, die kommen und erwarten von uns Respekt und können nicht mal erstmal grüßen. Die sind im Haus von dir, du bist der Host, die grüßen dich nicht mal. Direkt erstmal los. Mein Lieber, der Chris, ne? Der Bokeh, okay, du hast gerade gesagt, dass Jesus das euch nicht befreit. Guck mal. Darf man überhaupt reden? Der Bruder... Wenn jemand hochkommt, der begrüßt ihn, er gibt ihm Zeit zum Reden, er ist respektvoll. Ja. Ich bin das genauso, aber wenn einer kommt, dann antworte ich natürlich ein bisschen ja, dementsprechend, ja, muss ich sagen. Aber das mache ich natürlich auch bewusst, weil ich kann doch nicht, wenn er sagt, eure Lügen und du hetzt, obwohl ich seine Schriften, dann muss ich noch sagen, dass ich gerade aus seinen Schriften und ich beleidige auch nicht oder was auch immer. Und wir sind respektvoll, die kommen hier hin, die grüßen uns nicht mal. Laut den Schriften dürfen sie uns nicht mal grüßen, die dürfen uns keinen Salam geben. Ja. Ja? Aber erzählt hier was von immer diese Opferrolle von denen, wir würden die Frauen, wir haben die Dame reden lassen, wir haben... Willst du ein Taschentuch haben oder dürfen wir reden? Beleidigt, gar nichts, ja. Leute, willst du ein Taschentuch haben? Irgendwelche Lügen erzählt hat, haben wir gesagt, das stimmt nicht, bin ich dazwischen gegangen, habe gesagt, das stimmt nicht, hab ihr dann... Kannst gleich rollen, dürfen wir jetzt reden? Bruder Prank, guck mal, wir haben ganz vernünftig geredet, du kommst rein, kein Grüßen und redest dazwischen. Ja, moin, moin, warte mal kurz. Der Bruder Chris musste dich dreimal stummen. Selbst beim Stummen hast du weitergeredet. Bruder Chris, das ist eine Art. Dieser Möchtegern-Muslim Kalima, der alias Kevin, so ein Armer, der keine Freunde hatte und zum Islam gegangen ist, damit er ein paar Freunde hat. Kannst du ihn mal hochholen? Der ist ein bisschen frech. Kalima. Sag, ich soll meine Bibel lesen. Der Bibelstudent hier möchte gern. Kalima, komm doch hoch. Darf ich jetzt eine Frage stellen? Ja, aber guck mal. Ich stell dir einfach normal, ich werde dich beleidigen. Was los mit euch? Braucht ihr so Angst? Braucht ihr so Angst vor eurer Bibel? Aber guck mal. Also, nur noch mal als Info für dich. Bibelstudium ist hier heute nicht das Thema. Ja, okay. Bei dem Islam. So, jetzt kannst du deine Frage stellen. Okay, auf welcher Grundlage habt ihr Christen ganz Südamerika abgeschlachtet, TikTok-sportlich? Der hat das nicht verstanden, Alter. Ja, aber... Ich glaub's ja nicht. Ich fass es nicht. Alter, wie kann man denn... Guck mal, du Schlaumeier. Vielleicht hörst du ja noch zu, du Schlaumeier. Nur noch mal den anderen rein. Oh, sorry, Bruder, ich hab Anruf. Ja, alles gut. Albo-Boss, bitteschön. Guten Morgen. Morgen. Darf ich auch eine christliche Frage stellen? Nein, christliche Fragen werden hier und heute nicht beantwortet. Du kannst dich gerne zu deiner eigenen Religion äußern. Hör mal, du warst doch schon mal bei mir, ne? Kann das sein? Bist du nicht Albaner? Ja, bin ich. Ach Gott, nein, ehrlich, ey. Ja, dann haben wir uns doch schon mal ausführlich darüber unterhalten, ey. Ja, aber da bin ich wieder rausgegangen. Ja, okay. Was möchtest du uns mitteilen? Warum? Ja, wegen Verbietung. Ich würde es nicht verbieten. Warum nicht? Der Koran ist einfach perfekt. Der Koran ist perfekt? Perfekt, wie er gekommen ist. Also gibt es da keine Widersprüche drin? Allah hat keinen Fehler gemacht? Die Widersprüche finden die Menschen selber. Oder versuchen, Widersprüche zu finden, weil sie es nicht verstehen können. Okay. Das ist ja eine interessante Aussage. Ja, kannst du mir dann vielleicht diesen Widerspruch erklären? Denn ich denke mal, du bist ja wissend und du kannst mir das. Ich bin nicht komplett wissend. Ja, aber du kannst mir das ja dann bestimmt trotzdem erklären. Und also zwar, kennst du dich? Okay, warte kurz, Chris, sorry. Kennst du dich gut mit dem Islam aus?
Nee, deswegen frage ich dich ja jetzt, weil ich mich ja eben nicht so gut auskenne und du ja in den Raum geworfen hast, dass wir die Sachen missverstehen und daraus eben halt dann einen Widerspruch machen. Und deswegen würde ich gerne deine Meinung zu dieser Stelle gerne einmal hören, was du denn... Ja, bitte, wenn ich wissend habe über diese Vers... Okay, also, es steht hier, ne, in einer Aja, ne? Okay. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Also, das bedeutet für mich, ne, wenn ich das jetzt so lese, ich erkläre dir, wie ich das verstehe, und dann kannst du ja darauf eingehen und mir sagen, wo ich das falsch verstehe. Also sagt hier Allah, ne, dass die gläubigen Moslems ja so stark sind, dass ein Moslem es mit 10 Nicht-Muslime aufnehmen kann in einem Kampf. Ja? Also der ein Moslem ist so stark wie 10 Leute. Ja? So, und jetzt gehen wir direkt eine Aja weiter, um es nicht aus dem Kontext zu reißen. Ja? Und dann steht dann dort, jetzt aber hat Allah es euch leicht gemacht. Er weiß ja, dass in euch Schwaches angelegt ist. Wenn es nun unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 1000 gibt, werden sie 2000 besiegen. Mit Allahs Erlaubnis, Allah ist mit den Standhaften. So. Ja, also, ich habe jetzt daraus verstanden, bei dem ersten Aja war es so, dass das Verhältnis 1:10 war. Und nachher hat Allah gesehen, naja, meine Jungs sind doch nicht so stark auf der Brust. Da war eine Schlacht gewesen, da sahen die nicht gut aus. Und deswegen revidiere ich mal so ein bisschen meine Aussage und mache das Verhältnis von 1:10 auf 1:2. So, kannst du mir das jetzt einmal erklären? Aber das, was du gerade liest, geht ja in den Iman, in den Herzen der Menschen. Albo, kann ich antworten? Ich kenne die Antwort. Ja, aber die Antwort ist der Iman. Albo, darf ich antworten? Und ja, also, es geht nicht darum, es geht erstmal darum, es wird hier über den Iman gesprochen, also um den Glauben. Am Anfang waren die Muslime sehr gläubig und hatten Iman zu kämpfen, und das ist eher spirituell gemeint. Das ist wie mäßig, dass du halt dich pushst und sagst, okay, wir sind so stark im Glauben, dass wir es mehr aufnehmen können. Und jetzt aber, in der nächsten Aja heißt das, jetzt aber, wo ihr mehr Leute seid und ihr schwächer geworden seid und erschöpft geworden seid und euer Glaube weniger geworden seid durch die Kriege, jetzt könnt ihr nicht mehr gegen so viele gewinnen, aber trotzdem seid ihr mehr geworden an Männern. Und deswegen hat das Allah euch erleichtert. Aber das, liest doch mal die Tafsire dadurch und hör auf dann irgendwas zu behaupten, wenn du die Tafsire nicht durchliest. Ja, dann pack doch böse mal was dazu. Hä? Pack doch mal den Tafsir dazu aus. Und ja, hör auf, hier beleidigend zu werden. Ja, ich hab doch gesagt, nicht Lack. Hab ich Lack gesagt. Halt mal die Goschen jetzt hier. Du kommst hier in meinen Stream rein und fragst den Albo um Rederecht. Das ist schon mal der erste Gehirnfurz, den du hier abgelassen hast, mein kleiner Junge. Ja. Zweitens redest du hier mit mir, als ob ich dein Kumpel aus der Schulklasse wäre, wobei ich nach deiner Kultur her zu urteilen nicht nur dein Vater, sondern schon dein Opa sein könnte. Ja. Also halt mal den Ball flach und rede mal hier vernünftig. So, hol mal die Tafsire raus. Okay, ich kann das nicht öffnen, weil ich muss dann noch so eine App rausgehen. Du hast doch wahrscheinlich einen PC bei dir, öffne mal den Tafsir von Ibn Kathir. Ich öffne hier gar nichts. Geh, druck das aus und dann kommst du gleich wieder. Ich bin noch ein paar Stunden online. Und ja, Junge, ihr habt Kreuzritter. Dann kannst du dann hier hochkommen und mir die Tafsire vorlesen und dir dann damit ein Eigentor verpassen, weil ich weiß genau, was da drin steht. Nur so nebenbei erwähnt. Also geh und such dir die Tafsire und druckt sie dir aus und dann kommst du nochmal rein und dann liest du sie hier vor. Aber nicht selber schreiben, sondern genau die Tafsire, die auch wahrheitsgemäß geschrieben wurden. Ja? Bruder, er lügt doch, weil er sagt, es geht um den Iman. Aber guck mal, warum haben dann 65 Terrororganisationen im Namen von Allah und müssen hier Menschen bekämpfen? Also haben die da was falsch verstanden oder hat der kleine Junge hier was falsch verstanden? Jibril, ich habe eine Frage. Christian hat immer noch mal Frage gestellt. Bitte schön. Bitte schön, Albo. Darf ich denn Jibril eine Frage stellen, Chris? Bitte schön. Chris. Ja, bitte. Du bist doch,
Also, Entschuldigung, ich meine, Jibril, du bist doch Ding, gläubiger Christ, oder? Und? Ich meine, du bist wissend in deinem Glauben. Das habe ich gemeint. Wer sagt das? Deswegen frage ich dich, ob du wissend bist. Das weiß ich ja nicht. Ja, ich versuche ein bisschen was zu wissen über mein Glaube, ja. Okay, das ist schon mal gut, okay. Weil ich hätte halt einfach nur eine Frage an dich. Jetzt, vielleicht gehört das nicht zu deinem Thema, aber wenn ich sie stellen darf, wenn es der Christ ist. Ich gebe dir hier eine Sondergenehmigung für deine Frage, weil du Albaner bist und mein bester Freund auch Albaner ist, deswegen kriegst du hier ein Sonderrecht. Komm, hau raus. Okay. Dankeschön, vielen Dank. So, jetzt nehmen wir mal an, wir leben in der Zeit von Jesus, ja? Stell dir mal nur kurz das so vor, ja? Das ist jetzt ein bisschen Blödsinn, aber stell dir das mal vor. Und ich würde jetzt Jesus sehen, ja? In dem Moment, wo er betet. Und ich würde jetzt hinter ihm beten. Aber muss ich ihn anbeten oder muss ich den, was er anbetet, anbeten? Guck mal, wenn er seinen Vater anbetet und er sagt, Vater, ne, verherrliche du mich, wie ich dich verherrlicht habe, ehe die Welt war. Was sagt ihr das? Ich weiß nicht, was. Guck mal, Jesus sagt da in der Bibel, woran du als Muslim glauben musst, ob du willst oder nicht. So, er sagt Vater zu Gott. Heißt das für mich jetzt, Islam ist mit diesem einen Wort, was Jesus spricht, total zerstört, mein Lieber. Weil Islam sagt, Gott hat kein Kind. Und Jesus sagt Vater. So, jetzt nochmal. Er sagt auch, verherrliche du mich, wie ich dich verherrlicht habe. Was heißt verherrlichen? Gegenseitig verherrlichen ist auch anbeten, ja? Und so, Gott betet Jesus an, Jesus, das ist eine Kommunikation, sie reden, Vater und Sohn, mein Lieber. Und wenn du dich hinter Jesus stellst, ja, du kannst ihn auch anbeten, ja. In dieser Zeit aber, diese 33 Jahre, hat sich Gott in Form von Jesus zu den Menschen, zu seinen Kindern gezeigt. Guck mal, wir sind alle auch Kinder Gottes, ja. Aber was? Verstehst du? Aber er hat nur einen wahrhaftigen Sohn und das ist Jesus Christus. Und Jesus sagt in der Bibel, an die du nochmal glauben musst als Muslim, ja, sagt er, ja, mein Vater und so weiter. Also du musst daran glauben, was er da sagt. Verstehst du das? Ja, okay. Ob du willst oder nicht. Weil Allah sagt, die Bibel ist mein Wort, so wie der Koran, wie Torah, Injil und so, ne, das ist ja Bibel, ja, ist mein Wort und mein Wort kann niemand verfälschen. Und der Tafsir sagt, ja, guck mal, Sure 3, Vers 3 sagt, der Koran wurde herabgesandt und die Bibel, um die Schriften vorher, das sind die Schriften vorher, ist Bibel, ja. Also Bibel ist Tora und Injil zusammen, ja. Weil viele sagen immer Tora und Bibel, das stimmt nicht, weil Tora gehört ja zur Bibel. So, das wissen Muslime aber viele nicht. Und daran musst du glauben, verstehst du? Der Koran wurde herabgesandt, um die zu bestätigen, nicht um sie zu korrigieren, wie die Muslime sagen. Ihr müsst mal eure Schriften genau lesen. Der Tafsir sagt, jetzt hör gut zu, der Tafsir sagt, die Schriften kann man nicht verfälschen. So, ein Knockout. Und er sagt aber, die Leute der Schrift, ja, Ahlul Kitab, die Nazarener und die Yahudi, ja, das sind die Christen und die Juden, mein Lieber, ja, haben die Schriften mit ihrer Zunge falsch wiedergegeben, falsch interpretiert. Aber die Schrift an sich ist unverfälschbar, mein Guter. Und deswegen musst du jetzt als guter Muslim, wahrhaftiger Muslim, ja, nicht wie die Nazarener verdrehst du das, sondern du gehst dahin, diese Schrift, die nicht verfälschbar ist, nimmst du sie und liest sie einfach nur. Und weißt du, was da steht? Dass Jesus der Sohn von Gott ist und somit Gott gleich ist. Und damit zerstörst du den Islam anhand von Koran. Okay? Okay. Jetzt danke dir. Okay, danke Chris. Ding sag ich, Jibril. Jetzt mal die Frage so genommen, warum muss Gott jemanden als Mensch runterschicken? Kann ich dir erklären, mein Lieber. Guck mal, ich erkläre es dir. Weißt ne? du, dass er für unsere Sünden stirbt? Wo ja, Gott ja, ich allmächtig ist. Er könnte sagen, ich vergib euch alle.
ohne dass nein, nein, nein. Guck mal, das kann der. Allah vielleicht machen, weil Allah vielleicht einerseits gerecht ist und andererseits barmherzig ist, aber er kann nicht beides in eins sein. Deswegen erkläre ich dir jetzt ganz kurz. Ja, guck mal, unser Gott ist sowohl barmherzig als auch gerecht. Aber barmherzig zu sein und gerecht zu sein widerspricht sich. Okay? So, deswegen kann jetzt Gott nicht sagen, Beispiel jetzt, jemand hat deiner Tochter was Schlimmes angetan, ja? Sagen wir mal, was Beispiel Mohammed mit Aisha gemacht hat. Beispiel. Guck mal. Und du willst Gerechtigkeit für dein Kind vor Gericht. Du gehst vor Gericht und der Richter sagt, er ist barmherzig, der Richter, ja? Wie Allah immer sagt, der Barmherzige. So, der Richter ist wie Allah barmherzig, okay? Er sagt, ich verzeihe dir, obwohl du dem kleinen Kind geschadet hast, ich verzeihe dir und deine Sünde ist dir vergeben, du musst nicht ins Gefängnis, okay? Du als Vater, bist du damit einverstanden? Nein, natürlich nicht. Okay? So, aber jetzt kann der Richter gerecht sein und diesen Mann zu irgendwas verurteilen, zum, ne, sagen wir mal Todesstrafe, TikTok sportlich, ja? Dann ist er gerecht. Verstehst du? So, aber er kann nicht gerecht und barmherzig sein. Verstehst du? Er kann nicht verzeihen und sowohl auch strafen. Das geht nicht. So. Da wir aber alle Menschen Sünder sind, müssen wir bestraft werden. Verstehst du? Weil guck mal, Adam und Eva wurden anhand einer einzigen Sünde aus dem Paradies geworfen. Okay? So. Und weil jemand mit Sünde im Paradies nichts verloren hat, musste der gerechte und sowohl barmherzige Gott, ja, sich was einfallen lassen. Und das hat er gemacht, indem er seinen Sohn geschickt hat, damit er für die Sünde der Menschen sein Blut geben kann, ja, weil Jesus sagt ja selber, ich gebe mein Leben freiwillig, niemand nimmt es mir, niemand nimmt es mir, das steht in der Bibel, guck, ich gebe es freiwillig, aber ich nehme es wieder, weil ich die Macht dazu habe, schau, so, der macht sich ja, ne, der sagt ja eindeutig, dass er Gott ist auch, weil nur Gott hat diese Macht, ja, und deswegen also hat er seinen Sohn geschickt, ja, der für unsere Sünden sein Blut gegeben hat am Kreuz, ja, damit wir gereinigt sind und ins Paradies gehen können. Verstehst du? So, er ist somit barmherzig und gerecht. Verstehst du? Weil jemand hat für die Schuld schon bezahlt. Und das ist Jesus Christus, mein Lieber. Okay, Jibril, schau mal. Aber jetzt ist so, jetzt überleg mal. Ganz, ich überlege jetzt von mir aus logischen Kopf, ja. Er stirbt für deine Sünden, okay? Für deine Sünden. Heißt es jetzt, bitte? Ich komme gleich rein, ich muss schnell, ich kriege einen Anruf, ich komme gleich wieder rein. Mach das wenn einfach. Ich bin. Mach das, bis danke. Gleich. Danke nochmal, Chris, vielen Dank. Bis danke. Gleich. Danke dir, Bruder. So, Sancho ist noch da, wen haben wir denn noch hier? Also Jibril, ganz ehrlich, ne, das kannst das tausendmal den Leuten so erklären, entweder können die es nicht verstehen oder wollen es nicht verstehen oder dürfen es nicht verstehen. Guck mal, mein lieber Bruder, es gibt doch ein muslimisches Spruch, ja, die sagen nicht die Augen sind blind, sondern die Herzen. Guck mal, die haben das erstens aus der Bibel, verstehst du? Und genau das, was zu ihnen passt, verwenden sie gegen uns. Verstehst du? Und guck mal, wie heuchlerisch das ist. Sie nehmen, was die brauchen aus der Bibel, was denen aber nicht passt und den Islam sofort zerstört, sagen die, ist verfälscht. Obwohl die Schriften sagen von ihnen, es kann nicht verfälscht sein. Verstehst du das, mein Lieber? Ja. Deswegen, wenn ein Muslim mir kommt und sagt, lies mal deine Bibel wie dieser kleine junge Kevin, der sich Kalima nennt, ja, und immer Streichleinheiten, oh, ich habe heute Bibel, Leute, Hansi, also zu Hamdi und so, ja, ich habe ein paar Christen widerlegt mit Bibel, ach, gestreichelt, komm mal her, mein kleiner Schoßhund, haben die dir ein bisschen gestreichelt. Das will der arme Kevin, das ist ein kleiner Junge mit Brille, so ein armer Deutscher, ja, der nichts hatte oder Schläge immer bekommen hat und dann ist er halt konvertiert und jetzt holt er sich immer von Joker und diese ganzen Parasiten Streicheleinheiten. Ja, hast du gut gemacht, du kleine Kalima, hast du wieder ein paar Christen fertig gemacht, ja? Und der Arme kommt gerade und sagt, hey Jibril, wo ist deine Nächstenliebe? Weil Christa ein bisschen geredet hat, ein bisschen mit den einen Typen gerade, ein bisschen hart, ja? Ja, das ist Nächstenliebe. Das kommt der immer wieder, macht er das. Ey, das ist die Nächstenliebe. Bei uns gibt es wenigstens die Nächstenliebe. Was ist denn bei dir? Was musst du denn deinen Nächsten antun?
Ja? Du darfst ihm nicht die Hand geben, er ist für dich haram. Du darfst dies nicht, du gibst ihm, wenn überhaupt, die linke Hand. Du darfst ihm kein Salam geben. Das ist deine Nächstenliebe, du kleiner... Das war die Zeit, nicht durchdrehen, bitte. Das haben wir alle ein Problem. Leute, das war ja die Zeit mit den... Einmal ganz kurz, bitte Leute, könnt ihr einmal bitte durchliken, am besten direkt auf 70k, damit hier ein bisschen Durchgangsverkehr ist. Einmal bitte kräftig durchliken, Leute. So, bitteschön, für Chris. Guck mal, und die kommen ja immer an mit so Argumenten mit, ja, da, ihr aber, mit euren Kreuzrittern und da, mit der Versklavung, mit den Afrikanern, ja. Guck mal, wir wollen die aufklären, wie schlimm der Islam ist, ja. So, und die sagen nichts anderes als, ja, okay, wir haben getötet, aber ihr doch auch. Aber nein, das sind Gottlose, die Christen da, die das gemacht haben. Es hat nichts mit meinem Jesus zu tun. Genau. Mein lieber, unser Jesus, wie du es schon richtig sagst, hat nie gesagt, wir sollen Kreuzritter irgendwas senden. Nein, das war nicht seine... Er hat auch nicht gesagt, wir sollen uns ein Kreuz um den Hals hängen oder was auch immer. Er hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich, das heißt deine Bürde, ja, und... Aber die verstehen das einfach nicht. Weil die Kreuzritter, das war eine menschliche Situation, wo der Islam 400 Jahre die Städte ein Land nach dem anderen erobert hat mit dem Schwert, Bruder. Dann, ganz genau, und das war nur ein, Entschuldigung, das war nur ein Befehl, das war ja nur ein Befehl vom Papst. Urban hat das gemacht. Geht rein nach Jerusalem und holt eure Brüder und Schwestern raus. Wie könnt ihr dazu gucken? Die wurden versklavt und das und das. Wir haben Jerusalem für uns dicht gemacht, unsere heiligste Stätte, Bruder. Wo die Grabeskirche und dies und das, das Grab und alle. Verstehst du? Die haben gesagt, ihr dürft nicht mehr hier rein. Das war 1095, im Jahr 1095. Dann hat Urban II. Gesagt, das geht so nicht. Wir müssen unseren Geschwistern da helfen. Wir müssen unsere heilige Stadt wieder befreien. Und da wurde das ausgerufen, mein Lieber. Das hat nichts mit Dings zu tun, dass wir da hingegangen, die Leute und die sind reingegangen, die sind reingegangen und haben nur ihre Leute rausgeholt. Und natürlich, wenn Gewalt angewendet wurde von den Islamen, ist doch klar, dass die sich gewehrt haben. Aber das war kein, sie waren nicht die Aggressoren. Das ist eine Verteidigung gewesen. Notwehr, nicht. Bruder, das ist oder Notwehr, ja, genau. Weil, guck mal, wenn die das nicht gemacht hätten, ne? Der Islam stoppt ja nicht. Die wären weitergekommen. Invasion war das. Sie wären auch nach Europa. Sie haben ja versucht, mehrmals auch das Osmanische Reich Wien einzunehmen. Und da, die waren bei Balkan, die waren Spanien angeblich friedlich. So ein ganzen Quatsch. Guck mal, das, was der Kollege unten reinschreibt. Perfekt. Perfekt. Ohne Islam keine Kreuzzüge. Ohne Kreuzige, heute Scharia, heute schon. Das ist ein sehr guter, der hat viel Ahnung, der Bruder. Der ist mega. Den habe ich auch vorhin gesagt, cool. Wo der eine gefragt hat, nach Hadith habe ich ihn gemeint, weil der hat viele Sachen, er weiß viel, ja. Der ist gut, ey. Wer ist er denn? Ja, dieser Bruder da, dieser Sahi al-Mushrik ibn Khad. Ja. Den kennst du doch. Ja, ja. Ja, das ist ein Freund von uns. Niemand glaubt doch heute noch an die Götter, sagt Vikri. So, wo sind denn hier meine Geschwister in Adam? Kommt mal hoch, lasst uns mal drüber reden. Sagt mir mal eure Meinung. Koran verboten, ja oder nein? Vielleicht sollte ich mal ein neues Bild reinmachen. Ich sag mal so, Chris, wenn die echt das Negative alles rausnehmen würden aus dem Koran und wirklich nach Gott gehen würden, was mit Liebe zu tun hat, Nächstenliebe, ja, und so weiter, dann würde ich sagen, lass den Koran da, aber dann wäre das ja nicht mehr der Koran, dann würden die automatisch zu uns, zur Bibel kommen. Du, mir ist das ehrlich gesagt egal, weißt du, ich meine, die brauchen auch keine Nächstenliebe zeigen. Mir geht es nur darum, dass die anderen Leute in Ruhe lassen. Die können sich auch einen Stuhl basteln und an den Stuhl glauben. Das ist richtig. Warum? Guck mal, die ganzen anderen Glaubensrichtungen. Aber Chris, warum machen wir nichts? Chris, darf ich mal was sagen? Bitte. Sancho, wir hören dich. Ja, ach so, okay. Ich habe dich nicht gehört. Wenn du sagst, jetzt, du hast gemeint, jetzt, die sollen dich in Ruhe lassen, aber wer lässt dich jetzt nicht in Ruhe? Was ist da jetzt? Oder Agnus, Gottes Segen dir auch, kann ich dir gerne erklären, Sancho. Jetzt mal unabhängig von
den allgemeinen Geschichten, die wir im Moment in Deutschland haben, ja, gebe ich dir mal nur einen Abriss von meiner eigenen Geschichte. Meine Problematik mit dem Islam, ja, fängt schon in der ersten Klasse an, ja, als Sechsjähriger, ja. Und diese Problematik hat sich wie ein roter Faden bis in mein jetziges Alter durchgezogen. Ich habe mein ganzes Leben immer nur Probleme gehabt mit Leuten, die diesem Glauben angehören. Immer, immer schon. Die haben mich richtig Geld gekostet, die haben mich richtig Nerven gekostet, ja. Die haben mich bis auf Übelste beleidigt und beschimpft. Ich habe immer nur Tamtam mit diesen Leuten gehabt, weil ich bin das, was ich bin. Verstehst du? Und das ist ja nur, ich sag mal, man könnte ja jetzt hingehen und sagen, ja, mein Gott, das ist ja jetzt ein Einzelfall. Ist ja auch so. Aber wenn ich, sage ich mal, wenn ich mich hinsetze und das, was ich lese aus diesem Buch und das, was ich sehe, was draußen in der Bevölkerung gerade los ist, wenn sich diese zwei Sachen miteinander decken, ja, dann finde ich schon, dass das problematisch ist und dann hat man auch einen, sag ich mal, Anhaltspunkt, wo dieses ganze Tamtam herkommt. Du als Mensch, ja, du bist wahrscheinlich nicht so. Ist ja auch schön. Das wäre ja schlimm, wenn alle Menschen so wären, die, sag ich mal, 1:1 an dieses Buch glauben und es dann auch umsetzen. Aber dann ist das wieder ein Punkt, wo ich dann so sage, Sancho, und bitte verzeih mir, nimm das nicht persönlich. Wenn du ja als Mensch so gut bist, dann liegt das daran, weil du als Mensch besser bist als dein Allah und besser bist als dein Prophet. Verstehst du? Das ist das Problem. Ja, Sancho, guck mal, ich glaube nicht, also dass dass du sagst jetzt, dass ich besser als der Prophet. Doch, bist du. Doch. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Definitiv. Ich folge dem Prophet und das Bruder. Für mich ist das, was dir jetzt passiert ist, das ist natürlich... Das ist Bruder nicht Sancho, schön. Ich weiß jetzt nicht, was. Bruder Sancho, glaub mir, wenn ich dir jetzt was. Nicht. Guck mal, glaub mir, wenn ich dir jetzt was sage und danach muss ich auch runter. Ganz kurz. Ich kenne auch viele. Lass mich mal ganz kurz, bitte. Ganz kurz, okay? Ja. Bitte. Das ist jetzt passiert und was sag mal, du denkst jetzt, du hast jetzt so negative Erfahrungen, keine Ahnung. Ich habe auch negative Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel früher nicht so oft gebetet. Ich bin regelmäßig und ich habe gemerkt, ich hatte also wirklich gute Freunde, die Christen waren und wo die gemerkt haben, dass ich bete, ich habe mich überhaupt nicht geändert. Im Positiven habe ich mich geändert, und ich habe dann gemerkt, die Leute, die haben dann Abstand von mir genommen. Aus welchem Grund? Aber warum Angst haben? Ich bin viel besser geworden als vorher. Ich bin tausendmal besser geworden. Ich bin viel verständlicher, ich bin ruhiger, jeder merkt das bei mir, ich bin komplett der Gegenteil, was ich vor 10 Jahren war. Mein Lieber, ich habe viele Scheiße gemacht, aber seit ich Islam drin bin, ich mache keine Mist mehr. Ich bin richtiger, anständiger Vater. Frage, mein Lieber. Seit wann bist du denn im Islam? Er ist reingeboren. Ich bin gebürtiger Muslime. Ich bin reingeboren. Schau mal, mein Lieber. Wenn du mir sagst, dass Sanjak urislamisch ist, dann lügst du hier meine Brüder an und du lügst mich an. Eliasnam, kossi ich da Sanjak. Razum ich die Männer? Nemo lagat oder Jude. Okay, ich weiß ganz genau, wer und was ihr Sanjak, ich kenne eure Geschichte bis ins 1389, mein Freund. Und ich erzähle dir, wer deine Vorfahren waren und wie sie zum Islam gekommen sind. Türken, die Osmanen. Was für Türken, mein Lieber? Türken kamen 1910, du kennst nicht mal deine eigene Geschichte, Freund. Das waren keine Türken, das waren Osmanen, das sind Pontus, Griechen, Armenier, Janitschar, die waren unsere Kinder, die wurden von uns geklaut, wurden in Istanbul islamisiert, dort ausgebildet und wieder zurückgeschickt worden und haben ihre eigenen Männer und Frauen getötet. So wie Skanderbeg. Okay, ja, aber Sinan Sakic singt doch ein Lied über diese Gräueltaten, was die Osmanen uns gebracht haben. Sinan Sakic, sagte dir was zufälligerweise? Sancho. Nee, also ich kenne das Lied nicht.
Ach du, das kennst du nicht. Kenn du musst auf YouTube gehen und guckst mal rein, wie Janitschar, was über Janitschari singt. Geh rein, guck, hör dir es an bitte. Und dann wirst du sehen, wie seine Mutter, wie eine Mutter ihren eigenen Sohn wiedererkennt und der ist gekommen, um zu töten. Nein, das kennst du nicht. Oh, sehr, 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 sehr armselig. Sinan Sakic hat bemerkt, dass der Islam eine Lüge ist. Dann kriegt man Gänsehaut, wirklich. Und ich habe nicht mal mit dem Ticken zu tun. Voila, Schere. Sinan Sakic ist eine Legende in Ex-Jugoslawien. Der Typ hat hunderte von Lieder geschrieben und eins davon kennt jeder, von Slowenien bis nach Makedonien, von Zagreb bis Belgrad und runter nach Montenegro. Und er singt, da drinnen über einen Jungen, der von den Osmanen gestohlen worden ist, ausgebildet worden ist und zurück in die Heimat geschickt worden ist. Und der stand vor seiner Mutters Haus, er hat es vergessen. Und er wollte seine eigene Mutter töten. Und seine Mutter hat ihn angeflickt: Sohn, töte mich nicht, weißt du nicht, wer ich bin. Das handelt in diesem Lied. Und dann sagt dieser Sanjak Bosnia oder Serbe oder ich weiß nicht, was er ist, erzählt sowas. Was bist du? Was bist du? Sag mir, was bist du? Das ist doch völlig egal, was ich bin, ein Mensch. Ich bin Christ. Dann vielleicht hast du ein Problem, weil ich aus Sanjak. Nee, ich glaube, du hast ein Problem, weil ich aus Sanjak komme. Es gibt doch gar keinen Sanjak, es gibt doch eigentlich nur Raška. Und ihr seid islamisiert worden. Genau, das ist ein Problem. Du bist ein serbischer Moslem. Oder Albaner. Ich bin aus Sanjak. Ja, aber das ist Bosnien. Oder bist du Albaner oder bist du Serb? Nein, was Bosnien? Euer Wappen in euer Sanjak-Wappen. Was ist das für ein Wappen? Drei Halbmonde und drei Lilien, oder? Und die drei Lilien stehen für das Könighaus der Christen in Bosnien, oder? Ja, oder warum hast du ein Problem mit Sanjak? Agnus. Nein, ich habe ein Problem mit Lügnern. Ich habe ein Problem mit Lügnern, mein Lieber. Lügner, die Leute anlügen auf TikTok und wenn hier jemand hochkommt, der Ahnung hat, dann wird man ganz klein. Agnus, ich denke nicht, dass der lügt. Ich denke nur, der kennt seine Geschichte gar nicht. Ach, doch, der lügt. Nee, die Geschichte kenne ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, also die Geschichte. Aber Bruder, ein Mann, der seine Vorfahren, seine Geschichte nicht kennt, was ist der ohne Wurzel? Du bist ohne Wurzel, wie ein Baum ohne Wurzel. Wie kannst du noch existieren überhaupt? Ja, wir geben mal die Gudi das. Bitte, sorry. Gudi. Gott segne euch. Wie spricht man seinen Namen aus, da hier mit der Melone? Sancho. Guck mal, der Bruder Agnus hat gerade erzählt, ich weiß nicht, ob er mich hört, weil bei ihm sieht man, dass er gerade schwachen Internet hat. Sancho, hörst du? Der hört dich. Der hört dich. Ich sehe gerade, er hat nur einen Strich. Also ja, das zeigt er schon die ganze Zeit an. Sancho, kannst du uns hören? Nee, der hört nicht. Der hört nicht. Ja, ich höre. Hat er gerade gesagt, er hört? Ich höre. Ja, der hört. Ich meinte, ich wollte ihn nur fragen, so, der Bruder Agnus hat gerade über ein Lied gesprochen, über Mutter und Sohn. Ihr Sohn wurde von den Osmanen weggenommen. Ausgebildet, glaube ich, hat er gesagt, und als er zurück war, wollte er seine Mutter töten. Warum wollte er seine Mutter eigentlich töten? Man hätte nicht. So lange kann er doch nicht googeln. Nein, googelt er nicht, der hat schlechtes Netz. Internet. Er klaut Internet von Moschee. Ja, dann gehen wir mal so lange, bis er wieder stabiles Netz hat, das Wort an Unvergessen ab. Bitte schön, Unvergessen. Ich wünsche euch erstmal einen guten Tag. Guten Tag. War das eine Frage an mich? Ja, Sancho, er hat dich gefragt. Ja, ich habe dich gefragt. Ich kenne das Lied überhaupt nicht. Das weiß ich, was das ist. Ja, nein, aber ich meine jetzt, stell mal vor. Ich kann nicht von irgendwas erzählen, was ich nicht kenne. Ja, stell dir mal vor, stell dir mal vor, so ein junger Mann wird weggenommen, wird von den Osmanen als Moslem ausgebildet und kehrt zurück und will seine Mutter töten. Was könnte der Grund sein? Also, ich glaube, da geht es auch darum, dass seine Mutter ein Christen ist, oder, Agnus?
oder Andersgläubige ist, oder? Nein, die waren Christen dort alle. Die waren Christen, ne? Das waren Christen. Bis 1389 waren das alles Christen. Ja. Nach 1389 wurde die Islamisierung der Osmanen territorialisch annektiert. Das heißt, erst war Kosovo dran, dann kam der sogenannte Sanjak dran, dann kam das Paschaluk auf Belgrad dazu, dann kam der Osten Bosniens dazu, dann der Mittelbosnien und dann die Paschaluk-Herzegowina und das westliche Teil von Bosnien. Und in Kroatien war Stopp. In Kroatien wurden die gestoppt durch die Krajina-Serben und die Kroaten und die Ungarn und die Ungarn und die Österreicher. Und dann haben sie es geschafft, über Ungarn diese Barriere zu umgehen und haben dann von hinten, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube irgendwas um 1514 über Djurdjevac, Kroatien, sind sie dann einmarschiert und dann Richtung Wien. Also das ist die Geschichte. Ja. Also der wollte bestimmt seine Mutter töten, weil sie andersgläubige ist, oder? Weil sie Christin war, jawohl. Ja. Und ich wusste aber nicht, dass es seine Mama war. Also ja. Dieses Lied besagt, dass dieser Frau der Sohn genommen worden ist, nach Istanbul gebracht worden ist, dort islamisiert worden ist, wurde militärisch ausgebildet, kam dann zurück in seine Heimat und dort hat er in seinem Dorf, in seiner Stadt Unheil getrieben. Und in diesem Lied geht es darum, dass er dann vor seiner Mutters Haus stand mit einem Schwert und wollte seine Mutter töten. Und dann sagte die Mutter zu ihm, weißt du nicht, wer ich bin, Sohn? Verstehst du, was ich dir sage? Hm. Also, und das, um dieses Lied geht es. Es geht ja auch um Skenderbeg, um den großen albanischen Krieger, der den Türken in den Arsch getreten hat. Das weiß er auch bestimmt nicht, wer das ist. TikTok sportlich. Wo ist denn der eine hin? Ist der jetzt raus oder was? Ja, wie schnell er weg ist. Ja. Weißt du, das tut manchmal weh, ihr Lieben. Ja. Brüder, ich werde euch jetzt mal echt verlassen. Ich verliere langsam die Realität zur Außenwelt mit TikTok. Ich gehe ein bisschen raus. Ey. Mach das. Ja. So, Leute. Gottes Segen, ciao. Bitte unten einmal nochmal kräftig durchliken, damit wir ein bisschen Durchgangsverkehr kriegen. Hier sind mir ein bisschen zu wenig Moslems oben. Ich hätte gerne hier ein paar Moslems. Kann nicht sein. Ja, ciao, ciao. Kommt, heute ist der letzte Tag vom Opferfest. 20 Euro. 20 Euro Cash für jeden Moslem, der hier hochkommt. Chris, erklär mir mal das Opferfest, Chris. Chris, erklär mir bitte mal das Opferfest. Ich habe da keine Ahnung, bitte. Ja, da werden zigtausende von Schafe geschlachtet. Warum? Als Opfer, ja. Angeblich soll das ein Tag der Unterstützung für die Armen sein. Wobei ich mir dann zwei Fragen stelle. Wieso muss man denn, um arme Menschen zu unterstützen, unbedingt einen Tag auswählen? Ja, wieso kann man das denn nicht jeden Tag machen, wenn man ja so solidarisch ist? Und dann stellt sich mir die zweite Frage. Da hat der Kallo mich drauf gebracht. Und zwar mit einer Kurzgeschichte. So eine 15-köpfige Familie, ja. Was hat die denn von so einer Geste, wenn sie ein Kilo Schafsfleisch geschenkt bekommt bei 15 Köpfen? Das wird doch dann schon ein bisschen problematisch, würde ich sagen. Ne? Ich möchte mich zum Christentum konvertieren. Wo macht man das am besten? Komm mal aus Berlin. Aber wie können die das denn hier in Deutschland machen? Also dieses Schächten ist doch hier bei uns verboten oder machen die es illegal? Ja, so teils. Das ist so links, das ist so... Oh. Also auf jeden Fall gehen die, weiß ich hier, bei mir gibt es so einen Typen, der verkauft die Schafe und jedes Jahr grüßt das Murmeltier und die beschweren sich immer alle, dass der ja die Schafe ziemlich teuer verkauft, das nur so nebenbei erwähnt. Ja, und dann wird das wahrscheinlich von einem Veterinär, glaube ich, gemacht, ne? Was ja eigentlich auch nicht so regelkonform ist nach islamischem Gebrauch. Ne? Zum Glück. Stimmt, das muss ja ein Moslem sein. Ja. Das heißt, die gedenken sozusagen der armen Menschen an einem Tag. Ja, genau, richtig, genau. Ein Opferfest für Gott und als Gedenken für die armen Menschen. Was ein Quatsch. Wobei wir wieder beim Thema wären. Mal gucken, wir haben ja auch... Ach so, warte mal, da will einer hoch. Gucken wir mal, der Todji. Quatsch. Was für ein Quatsch. Gucken wir mal.
Moshi, du hast Nebengeräusche bei dir. Ja, Moment mal. Kannst du mich jetzt besser hören? Ja, ja. Okay. Wegen dem Opferfest wollte ich nochmal gesagt haben, warum man das macht. Und zwar kennst du wahrscheinlich die Story von Abraham oder Ibrahim, ne? Islam heißt er Ibrahim. Genau. Mit seinem Sohn, weißt du? Da sagt der Gott, der soll ihn ja opfern. Und deswegen wird es halt gefeiert, statt den Sohn, dass man halt dann eben ein Tier veropfert. Mein Lieber, eine Frage, wie hieß der Sohn denn, der geopfert werden sollte? Isaac. Isaac, ne? Ja, Isaac hieß der, glaube ich. Also Muslime sagen eigentlich, dass das Ismail war. Ja, oder? Ja, sagen so einiges verkehrt rum. Ich wollte es nur einmal geklärt haben, ja, deswegen bin ich eigentlich hochgekommen. Ja, alles klar. Okay, bei, so. Bei den Moslems ist chronologisch sowieso einiges anders, Jibril. Da ist auch hier, keine Ahnung, die chronologische Zeitsetzung von der Geburt Jesu ist eine ganz andere. Und dann auch der, sogar der Auszug der Israeliten aus Ägypten ist eine ganz andere. Laut dem Islam war es der Pharao Ramses. Und laut der Bibel war es Thutmose der Dritte aus der 17. Dynastie. Also da sind sehr, sehr chronologische Unterschiede auch. Sowieso unterschiedlich, aber das ist nochmal. Das Menschliche da drin, mein Lieber? Ich weiß, dass sehr viele fatale Fehler gemacht wurden, wie zum Beispiel, dass Mohammed von der Al-Aqsa-Moschee zum Himmel mit Al-Buraq und mit Jibril. Und Mohammed ist ja 632 verstorben und die Al-Aqsa-Moschee wurde 690 erst fertiggestellt. So, ne? Ja, aber ein kreativer Moslem, der, sage ich mal, jetzt nicht eine Tüte, sondern zwei Tüten gleichzeitig raucht, der würde dann auf die Idee kommen zu sagen, ja, das war eine Prophezeiung. Die wussten schon damals, dass irgendwann mal diese Moschee dahin gebaut wird. Deswegen wurde sie auch direkt von vornherein namentlich benannt, so heißt es. Ja, man dreht alles, dass das passt, so, ne? Das ist ja die Masche. Und dass die immer sagen, was ich vorhin gesagt habe, dass die halt, dass wir mit unseren Mündern die Schriften verändern und so, ne? Dabei machen wir das ja. Die das machen, sind wir. Ja. Ja, das bei denen passt so einfach. Auf jeden Fall ist das die Story, ne? Also das hat eher weniger was mit Spenden oder so zu tun. Ja. Ne? Weil du kannst ja, glaube ich, schlecht irgendwie deinen eigenen Sohn opfern, ne? Ja, aber wir wissen ja, dass das auch mit dem einzigen Sohn zu opfern, also dass er halt Isaac opfern sollte, dass das ja auch die Anspielung auf Gott ist, dass er halt seinen eingeborenen Sohn opfert, ne? Ja, habe ich so vom Christentum halt gehört, ne? Dass Abraham einfach vor Augen führen, wie das ist, ja, wenn er sozusagen seinen Sohn opfern soll, aber er hat ihn ja gesagt, nein, deswegen hat er einen Bock oder so dahin gemacht, dass er ihn halt opfert, aber dann hat der Herr seinen Sohn geopfert, ne? Um zu zeigen, wie heftig das ist, verstehst du? Ja, okay, ich gehe dann wieder runter, ne? Jo. Aber du siehst, Chris, dass die Geschichte und die Chronologie im Islam komplett falsch sind. Da hat jemand das Buch geschrieben ohne Wissen. Ja, ja, es gibt was Fatales, also fatale Fehler von Mohammed, einige, aber eins ist für mich so sehr, sehr heftig, weil das zeigt ja auch, dass er wirklich wenig Wissen über Bibel hatte, Mohammed. Nur sein Meister sozusagen, Baraka ibn Auf, weil der hat ja mehr Ahnung gehabt. Und er hat ja das so den Weg für ihn geebnet, als Baraka gestorben ist, hat ja Mohammed 3 Jahre nicht mal eine Offenbarung bekommen. Deswegen, er wollte sich dann auch das Leben mehrfach nehmen und so, weil er verzweifelt war so. Aber Mohammed hat dann daraufhin heftige Fehler gemacht, was die ganze Umma, ja die ganze Muslime in eine fatale Situation bringt, so ein Dilemma, ja, kann man sagen. Dass der zum Beispiel gesagt hat in Sure 3, Vers 3, dass der Koran gekommen ist, um die Bibel zu bestätigen. Und das ist das Dilemma, dass die jetzt immer sagen müssen, dass die Bibel verfälscht ist. Verstehst du? Weil sonst würde das überhaupt keinen Sinn mehr ergeben im Islam. Und das ist das, was die Muslime auch den Koran dann widersprechen müssen. So, ne?
und sagen, die Bibel ist verfälscht, obwohl die Koran was anderes sagt. Ja? Und diesen großen Fehler hat Mohammed ja gemacht, auch mit den Zeiten und so wie mit der Al-Aqsa und zig andere. So, der hat so fatale Fehler dann gemacht, weil er halt wenig Wissen hatte über die Bibel. Ne? Neutral, schreib wieder sinnfreie Sachen. Neutral, komm doch mal hoch, ey. Du kommst nicht hoch, warum nicht? Was soll das? Hier, Einladung mit Blümchen. Einladung mit Blümchen. Komm mal hoch, du Neutralen. Ja, so neutral ist er nicht, wenn er völlig auf Islam ist. Ja, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit, Chris, ganz ehrlich, ne? Aber, ey, tut mir leid, wenn ich das sage, ne? Ich weiß nicht, ob ich Corona habe oder so. Aber, ey, da redet manchmal so ein Unsinn da, ne? Ja, dann klär uns doch auf. Was heißt, klär ich auf? Was soll ich da großartig aufklären, ey? Ja, wenn du so, warte mal, wenn du doch sagst, wir erzählen hier Unsinn, dann musst du doch irgendwie eine Information im Kopf haben, wonach du dich ja selber richtest, dass du ja dann ein Urteil abgibst, dass wir Unsinn erzählen. Deswegen sage ich Erklärung. Vor allen Dingen, wo habe ich gesagt, dass er sich das Leben nehmen wollte? Wie kommst du denn auf diese glorreiche Idee? Du verwechselst genauso wie dein Mohammed hier die Realität. Ich habe nicht einmal was über den Mohammed gesagt. Ich kann nicht mal seinen Schrott leben. Das interessiert mich nicht. Wer war das denn? Der andere dann? Ja, dann guck mal, du bist genauso bedopt wie der Mohammed, Mann. Rennst hier durchs Leben ohne Sinn und Verstand, Mann. Ja, bedopt und im und ja, bedopt ist es der Mohammed, der hat sich Warte, Agnus. Was willst du denn, Agnus? Komm her, dann zeige ich dir, was los ist. Ja, guck mal hier, was immer los ist. Was willst du? Komm, erzähl uns doch mal deine Ansichten. Komm, sag mal, wo wir Fehler gemacht haben. Ist immer interessant, die andere Seite der Medaille mal aufzuzeigen. Also, dass ihr die ganze Zeit immer das auf den Islam schiebt, das finde ich nicht in Ordnung, Chris, weil jeder ist für sich selber verantwortlich für jede Tat, die er macht, und dafür werden wir alle zur Rechenschaft gezogen. Und neutral habe ich das richtig verstanden. Ja. Jeder wird für seine Sünden bestraft. Ja. Ja, außer warum, ihr nicht, weil warum, ihr warum ja sagt, den Jesus gehabt habt und sagt, selbst vor eure Sünden gestorben. Warum sagen die Schriften bei euch, dass am Yawm al-Qiyamah, dass ihr Christen und Juden werden für eure Sünden bestraft werden? Warum? Niemals wird ein Christ oder Jude für meine Sünden bestraft. Sag mal, was redest du da für ein Quatsch? Da sehe ich jetzt dein Wissen über Koran. Ja, wo steht das in dem Koran drin? Das hole ich dir, okay? Guck mal, warum werden immer so schön? Der Neutral, der verwechselt mich mit dir und dann wird er aggressiv. Und das ist was ja schon das Beweis, wer und was er ist. Doch. Du beleidigst doch. Du ich beleidige. Ich hab deinen Mohammed nur als Person bezeichnet. Ja, was er war. Sagen, dein Jesus, der hat meine Füße geküsst? Oder dein Jesus ist der Isa. Also bestimmst du gerade Isa. Neutral. Ja, jetzt auf einmal ist das Isa. Aber, ihr wollt aber das ist doch euch. Ihr habt die noch geklaut. Du bist der Heuchler. Du sagst, das ist jetzt Isa. Woher war es nicht Isa? Ey, du bellst zu laut, mein Lieber. Du bellst zu laut. Ja, ganz klar. Das war doch friedlich. Bleib mal ein bisschen friedlich, bitte. Ja, ich bin friedlich. Aber dein Kollege, der versucht mir immer was zu unterstellen und versucht mich zu provozieren. Nein, geh auf ihn nicht ein, Bruder. Ist okay. Ich hab Mohammed, du hast ihn verwechselt und alles ist gut, ja? Guck mal, du hast gesagt, dass niemand für die Sünden anderer. Du hast auf jeden Fall gesagt, dass das nicht stimmt, was ich gesagt habe, richtig? Ganz genau. Wenn ich dir jetzt hole, dass es wirklich so ist, dass Allah sagt, dass die Christen und Juden für die Sünden der Muslime zahlen werden, ja? Was machst du? Was soll ich machen? Dann küsse ich deine Eier. Nein, bitte. Ja, was soll ich machen? Ja, das steht nicht im Koran drin, sowas. Guck mal, wenn ich habe zum Beispiel, guck mal, mein ganzer Account wurde gelöscht, habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe alles da und alles Sahih und alles aus Koran und so weiter, ja. Ich würde niemals irgendwas, was da'if ist oder sowas, posten. Verstehst du? Ich achte akribisch auf sowas, ja? Und ich habe es mit meinen eigenen Augen mehrfach gelesen. Und ich hoffe, der Bruder ist noch hier, weil er kann, wenn ich rausgehe, dann kann ich nicht euch das zeigen. Ich hoffe, der Sahih Mushrik ist noch drin, oder wie der heißt, der Bruder. Der weiß genau sofort aus dem Kopf die Quelle, weißt du? Und
Das steht nicht im Koran. Guck mal. Jeder normale menschliche Verstand weiß ganz genau, wenn ich eine Sünde mache, die muss ich selber am Tag des jüngsten Gerichts, werde ich dafür haftbar gemacht. Das ist doch ganz einfach. Da brauchst du mich erzählen, dass irgendwas im Koran steht, dass es sowas anderes ist. Das ist doch ganz logisch. Aber warum steht das dann in den Schriften? Aber wo steht das im Koran? Ich möchte gerne wissen, wo das im Koran steht. Aber ist aber egal. Guck mal, ich sag dir nur eins. Ich glaube nicht, dass euer Gott jemals gesagt hat, hetzt gegen andere Götter, genauso wie unser Gott sagt, hetzt gegen andere Götter. Ja, also ich würd auf jeden Fall meine Hand ins Feuer legen, dass Jesus niemals das befürworten würde, was ihr gerade macht, wenn ihr jetzt christlich seid. Oder wenn ihr Juden seid, keine Ahnung, ja, dass das der Moses oder wie auch immer der Gott der Juden ist, sowas befürworten würde. Dann hast du aber eine Hand weniger, Kollege. Warum? Euer Gott sagt, ihr sollt hetzen gegen andere? Ja, hetzen nicht, aber nein, das unser ist Gott, Ursache. Wir unser hetzen Gott ja nicht. Sagt, wir sollen die Dunkelheit aufdecken, ja, und das machen wir, nichts anderes. Ja, aber wenn ich jetzt versuche, die ganzen Sachen rauszuholen, die gegen Christentum sprechen, ja? Ja, aber das machen doch deine Glaubensbrüder tagtäglich. Die versuchen, die lesen die Bibel nur, um die Bibel zu widerlegen und holen immer wieder irgendwelche Sachen raus, haben PDFs erstellt von Scheichs, haben PDFs und lesen nur die ganze Zeit dieselben Fragen. Ja, warum hat Jesus gebetet wie ein Muslim? Warum hat er Bart gehabt? Jesus ist Muslim. Aber deine Schrift sagt zum Beispiel, Mohammed ist der erste Muslim. Dann sagen die, nee, das ist die Umma gemeint. Ja, aber wer ist denn Mohammeds Umma? Wer ist das? Zum Beispiel, guck mal, das aber ist ganz kurz, Jibli, ich wollte gerade was sagen, was Wichtiges. Ja. Was wollte ich sagen? Du hast mir aus dem Konzept gebracht. Egal, erzähl, vielleicht fällt es mir wieder ein. Nein, das passiert mir auch manchmal, wenn man was sagen will und. Ja, auf jeden Fall, Bruder, guck mal, das mit den, was ich vorhin gesagt habe, mit PDFs und so. Die lesen die Bibel wirklich nur um ein paar Stellen, die hören das aus einer PDF. Oh, da steht Galater so und so, Korinther so und so, da hat Jesus das gemacht, der hat das gemacht. Ja, aber das kommt immer von Provokation auf die andere. Wenn der eine den anderen provoziert, genau wie zum Beispiel diese Liesstände zum Beispiel. Wann kamen die und warum kamen die? Die kamen raus, weil in den Medien so viel gehetzt wurde gegen Muslime. Ja, oder da wurde gesagt, warte mal ganz kurz, bitte, ganz kurz. Das stimmt nicht, was du sagst. Warte, lass mich mal ganz kurz aussprechen, danach kannst du gerne aussprechen. Und dann kam raus, dann haben sie erzählt in den Medien, ne, da haben sie gezeigt, bei den Nachrichten, dass Jungfrauen, bis 99 Jungfrauen steht im Koran drin, haben die gesagt. Nirgendwo steht es im Koran drin, das steht in irgendeiner anderen Schrift, aber nicht im Koran. Und dann haben sie die Korane verteilt und da haben sie gezeigt, hier steht nirgendwo drin. Verstehst du, was ich meine? Die von Abu Naji und diese Lies und so weiter, ne? Ja. Das wurde hauptsächlich gemacht, um die IS auch zu unterstützen, unter anderem, ja. Ja, das wurde in den Medien erzählt, aber es kam raus, guck mal, IS gab es noch gar nicht. Das gab es schon vorher, dieses Liesstände. Es gab zu diesem Zeitpunkt wirklich, zu diesen Medien, wo die ganzen Medien jeden Tag nur noch Hetze gegen Muslime gemacht haben. Deswegen. Mein Lieber, ich muss raus, ich krieg die ganze Zeit Anrufe, sorry. Alles klar. Hat mich gefreut, Jibril. Ja, mich auch, Bruder. Guck mal, Bruder, du kannst mir gerne folgen. Ich werde das für dich extra hochladen, ja, was ich gesagt habe mit den Sünden, okay? Kannst du gerne machen, Ich werde extra das hochladen nochmal, ja? Ja, kannst du machen. So. Okay. Nicht, dass man sagt, er erzählt nur irgendeinen Mist, weißt du? Okay, Chris und alle anderen, Gott segne euch und bis demnächst, wir hören uns auf jeden Fall. Bis dann. Gottes Segen. So, was wollte ich sagen? Dann neutral, erzähl uns doch mal die Sachen, die im Koran wirklich stehen und die wir ja... Hallo. Guten Abend, guten Tag. Guten Tag. Also ganz kurz, neutral gibt uns jetzt erstmal einen Abriss von dem, was in dem Koran wirklich drin steht. Und er will uns damit hier aufzeigen, dass wir hier Hetze machen und wir alle keine Ahnung haben. Bitte schön, neutral.
Du hast guck mal, ich bin jetzt nicht der Spezialist, ne, in solche Sachen, aber ich kann dir nur sagen, wie das ist, dass Gott damals, also für mich selber, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber für mich selber haben wir alle den gleichen Schöpfer. Ja, und er hat immer Gesandte geschickt, wie das schon vorher war. Und damals hat es mit Adam erst angefangen. Und wenn du zurück bis Adam zurückgehst, sind wir sowieso alle Geschwister, ob ihr es wollt oder nicht. Ja, und dann hat es immer weiter angefangen und dann kam Jesus. Jesus wurde von den Juden aber nicht akzeptiert. Ja, von uns Muslimen wird er akzeptiert als Prophet und Gesandter. Und der letzte war für uns Mohammed. Und das ist ganz einfach. Für mich jetzt persönlich. Okay, und du sagst. Ich sagen, und die ganzen Kriege, ja, vor Mohammed gab es auch Kriege. Und die Kriege sind nur in der Selbstverteidigung gewesen. Das ist das, was ich dir sagen kann und dir ans Herz legen kann. Ob du jetzt versuchst, mich jetzt runterzumachen vor allen oder sonst irgendwas, das musst du selber entscheiden. Das ist das, was ich weiß und was ich dir ans Herz legen kann. Ja, aber guck mal neutral, wie kannst du denn hier hochkommen und etwas verteidigen, von dem du ja sogar selber mit deinen eigenen Worten sagst, dass du nicht so viel Ahnung davon hast? Ja, weil ihr sagt, das sind erzwungene Kriege und die wurden entweder du nimmst den Islam an oder du musst sterben, das bringt sowieso nichts, weil es gibt keinen Zwang im Glauben, steht auch im Koran drin und du kannst doch nicht jemanden erpressen, irgendwas zu sein, was sowieso... Ich frage, kannst du mir das zeigen, der Vers, wo steht denn, du sollst sie nicht zwingen? Na, komm, den, komm, den. Das ist abrogiert. Sei leise, ich möchte das mit Chris sprechen. Das ist abrogiert. Das ist eine maketische... ist eine maketische Vers und der ist schon längst abrogiert mit Surat al-Tauba. Du hast keine Ahnung. Du erzählst Geschichten. Surat al-Tauba kam zuerst und dann später kam Al-Kafirun. Du erzählst, ach ja? Du lügst, ach ja? Ein ach ja? Warte, ach ja? Du pass mal auf, jetzt mache ich dich fertig. Guck mal, benimm dich, ich rede mit dir ganz normal. Guck mal, benimm dich. Surat al-Kafirun, Surat al-Kafirun, Surah Makkiya. Das heißt, die kam in Mekka-Zeiten. Und Surat al-Tauba, Surah Madaniya. Das heißt, die kam in Medina. Aber es steht drin im Koran, dass kein Zwang im Glauben ist. Das stimmt doch gar nicht, mein Lieber. Doch, das steht im Koran drin. Nein, das stimmt nicht. Dann zeig mir den Vers, wo es drin steht. Das zeig ich dir gerne, Schatz. Das ist Nummer 6. Hallo, was ist denn das für einer? Sicario. Ja. Hi, mein Lieber. Was war das? Keine Ahnung, was war das? Ja. War das Muslim? Naja, klar, wer könnte denn sonst sein? Das war ein Christ, glaube ich. Das war ein Moslem. Das war ein Moslem, der kommt jedes Mal und der Fehler diskutieren, der hat ja keine Ahnung von Islam und versucht deswegen ja. Aber naja, gut, ich kenne den. Wie geht es dir, Sicario, Bruder? Mir geht es wunderbar. Wunderbar geht es mir. So. Aber ich verstehe nicht, dass die Leute irgendwas verteidigen, was sie nicht wissen und dann, weißt du, das nervt manchmal. Ja, leider neutral, der ist ein bisschen verwirrt hier. Der meint, wir hetzen hier oder so. Und wir hetzen ja gar nicht. Also ich glaube, der Chris ist der weniger, der kleinste Hetzer hier unter uns allen. Und das Hetzen hat ja eine Bedeutung, wenn man hetzt, wenn man dieses Wort mal auseinandernimmt und mal guckt, was es überhaupt bedeutet. Ja, aber du zum Beispiel, du Agno, du hast gerade deinen Landskollegen hast du fertig gemacht und hast erzählt, du kennst deine Geschichte da. Mein Landskollegen. Natural, kannst du auch Da fragt er dich, wer du bist, und dann sagst du, ja, ich bin ein Mensch. Ja, dann ist er auch ein Mensch. Nein, natural, natural. In seinem Profil stand, wer er ist, neutral. Wenn du schon so anfängst, dann frag mich erstmal, Agnus, wie kommst du denn ihn auf seine Herkunft? Er hat es im Profil, dass da drauf steht Sanjak. Und Sanjak ist ein türkisches Wort. Es hat nichts mit Balkan zu tun, nichts mit Serbien, Kroatien, Bosnien zu tun. Das ist ein reines türkisches Wort. Und deswegen habe ich ihn darauf angesprochen und habe ihm gesagt, sag mal, weißt du, wie der Islam zu uns in die Region gekommen ist? Und dann hat er angefangen zu stottern. Und dann habe ich ihm erklärt, wer und was er ist. Das ist eigentlich nicht. Du hast ihn fertig gemacht. Was? Ich habe ihn nicht. Herr lieber Horst, kann ich gleich mal 2 Minuten mit dir sprechen? Ist das in Ordnung? Was möchtest du mit mir sprechen, Mann, so? Aber die anderen, sie möchten bitte sich komplett stummen und sich komplett raushalten. Ja, ist das möglich? Oder werf dir für 2 Minuten runter. Ich will mit dir alleine sprechen. Die können gerne zuhören und dann können wir. Kannst du, sag mal, was willst du sagen? Komm. Ich bin schon was länger hier in diesem Ding. Ich war unter Juckt nicht hier drin. Ja. Und da ging es um diese Debatte mit der Khadija. Ja. Bist du
bereit, mit mir auf einen Content einzugehen, ohne gegenseitig fertig zu machen, auf einer wachsenden, gesunden Ebene? Wenn ja, nein, ich weiß nicht. Ich wenn weiß, nein, dann mache ich gerne ein Live auf und lade dich dazu ein. Gerne jetzt, gerne zu einem späteren Zeitpunkt. Darf ich dir auf eine gesunde Ebene zeigen? Nein, ich rede nicht mit, ich möchte bitte mit dem Chris reden. Ich möchte mit keinem anderen hier reden. Darf ich dir erwachsene Ebene zeigen, was dein Sheikh sagt? Guck mal, Chris, ist das möglich oder nicht? Ja, aber ich weiß, darf ich dir auf eine erwachsene Ebene zeigen, was dein Sheikh sagt? Ja, darfst du erst danach, wenn der Chris mir geantwortet hat. Lass dich von den Moslems so befehlen. Schmeiß ihn runter. Chris, ist das in Ordnung für dich? Wenn nicht, dann geh ich runter. Ich weiß nicht, renn, Forrest, lauf, Forrest! Wenn du einfach ja, dann soll mich mal bitte gerade ausreden lassen. Manusho, wieso hast du denn Angst überhaupt? Ich habe keine, ich habe Angst nur vor Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast Angst vor deiner Religion. Wieso hast du denn Angst vor deiner Religion? Wir diskutieren doch alle und wir reden doch drüber. Ja, aber es geht. Wir haben gerade, wieso ist der, guck mal. Wegen dir ist der Typ jetzt runtergefahren. Guck mal, der ist abgehauen. Sicario, wir können gerne ein neues Kapitel aufmachen. Lauf, Fikret, lauf! Aber mach doch mal, komm. Nein, ich möchte erstmal das zu Ende klarstellen, was der Chris vorhin hier debattiert hat. Das was möchte ich nicht zu Ende. Das weißt du nicht, das weiß nur Chris. Chris, bist du damit einverstanden, dass wir dir darauf nochmal zurückgreifen, was du mit Khadija vorhin besprochen hast? Wenn ja, mache ich es auf. Wenn nein, dann nicht. Einfach nur Ja oder Nein antworten. Du kannst hier das sagen, was du sagen möchtest. Jetzt. Okay, aber bitte, ohne dass die Leute mich stören, ja? Ja, okay. Leute, bitte gebt ihm mal die 2 Minuten. Ich weiß nicht, worauf der hinaus will. Gebt ihm mal bitte die 2 Minuten. Bitte schön. Ja, mal. Danach darf ich aber zeigen, was sein Sheikh dazu sagt. Ja, sein genau. Sheikh mit 30 Millionen, sein Sheikh mit 30 Millionen Follower. Ja, ja. Manu, bitteschön. Dankeschön. Kannst du bitte 5. Mose 21, 18 bis 21 aufmachen? Nee, kann ich nicht, weil ich nämlich genau der Hatice das auch erzählt habe, dass die Bibel hier und jetzt und heute nicht das Thema ist. Aber das solltest du eigentlich. Okay, dann sage ich dir, du hast komplett alles falsch gesagt, was du vorhin der Hatice debattiert hast. Und wenn du bereit bist, ich mache heute Abend einen Stream auf, extra für dich. Da wird keiner oben sein, außer du und ich ganz alleine. Bist du damit einverstanden? Lauf! Wofür? Bist du damit einverstanden? Einfach nur zur Aufklärung, für dich und für mich. Wenn ich ja komplett falsch lag, dann kannst du das ja jetzt hier und für dich und für mich. Du willst ja nicht aufschlagen, damit du sehen kannst, ob du falsch lagst oder nicht. Mach doch selber auf, bist du deine Sekretärin oder was? Bist du damit einverstanden, Chris, ja oder nein? Auf die islamischen Punkte, die ich meine. Nein, du bist auf christliche Punkte und islamische. Du hast sie zusammen verglichen. Bist du damit einverstanden, ja oder nein? Nee, bin ich nicht einverstanden. Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Viel Spaß mit dir. Was für ein Kind. Ja, siehst du, lauf, du kannst ja aufschlagen. Du kannst ja aufschlagen und selber gucken. Nee, ich erzähle dir nichts aus von mir heraus. Ich gebe dir Verse. Sag mal, einen Moment. Bist du damit einverstanden? Warte, warte mal, ihr beide einen Moment. Also du sagst zum Beispiel, du redest über Khadija. Einen Moment. Nein. Ich will nur eine Frage, damit ich verstehe. Damit ich verstehe. Also du würdest über Khadija sprechen, aber er will vom Bibel holen, oder wie? Ganz genau. Wo ist denn der Zusammenhang jetzt von Bibel zu holen, über Khadija zu sprechen jetzt? Wo ist denn der Zusammenhang jetzt? Ja. Bruder Sicario, er tut so, als ob Chris seine Sekretärin ist. Mach doch selber auf, Jay! Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Agnos, Sheikh, wie geht's euch alle? Bruder. Carlos, wie geht's dir, mein Bruder? Oder nicht gut. Ich bin gesperrt, nicht gut. Warum? Was hast du wieder gemacht, Bruder? Keine Ahnung. So drei ES-Leute kamen aus Syrien, haben die mich beleidigt, dann wurde ich gesperrt. Bruder, die Leute beschweren sich, dass man den Chat nicht lesen kann wegen dem Hintergrund. Hey, Fikri, warte mal ganz kurz. Sheikh, du hast auch einen neuen, oder? Wie? Das ist auch ein neuer Account. Nein, ich habe nur umgeändert. Sheikhs. Chris, mein Bruder, lass dich nicht von solchen Leuten wie den da hier an der Nase rumführen. Du bist 50 Jahre alt und da hat hier nichts zu melden. Das ist dein Ding hier und schmeißt solche Leute sofort raus. Der ist kein Herrenmensch. Nein, warum? Der soll die Bühne kriegen, warum nicht? Ja, Bruder, aber das ist oberherablassend. Ist ja nicht schlimm, da können die 150 Leute mal sehen, wie dumm diese Leute sind. Weil ja, aber Chris, guck mal, das war davor, der Junge, der war respektvoll, wollte ich mit ihm diskutieren, wegen dieser Dummkopf, der ist abgehauen, weißt du, das ist ja das Problem. Ja, verstehst du?
Das war, da wäre interessanter, dass du mit einer, mit respektvoll redest, mit einer, ist besser als diese Nichtsnutz, verstehst du? Der sich einfach so hinstellt und sagt, der ist besser, der versteht gar kein Wort, verstehst du, ist besser. Chris, habe ich falsch gelesen, dass er, da hieß Momo Shop? Momo Shop? Oder? Nee. Komm, wir schauen kurz, was dein Chef dazu sagt, dass es kein Zwang im Glauben gibt. Jetzt ist er abgehauen. Jetzt hat er mich mit der Ding alleine gelassen. Schauen wir mal, was dein Sheikh sagt mit 30 Millionen Follower. Dr. Sheikh, kannst du vielleicht nur Ton abspielen lassen? Natürlich, Bruder, hier. Der Sklavenhandel sollte nichts sein, wofür sich der Moslem schämt. Im Krieg gibt es Kriegsgefangene. Das ist im Islam die Quelle für Sklaven, aber Nicht-Muslime bzw. Ungläubige. Wir haben Kriegsgefangene. Was machen wir jetzt mit denen? Nach Guantanamo schicken? Nein, wir versklaven sie. Er ist ein Sklave. Wie ein Tier wird er verkauft und gekauft. Er hat keine Rechte, ja. Aber dies geschieht zu seinem Gunsten. Komm schon, was meinst du mit zu seinem Gunsten? Dieser Ungläubige, der ein Feind des Islams ist. Ich könnte ihn genauso gut töten und es wäre vorbei. Aber ich gebe ihm ein ehrliches und dezentes Leben. Ich gebe ihn zu essen, ich kleide ihn ein, so wie es der Prophet Mohammed uns aufgetragen hat. Jetzt kommt der Part mit dem freiwilligen Glauben. Fördert der Islam also Sklaverei? Der Islam fördert Freiheit zur Sklaverei. Dadurch, dass wir sie bei uns leben lassen und wie wir sie behandeln und wie wir Allah anbeten. Und das wird sie freiwillig den Islam annehmen lassen, weil es keinen Zwang in der Religion gibt. Und deswegen sagte der Prophet in einem authentischen Hadith: Ich bin erstaunt von Menschen, die in Ketten ins Paradies verschleppt werden. Wer wird ins Paradies in Ketten verschleppt? Jeder geht doch freiwillig ins Paradies. Der Prophet gibt uns hier eine Metapher. Denn diese Kriegsgefangenen sind versklavt, also sind sie in Ketten. Diese Ketten haben dafür gesorgt, dass sie den Islam akzeptieren und ins Paradies gehen. So viel zu freiwillig. Hammer, ne? Aber Chris, was war denn das Thema über Khadija, Mahadija? Ich war nicht da. Was war denn da los? Die Frau kam hoch und Thema war Frauenrechte im Islam, so heißt es. Ach du Scheiße, ja. Naja, und ich wollte die eigentlich auf die 65 Vers 4 festmachen, aber ich habe die Gelegenheit nicht gehabt, weil die meinte, ja, du musst das richtig lesen und du musst die Tafsire und die Hadithe dazu lesen und. Und da wollte ich hier gerade wegen dieser Eier eben halt, wollte ich hier sagen, hol mal die Tafsire raus und dann lese mal oder den Hadith dazu, weißt du? Mhm. Aber naja, dann haben die anderen Jungs die ein bisschen von der anderen Seite belatschert und dann kamen die immer... Dann kam die immer wieder, ja, aber die Bibel, ja, aber die Bibel. Dann habe ich ihr gesagt, hör mal zu. Ich mache auch ab und zu mal einen Stream, wo ich in der Überschrift drin stehen habe, Koran und Christentum, wir mischen beides. Und dann habt ihr als Moslems die Gelegenheit reinzukommen und euch dann über den Christentum, sage ich mal, auszukotzen. Ja? Und dann könnt ihr auch eure Verse bringen. Aber hier und jetzt, in diesem Moment, passt das nicht, weil... Sonst wird das zu viel, das wird den Rahmen sprengen. Und nur das habe ich gesagt. So, jetzt kommt der Mano Shop schon wieder rein. Da bin ich mal gespannt. Hast du gerade gesehen? Wenn du Content machst, dass du mich bitte hochlädst. Warte mal kurz, hast du gerade gesehen, was dein Chef sagt? Geht das, Chris? Hast du gerade gehört? Chris, geht das? Ja oder hast nein? Hast du gerade gehört, was dein Chef sagt? Ich schick dir, guck mal, ich folge dir sogar und dann lade ich dich direkt ein. Super, so. Perfekt. Danke dir, ciao. Frag ihn, den Heuchler. Der rennt weg wie Forrest Gump ganze Zeit. Hast du gehört, was dein Sheikh sagt? Lauf, Fikret, lauf! Wie kommst du auf Fikret? Ja, Fikret, Forrest. Ich verstehe nicht, warum der mir immer mit dem Alten Testament kommen will. Ich verstehe nicht, was er damit bezwecken will. Hier haben wir den nächsten Schlauen. Der sagt, Asim al-Hakim ist kein Gelehrter, sondern einfach ein Prediger. Der hat seine eigene TV-Show. Über 30 Millionen Muslime following alleine nur dort. Ja, Hammer, ey. Kein Durchgangsverkehr hier.
Der hat mehr Macht als ihr alle TikTok-Muslime auf einmal. Leute, da unten bitte einmal tippen, damit hier ein bisschen mehr Durchgangsverkehr durchkommt, ja? Weil ich habe hier tatsächlich Mangel an Muslime, die diskutieren möchten und nicht abhauen und flüchten und auf keine Ahnung welche Reise gehen. Deswegen bitte einmal kräftig durchliken, damit sich das For You-Fenster ein bisschen mehr öffnet, ja? Wir haben 3 Muslime unten und die wollen auch nicht mehr hoch, ey. Leute, Leute, hier an die Männerfraktion von euch, ja? An die muslimische Männerfraktion. Eigentlich mache ich das ungerne, aber weil der Wahrheit die Ehre gebührt, sage ich euch mal gerade raus. Schämt euch. Schämt euch, dass ihr da unten rumlungert, ja, hinter dem Deckmantel des Streams und dass ihr nicht hochkommt, ja. Eine Frau, eine Glaubensschwester von euch hat Eier bewiesen und ist hier hochgekommen und hat sich 5 Leuten gestellt. Als Muslima, als eine Frau hat die sich hier 5 Leuten gestellt, ja. Hör mal, da frage ich mich, wer eigentlich von euch die Eier hat. Die Frau oder ihr? Ich wollte jetzt Applaus drücken, aber leider habe ich keinen Knopf hier. Ja, ist nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall wollte ich noch mal kurz sagen, ich bin rausgegangen mit dem einen, weil er gesagt hat, wir sollen runtergehen. Und weil ich hier zu Hause ein paar Sachen zu tun habe, deswegen. Aber ich höre immer nebenbei so, was ihr redet. Zu der einen Sache, was der Sheikh da, der angebliche Sheikh ist, keine Ahnung, von wem der Sheikh ist, erzählt hat. Auf jeden Fall sind das Sachen, die sind im Kriegszustand. Ja, normalerweise sind die Leute schon tot. Ja, diese Gefangenen werden entweder vorher schon erschossen, wie es ja, wie, was passiert hier in anderen Kriegen. Ja, aber wenn du ihn leben lässt, dann bist du auch für den verantwortlich. Du musst ihm Essen geben, du musst ihm Trinken geben. Ja, und der hat ihn dagelassen, der hat ihn nicht getötet. Ja, das ist ein Kriegszustand. So, und er wurde jetzt nicht gezwungen, wurde er jetzt gezwungen jetzt zum Moslem oder wie? Neutral, bist du Arabisch? Also verstehst du Arabisch? Ein bisschen. Also wenn ich dir den Sura zeige, kannst du auch lesen so ungefähr? Ja, aber du, also lesen kann ich nicht. Du kannst das mal vorlesen, vielleicht verstehe ich. Wir machen es ganz kurz groß, Chris. Okay, jetzt pass auf, ganz kurz. Wo ist denn das jetzt hier? So, mein Lieber, guck mal. Das ist der Koran, ja? Guck mal. Da steht zum Beispiel, das ist Sura 9, ja, das heißt Sura At-Tauba. Da steht, Ja, ayyuhalladhina amanu, innal mushrikuna najas, fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amahum. Das heißt, O ihr Gläubige, die Ungläubigen sind Dreck. Diejenigen sind Dreck. Die sollen nicht näher sein an den Moschees ran. Hier dann wieder der zweite Vers dazu. Warte mal, sag mal das Wort auf Arabisch, Dreck. Najas. Du weißt, was Najas heißt? Unrein, ja, unrein. Dreck, unrein. Du bist unrein, ja, aber es ist auch einer unrein, wenn zum Beispiel jetzt du auf Toilette warst und dich nicht richtig vernünftig gewaschen hast. Ja, das ist dreckig. Das ist doch dreckneutral. Doch, Dreck, das ist Dreck. Also Najas ist Dreck. Ganz normal, auf Arabisch Najas heißt Dreck. Najas. Ja, Dreck kommt drauf an. Also es gibt unrein und Dreck. Es sind 2 verschiedene Schuhe, finde ich. Das ist Dreck, Najas. Man sagt, Anta Najas, ja, du bist dreckig. Verstehst du, sagt man auf Arabisch so. Dann kommt die verfolgende gleich die nächste Ayah dazu. Die Nummer. Hier, das ist Nummer 29. Ja. So. Was steht denn hier? Qatilu. Was heißt denn Qatilu? Du kannst doch lesen, oder? Guck mal. Was hier steht? Achso, kannst du nicht. Okay, hier steht: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا الْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. So, was heißt denn das? Das heißt, ihr sollt bekämpfen diejenigen, die Allah, ein Gesandter, und diejenigen, die nicht abtreten, was Allah denen sagt, und diejenigen, die nicht in Islam als Religion annehmen, Din al-Haq ist der Islam, von denjenigen, die auch den Bücher haben, also das heißt die Juden und die Christen, ja, bis die
Al-Jizyata, Yu'atu Jizyata, bis die eine Jizya geben und die sind gedemütigt. An jeden wahum sagirun, richtig gedemütigt. Und du sagst, das ist nicht gezwungen, den Islam anzunehmen. Hast du vollkommen recht, was du jetzt gesagt hast, dass das so eventuell durchsteht. Ich kann die arabische Sprache jetzt nicht lesen, aber das, was du vorgelesen hast, hast du recht. Aber du musst eins berücksichtigen, dass es im Krieg war, wo der verjagt worden ist. Nein, warte, stopp. Diese Seite. Kriegszustände vor 1400 Jahren, ja, das ist zur Selbstverteidigung gewesen auch. Natürlich muss man sich auch irgendwo selbst verteidigen. Natural, mein Bester. Guck mal, die Leute, die dann da leben wollten, vorher haben sie ihn versucht zu ermorden. Ja, dann kannst du ihn noch nicht mit Blumen schmücken. Dann sagst du das ganz normal, dass du denn dann sagst, wenn du hier leben willst, musst du Steuern bezahlen, wir werden dich dafür beschützen. Nicht neutral, mein Lieber, guck mal, du hast die Geschichte nicht mal, du kannst dir nicht mal die Geschichte. So, diese Fetuhat, haben die Leute Mohammed angegriffen oder hat Mohammed die Leute angegriffen? Das ist die Frage. Guck mal, Mohammed alleine, der hat zwischen 19 bis 35 Raswa mitgemacht selber. Das heißt ein Raswat. Weißt du, was Raswa heißt? Eroberung. Das heißt nicht Verteidigung. Verteidigung, wenn du denn irgendjemand verteidigst, Difa'. Aber das ist Raswa. Du gehst und Leute bekriegen, um den Allahs Religion zu verbreitern. Das heißt, der ist zu den Menschen gegangen und ihre Länder erobert und sie versklavt. Und die mussten sogar Jizya bezahlen. Von wem? Damit er sie selber nicht tötet. Verstehst du? Deswegen mussten sie Jizya bezahlen in ihrem eigenen Land. Nicht, die haben ihn bekriegt. Verstehst du? Das ist ja das Problem bei euch. Sowieso eure Geschichte nicht liest. Das ist das Problem. Guck mal, wann haben die Leute beobachtet? Guck mal, wenn die Leute ihn angegriffen haben, du sagst, das war, er hat sich verteidigt. Wie hat er sich verteidigt, wenn er selber bis nach Dings hier gegangen, nach Spanien. Wie hat er sich verteidigt, wenn er selber bis nach Marokko und Ägypten und überall diese ganzen Städte, sind sie zu ihm gekommen und haben sie ihn erobert? Oder ist er von Saudi-Arabien, von Mekka, bis diese Länder hat er die erobert? Man ist einfach nur ein Menschenverstand, nur ein Menschenfrage, verstanden. Ja, sind die zuerst verjagt oder nicht? Wurde er nicht zuerst verjagt? Nein, guck mal, das, was du sagst, war diese Mekka-Zeiten, wo er noch 13 Jahre versucht zu predigen und hat er sie immer beschimpft, diese Leute. Dann irgendwann mal haben sie die Nase voll von ihm gehabt. Dann haben sie ihn verjagt von Mekka, aber dann haben sie ihn in Ruhe gelassen. Die haben ihm nur gesagt, komm, hau ab hier, wir leben hier alle. Alle Religionen waren da. Wieso haben sie nicht zum Beispiel die Christen verjagt? Wieso haben sie nicht die Juden verjagt? Wieso haben sie nur ihn verjagt? Der hat 13 Jahre lang versucht zu predigen, dass er ein Prophet ist und keiner hat ihm gefolgt. Und dann hat er angefangen, sie zu beschimpfen. Dann haben sie die Nase voll von denen gehabt. Sogar sein Onkel, der hat sie gerufen, hat er gesagt, guck mal hier, dann kam er dieser Abu Lahab, du weißt doch, der hat sogar eine Sura gegen ihn gemacht. Dann hat er gesagt, ja, ich bin jetzt Prophet. Dann hat er zu ihm gesagt, deswegen hast du mich gerufen, so, bist du noch normal? Und dann kam eine Ayah. Tabba yada abi lahabin wa tab. Wa mra'atahu hammalatul hatab. Weißt du, diese ganze Sura kam von ihm rein, weil er an ihn selber, seinen eigenen Onkel, nicht mal daran geglaubt. Dann ist er abgehauen nach Medina. Medina-Zeiten hat er sich eine Armee gemacht. Wenn sie ihn einfach umbringen wollten und einfach richtig, dann hätten sie ihn bis Medina verfolgt und hätten sie ihn da schon getötet. Verstehst du? Aber haben sie ihn in Ruhe gelassen. Die haben gesagt, okay, er soll mal einfach weg von uns. Er soll da hinten predigen, was er will. Er soll sein Leben leben, ist egal. Aber hier drinnen, der macht zu viel Fitna und macht da zu viel Stress und macht da zu viel Ärger. Er soll einfach hier raus von unserer Stadt. Der ist von dieser Stadt rausgekommen, ist zur anderen Stadt gegangen. Ja? Hat er sich die ganze Sa'alik um sich geholt? Du kannst das, ich sage das nicht von mir, ja? Das ist As-Sira an-Nabawiyya, du kannst selber lesen. Das ist alles Überlieferung, islamische Überlieferung, nicht von mir. So, hat er diese ganze Sa'alik genommen und hat er angefangen, die ganze Britschen zu überfallen. Verstehst du? Zu erobern. Und so hat er sich mit den anderen Leuten, hat er sich zusammengesammelt und hat er eine Armee gebildet. Und hat er selber dann angefangen, die ganze Dörfer zu überfallen und zu erobern. Verstehst du? Und er hat von Abu Sufyan sogar seine Karawane erobert. Und das war dieser Krieg, wo dann die Quraishi gegen ihn da gekämpft und haben sie ihm die Zähne kaputt gehauen.
Ja, in Rasuet Ouahad hat er dann richtig erstmal die Fresse bekommen, seine Zähne waren kaputt und so. Und das ist auch Überlieferung von Islam. Also du kannst das immer Tabari und Dings hier, Sahih Muslim lesen. Aber Sikari, Bruder, wie lange ist das her, Bruder? Wie lange ist wann war das ungefähr, Bruder? In welchem Jahr war dieses Schauspiel von Mohammed? Wann war das ungefähr? 590? 639, wann war das? Was spielt denn jetzt eigentlich für eine große Rolle eigentlich? Nur weißt du warum? Warum? Weißt du warum? Weil guck mal, dieses Schauspiel, was du gerade erzählst, der Neutral, das haben wir vor hunderten von Jahren unten auf dem Balkan gehabt. Genau das gleiche Szenario, nur 1000 Jahre später. Okay. Das gleiche Szenario? Ja. Verstehst du, was ich dir sage? Du musst gar nicht über Mohammed reden. Frag ihn mal, wie er Moslem geworden ist. Genau so, wie du es eben gerade beschrieben hast, wie Mohammed von Mekka vertrieben worden ist nach Medina. Dann kam er mit den Mujahedin und dann hat die Karawanen überfallen und so hat er sich dann Geld geholt. So kam auch der Islam nach Europa, 1389. Und dann ist Konstantinopel gefallen. Aber ey, früher hat sich doch das Christentum auch so verbreitet. Mein Lieber, guck mal, jetzt bleiben wir. Guck mal, ich bleib da mal alles klar, du hast recht. Warte mal ganz kurz, ich gebe dir eine Antwort darauf. Wenn du mir zeigst, dass ich irgendeinen von diesen Leuten, du hast schon recht, was du gerade gesagt hast, das waren die Spanier, die Portugiesen, die Franzosen, die Belgier. Wenn du aber das irgendwo in einem Neuen Testament definieren kannst, dass die das gemacht haben, dann werde ich sofort, Atheist und gehe zu Sicario. Ja, guck mal, ich wollte damit nur sagen, dass, stell dir mal vor, jetzt wirklich Mohammed, er wäre jetzt der Prophet gewesen und Gesandter Gottes. So, wenn er mit dem Auftrag gekommen ist von Gott, dass er den Islam in einer friedlichen Weise verkünden soll, ja, und er bekriegt wird, dafür, dass die anderen Götter jetzt auf einmal zerstört werden. Welche Götter hat er denn zerstört, mein Lieber? Der hat doch sogar selber die Götter angebetet. Nein. Ja, okay, guck mal. Ich danke dir für deine Erklärung. Neutral, guck mal, was ich dir sage, ich rede nicht von mir. Guck mal, ich habe noch nie, die Menschen kennen mich, ich weiß nicht, ob du mich kennst. Ich rede nie was von mir. Was ich dir sage, ich habe dir gerade im Koran gezeigt. Ich zeige dir alles Versen im Koran. Geh dazu, zu Surat al-Najm. Surat al-Najm, ja? Und ja, lesen ne? Al-Najm. Der hat doch selber bestätigt, der hat doch selber angebetet, Allati wal-Izza wa Manatu al-Thalithatu. Hier, das steht doch im Koran. Und danach hat er gesagt, der Teufel hat über seine Zunge gesprochen. Deswegen kam, die heißt doch Surat al-Najm, deswegen kam sie dann. Und dann gab es die andere Surah, Surat al-Jinn. Wie kann ein Jinn in ein Koran sprechen? Wie kann zum Beispiel ein Teufel über die Zunge von einem Propheten sprechen, dass eine Surah, eine ganze Surah, in ein Koran kommt, der angeblich von Gott ist. Du kannst Arabisch. Ja, natürlich, ich lese sowieso nur auf Arabisch. Ja. Guck mal. Und deswegen sagt er zu dir, er hat gebetet zu Allati wal Izza und qala lahum wa inna la shafa'atahunna la turtaja. Ha? Allati wal Izza wa manatu thalithata wa inna la shafa'atahunna la turtaja. Weißt du, was das heißt? Das ist ein Vers. Der hat gesagt, diese drei Götter, die angebetet haben von damals von Quraishi, die würden euch auch verzeihen und ihre Heiligkeit an euch, die geht es an. Verstehst du? Wie kannst du denn sagen, wenn du die gegen die kämpfst, dann sagst du einfach, diese Götter, die rechten euch, auch, also die sind für euch auch, diese Shafa'a, die macht Shafa'a für euch. Also Shafa'a heißt das, die, du weißt, was Shafa'a ist, oder? Ja, das heißt zu heilen, ne? Genau, die wird euch dann heilen und für euch dann halt sprechen, diese drei Götter. Wie geht denn das, wenn er selber die bekriegt hat? Du weißt, diese Kaaba, was war denn diese Kaaba? Diese Kaaba waren doch alles Götzenanbeter. Die haben doch vor dem Islam, haben sie doch da drinnen diese Lat, Wal-Izza, Wal-Manat, Akbar. Alle waren drinnen, diese ganze Götzen, die haben sie da angebeten. Und das ganz genau. Ja, ganz genau. Deswegen kam er zu dem Monotheismus, also ein Gottglaube kam dann. Aber der hat doch die alle, guck mal, der hat sie doch alle vereint, diese ganze Götzen vereint, unter ein Götzen und der heißt Allahu Akbar. Wieso sagt er Allah Akbar? Guck mal, Al-Lat und Akbar, das waren doch beide, diese Allah und Akbar, waren beide eine Götzen. Guck mal, der sagt zu dir zum Beispiel diese Surah, was sie alle kommen und hier sagen, ja, wir sind Muwahidin, Muwahidin, Tawhid, Tawhid. Da sagt zu mir, Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam. Qul Allahu Ahad, Ahad Maza. Was heißt denn Ahad?
Ahad kommt von zum Beispiel einer von. Wenn du sagst Ahad, du sagst, das ist einer von. Das ist nicht der Einzige. Guck mal, Ahad auf Arabisch heißt einer von. Einer von was? Einer von diesen Göttern. Lam yalid wa lam yulad. Okay, der hat gesagt, der wurde nicht geboren und nicht gebärt. So, okay, aber der hat nicht gesagt, er ist nicht, der hatte keine Eier gelegt. Wieso hat er nicht gesagt, der hatte keine Eier gelegt? Und das ist auch eine richtige Frage. Weißt du, das ist keine Witzfrage, was ich sage. Wieso hat er keine Eier gelegt? Weil im Koran sagt er dir, der Teufel, der hat sein Penis auf die rechte Seite und seine Mumu in der linke Seite von seinen Füßen. Aber und wie wurde denn Kulallah übersetzt? Und wenn die zusammenstoßen, dann kommen die Eier. Also das heißt, der Teufel legt Eier. Und er hat nicht gesagt, dass er kein Eier legt. Wieso nicht? Wie wurde denn auf Deutsch übersetzt Kulallah im Koran? Habibi, wie auf Deutsch übersetzt wird, interessiert mich nicht. Ich nehme das, wie der auf Koran gekommen ist. Der Koran wurde auf Arabisch abgesandt. Und du sollst den Koran auf Arabisch lesen. Verstehst du? Und auf Arabisch verstehen. Was mir übersetzt wurde auf Türkisch, auf Indisch, auf Chinesisch, das interessiert mich nicht. Verstehst du? Wenn du da stehst und dann betest du auf Türkisch oder betest du auf Arabisch? Also man sollte auf Arabisch lesen, aber wenn man es nicht kann, kann man auch auf Deutsch machen. Nein, kannst du nicht. Wenn du da stehst und du willst beten, du sagst die Sura auf Arabisch. Du sagst doch nicht, sag bitte, das ist so, dass Gott uns so erzählt hat. Nein, du sagst doch, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Stimmt oder nicht? Ja, du sagst das jetzt keiner lesen kann. Arabisch, aber du sagst es nicht auf Deutsch. Dann sag dir mal auf Deutsch. Betest du da auf Deutsch? Ich habe viel zu tun jetzt. Verstehst du? Ich kann jetzt nicht 2 Stunden lang reden. Ja, aber Bruder, ich habe dir nur meine Ansicht gezeigt. Deine Ansicht ist anders, ich weiß. Ne? Deine Ansicht ist anders. Aber da kommen wir nicht auf einen Nenner. Also ich bin wirklich mit meinem Glauben zufrieden. Ich weiß, dass mein Herz sagt mir, dass mein Glaube der richtige ist. Dein Herz sagt, dass deiner der richtige ist. Ja. Ich habe keine Glaube, ich bin schon aus dem Islam ausgetreten. Warte mal, eine Sekunde bitte. Bitte. Neutral, ja, guck mal, du hast jetzt hier einen Crashkurs bekommen, ja, von einem richtig Wissenden, der auch der Sprache sehr, sehr mächtig ist. Und deswegen, bevor du dich verabschiedest, möchte ich dich noch um etwas bitten. Also, und zwar um Folgendes. Komm bitte nie wieder hier hoch mit den Worten, ihr seid Hetzer. Und ihr verdreht alle Tatsachen. Ja, tu mir den Gefallen. Du kannst gerne wiederkommen. Wir können uns immer, so oft du willst, unterhalten. Wir können Informationen austauschen. Aber tu mir den Gefallen und mach das bitte nie wieder. Denn die hetzen mir nicht. Ja, guck mal, Chris, ganz kurz. Aber wenn einer sagt, ja, der ganze Islam ist so wie der Attentäter wie von Stürzi oder sonst irgendwas, dann ist das für mich eine Hetze. Ja, aber neutral, das ist, ey, doch, ist doch so, mein Lieber. Ihr meldet mich auch noch nur ein einziges Mal, ihr Angsthasen. Okay, warte mal ganz kurz. Bitte, ich würde mich auch gerne bei Neutral erstmal entschuldigen bei Neutral, weil er war sehr respektvoll, kein schlechtes Bild dagelassen. Ich entschuldige mich für meine Wortwahl gegenüber dir. Also ganz ehrlich, so kann man diskutieren, darüber kann man reden. Und du gefällst mir, weil du ziemlich ruhig bist und auch wenn du nicht jetzt unser. Mir gefällst du auch, du hast echt süße Lippen. Ja, Agnus, ich danke dir vielmals. Wenn ich dich irgendwo auf der Straße sehen würde, ich würde ja auch eine Cola ausgeben, das ist kein Problem. Ja, Cola, guck mal, ich bin hier aufgewachsen, ich sagte, wie es ist. Ich danke Deutschland dafür, dass die uns aufgenommen haben, dass sie uns was zu essen und Sicherheit geben. Das ist 100% sicher und klar, so wie das ist. Und ich lebe schon seit Jahren hier und ich hatte noch nie Probleme. Nur dieses Hetze, das bringt, also dieses Gegenteil. Aber neutral, mein Lieber, glaub mir, das ist keine Hetze. Guck mal, das Problem ist, ich habe dir doch gerade einen Vers vom Koran gelesen. Nein, aber wie gesagt, nee, guck mal, das Einzige, meine Ansicht ist, dass das im Kriegszustand war. Nein, guck mal, ich sag dir, wieso, das ist eine zum Schluss, damit du mitnimmst. Das ist kein Kriegszustand, weil das sagt er zu dir, egal wo ihr sie findet. Verstehst du, das stand auch der Wort, egal wo ihr sie findet, das heißt das nicht nur im Kriegszustand. Und wenn wir denn annehmen, dass der Koran für jede Zeit und jeder Ort ist, dann kannst du diese Verse nicht wegschmeißen. Verstehst du? Ja. Und wenn das nicht für jede Zeit und für jeden Ort ist, dann hätten sie die ganze arabische, muslimische Welt, die das auch alle verstanden haben und die wissen ganz genau, was im Koran, dann hätten sie schon längst gesagt, diese Vers gilt nicht. Aber diese Vers, dieses Surat at-Tauba hat alle makkätische Zeiten, alle abrogiert.
Verstehst du, alle die gute Zeiten damals, die Lakum Dina Kum Walidin, hat er die alle probiert mit diesem Vers. Verstehst du? Und deswegen diese Sura, wenn du die wegnimmst im Islam, dann existiert kein Islam mehr. Die Sura heißt sogar nicht mal Tauba eigentlich. Sura mal, Saif, Chario, das ist aber, guck mal, es kann doch nicht sein. Die Sura heißt eigentlich gar nicht sagst, Tauba. Die Sura mal, heißt eigentlich nur Bagawa. Ja, aber guck mal, was du jetzt sagst, ist, dass jetzt alle Muslime die Ungläubigen aufsuchen sollen und sie töten sollen. Aber das stimmt doch gar nicht. Es leben doch genug Christen auch in muslimischen Ländern. Mein Lieber, das stimmt doch gar nicht. Guck mal, die haben die alle vertrieben in ihre Länder. Und dass sie das da leben, das nicht dann. Im Libanon sind da. Ja, warte. Libanon ist ein christliches Land. Libanon ist ein christliches Land, mein Lieber. Aber trotzdem. Ja. Es gibt, aber die haben drei. Trotzdem. Zum Beispiel haben die drei. Trotzdem. Bis in ihre eigenen. Trotzdem. Wenn du könntest, warte mal kurz, Dr. Chef. Pass mal auf, ich erkläre dir eine Sache. Aber ja, gibt es Kanzler oder Präsidenten oder sonst irgendwas? Sag dir eine Sache. Als Moslem, guck mal, es gibt Moslem, Christ und noch einen. Nein, guck mal, ich sag dir eine, Mutter Erde sei Dank, ja, Mutter Erde sei Dank, ich sag dir eine Sache, dass da unten noch, dass Dings da hier, die Politiker da herrschen und nicht der richtige Islam her. Verstehst du, wenn da eine richtige Staaten, islamische Staaten existieren würde, würde überhaupt gar keine Muslim da gehen, kein Christen, es sei denn, er wird Jizya bezahlen und er wird richtig gedemütigt. Genauso wie der, was ich dir den Vers gelesen habe. Also guck mal, guck mal, das ist deine Ansicht. Aber ich, nein, das ist die Ansicht von dem Koran, mein Lieber. Nicht mein Eigentum. Sein Schild zeigen? Das hat doch keinen Sinn. Jemanden als, das ist doch die Ansicht nicht von mir, mein Lieber. Steuer das bezahlt für den Schutz, dass ich ihn schütze, ja, dass ich den dann noch. Ich würde mein Leben für ihn, da. Guck mal, mein Leben für ihn lassen. Naturell. Geh mal, les mal doch, was steht da? Da steht, die zahlen die Jizya an jeden Wahum Sarirun. Richtig gedemütigt. Und wenn ein Christ da kommt und ein Muslim da steht, der muss von seinem Esel sogar untersteigen wegen ihn. Wenn er ihn sieht, er muss neben der Straße daneben an der Seite laufen, wenn ein Muslim. Da steht doch in Tafsir, geht doch den Tafsir und liest da, das ist jetzt da. Das ist jetzt vielleicht deine Interpretation. Ich weiß nicht. Nein, mein, da steht doch. Guck mal, natürlich. Wir kommen nicht auf einen. Ciao, ich danke dir vielmals für deine Aufklärung. Geh mal und lies mal bitte. Neutral, bleib bitte kurz da. Komm, ich zeig dir jetzt sogar aus deinen Quellen, was da steht. Also das ist Kario, dir versucht zu sagen. Ich gerne nächstes Mal nochmal quatschen. Ich wünsche euch alles einen schönen Tag. Ich gehe runter. Ciao, ciao. Ja, ich danke euch nochmal alle zusammen. Ja. Neutral, hier ist selber, was drin steht. Das, was Sicario steht, gesagt, steht hier drinnen. Guck. Erstens, das alles, wenn du willst, ich kann dir zeigen. Hier steht erstens, zum Islam überzutreten. Das sind die drei Möglichkeiten, die sie haben. In diesem Fall werden die Ungläubigen wie wir betrachtet. Sie haben dann unsere Rechte und Pflichten. Zweitens, Tribut Jizya an die Muslime im erniedrigten Zustand zu zahlen. Drittens, sich für den Krieg gegen uns Muslime zu entscheiden. In diesem Fall werden uns im Falle unseres Sieges ihre Eigentum, ihre Frauen, Kinder und Ländereien gehören. Und sie gelten den Muslimen als Kriegsbeute. Normalerweise, das geht sogar weiter, dass die Frauen sogar als Sexsklavinnen etc. genommen werden. Lest mal hier alles durch. Das ist nichts gelogen. Das ist eine Fatwa, mein Freund. Guck mal, wenn du die anderen du weißt Religion nicht, jeder, auch, das ist ein Rechtsgutachten. Hier, Salih al-Munajjid. Hier, Rechtsgutachten, Fatwa Nummer 13.759. Was? Bitte hör auf, Sachen zu sagen, wenn du nicht weißt. Bitte. Ey, wenn ich hier sage, dass im Kriegszustand die Säuglinge umgebracht werden. Hier steht, dass es nichts mit Kriegszustand zu tun hat. Der Islam ist immer im Krieg. Verstehst du das denn nicht? Wie Jizya ist doch dann, wenn der eine im Dings nach dem, wenn er jetzt da leben will. Das war jetzt nach dem Krieg, da musste er Jizya bezahlen. So verstehe ich das. Nein, der Islam ist immer im Krieg. Es gibt immer, guck mal, es gibt immer Haus des Krieges, Haus des Islam. Ich weiß nicht, wie gut du deine Religion kennst, aber wenn du im Haus des Islam bist, dann bist du dort bereits Muslim. Und dort die lebenden Christen und Juden und alles andere Gläubige müssen Jizya bezahlen. Und wenn das noch nicht Haus des Islams ist, solange ist das Haus des Krieges, bis es zum Haus des Islams wird. Und wenn man sich in einer Unterzahl befindet, so lange bleibt man ruhig und tut sogar die Leute loben, während man sie innerlich von ihrem Herzen aus hassen tut. Guck mal, wenn man deswegen steht auch im Koran drinnen, Allah wird euch nicht um ihr eure guten Werke bringen. Deswegen steht das im Koran drinnen. Und wenn dann 50-50 ist, dann erst tun sie sich wehren gegen und gehen auf Straße und tun für das, was hier gerade in Deutschland passiert. Ich glaube das nicht. Wir sind auch Lichtjahre entfernt von der Scharia.
Was für ein Licht, Jahre. Ich glaube nicht, dass neutral. Wir haben bereits in Berlin, haben wir bereits Friedensrichter. Wovon redest du? Ja. Wir haben in England Scharia-Gerichte. Kanada auch. Da gibt es Schiedsgerichte. Friedensrichter ist doch kein Scharia-Dings. Doch. Es gibt in England ganze Scharia-Gerichte, ganze Gebäude. Aber guck mal, diese Friedensrichter gibt es auch bei größeren Familienmitgliedern, die Probleme haben. Boah, ja, ich drehe gleich. Marshall, ist doch gut. Was ist los? Habt ihr Probleme? Ja, und das ist ja nur, der bringt doch, der tut ja was Gutes, der schifft sich unten. Aber ist egal. Neutral. Ja, bitte. Guck mal, du sagst, der tut doch was Gutes. Kennst du die Geschichte von dem Ei aus dem Scharia-Gesetz? Nein. Danke, Melodie. Jetzt kommt wieder was. Guck mal, beim Scharia-Gesetz ist es so. Nee, Bruder, du tust das Pferd von falscher Seite auszünden. Er sagt, die tun doch was Gutes. Wo tun die was Gutes? Die tun die hiesige Gesetzgebung untergraben. Nein, das ist nur dann, guck mal, wenn zum Beispiel... Was für Nein, das tun sie doch. Genau darüber beschweren sich doch die deutsche ganze Zeit, die deutsche Gerichte, die deutschen Richter, die deutschen Minister in jedem Land beschweren sich doch. Aber genau die deshalb. Trotzdem, die sagen, durch diese ganze Art der Weise der Friedensrichter wird unsere Gesetzgebung untergraben. Das sagen die im Fernsehen. Nein, das kommt nochmal da drauf. Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel die deutschen Gesetze machen noch eine Anzeige. So, die läuft doch sowieso. Aber du lebst in Deutschland. Ja, die Anzeige läuft sowieso. Das andere ist das, was von den zum Beispiel Familien nochmal extra abgeschlossen wird, dass das wirklich Frieden hat. Diese Anzeigen, es gibt viele Anzeigen, die laufen und trotzdem bekriegt man sich immer noch weiter. Ja, verstehst und? Du? Das ist aber trotzdem Deutschland und deutsches geltendes Recht. Ich sag doch nichts. Ich sag doch nur, der eine Typ, der sich dazwischen stellt, der macht was Gutes, indem er Dings Frieden herstellt. Er macht nichts Gutes, indem er den deutschen Staat unterwandert. Wann verstehst du das endlich? Der unterwandert das doch nicht. Doch, die Anzeige läuft doch immer noch. Er unterwandert die hiesige Gesetzgebung damit. Nein, die Anzeige läuft doch immer noch. Nein, tut sie nicht, weil dann die Leute hinterher zum Gericht gehen und sagen, wir haben nichts gesehen, nichts gehört, wir haben das unter uns geklärt. Ja, aber die haben doch selber Richter, die werden doch entscheiden. Nein, die Leute müssen normalerweise in Haft gehen wegen Mord. Und was machen die? Die geben stattdessen 150.000 Euro, weil ein Mord geschehen ist und der Typ bleibt frei. Ja, das sind jetzt spezielle... Das passiert die ganze Zeit in Berlin. Aber ich weiß nicht, ganz genau. Chris, du wolltest ganz kurz was sagen, dann wollte ich bitte gerne runter. Der ist okay. Oh. Hat der Dr. Shea schon erledigt. Das war ungefähr dasselbe, was ich auch sagen wollte. Von daher. Ach so, das war das Ei oder was? Ja, genau. Ich wollte sagen, wenn du ein Ei klaust, dann hast du eine Hand weniger. Ja, laut Scharia. Und da muss man sich fragen, wie produktiv kann man denn noch mit einer Hand sein für die Gesellschaft, für sich selber, weißt du? Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben mit dem Nein, leider nicht. Das steht genauso drinnen. Wenn man sogar ein Ei klaut, ist die Hand weg. Also die Hand weghauen, also so habe ich das mitbekommen, dass es eine Abschreckung ist, dass man davor abgeschreckt wird, irgendwie was zu klauen. Jetzt wechselst du wieder das Thema. Ja, aber guck mal, neutral, aus welchen Gründen auch immer, lass dir doch einfach nur noch mal den Akt vor Augen abspielen. Naja, wir reden hier von einer Hand. Wenn du Linkshänder bist und du kriegst die linke Hand ab, dann war es das mit Popo putzen nach dem AA machen. Ich begrüße euch. Johannes, also hi. Ich habe zu diesen Friedensrichter, wie der Scheich sagt, also es gibt zwei Sorten. Es gibt natürlich Friedensrichter auch hier in der Schweiz, wenn zwei vorgerichtlich, also vor dem Gericht, die Gericht schickt diese Leute zum Friedensrichter, sie können sich einigen und das nicht zum Gericht kommt. Aber diese Scharia, es wird ja die Sache nach islamischem Gesetz dann verurteilt, oder? Also wird etwas gegeben, etwas zurückgegeben, etwas so. Aber die Friedensrichter gibt es auch, heißt er auch Friedensrichter, gibt es auch in Europa. Das ist ja nicht gerade ein Scharia, oder? Also man kann vor dem Gericht einigen durch eine ältere Person, wo die Gesetze weist und warnt und sagt, los, du hast auch immer Gesetz, würdest du verlieren, lieber kommst du entgegen und dann machen wir das friedlicher, oder?
Ja, ganz genau. Johannes, das ist ja richtig, aber wir reden ja jetzt hier gerade explizit über Friedensrichter, die für das Scharia-Gesetz installiert wurden. Ja, und Scharia natürlich ist dann Scharia und dann führen sie ihre Scharia und dann wird es natürlich nach Deutschland oder auch in England. Niemand kann nach Scharia, musste dann der Arm schneiden, also abhacken, wenn der andere nicht einverstanden ist. Also dann geht er wieder in die Gericht. Also obere Gericht. Er kann sich, der Scharia-Richter oder Friedensrichter, ja, kann er sich nicht Gesetze einschließen. Ist ja richtig, aber wir reden ja hier jetzt vom Extremfall. Aber wenn du diese nicht extremen Fälle nimmst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Erbe einer Frau muss aufgeteilt werden, ja? Einer muslimischen Frau muss aufgeteilt werden. Und wir wissen ja um die Problematik, dass die Frau im Islam, was Erbe angeht, sehr, 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 sehr stark benachteiligt wird. Ja? Und wenn man dann so eine Verhandlung, sage ich mal, dem Scharia-Schiedsgesetz überlässt, dann hat die Frau natürlich sehr, sehr schlechte Karten, weil die sich dann nicht auf die Gesetze oder auf das Gericht des jeweiligen Landes, wo Demokratie herrscht, berufen kann. Und das aber, ist auch schon wieder ein Chris, Problem. Chris, du weißt es, dass wir auch in Türkei als Christen, dass die Frau keine Erberecht gehabt haben. Aber das ist jetzt unter die Familie, weil die Frau nicht akzeptiert. Und dann zum Gericht geht, dann kann sie sich in Deutschland ihre Rechte holen mit Richtern. Und der Friedensrichter kann sie der Friedensrichter ja nicht akzeptieren. Aber jetzt zum Beispiel, wenn die Frau von sich aus sagt, ja, das sind so, haben sie bei uns auch in den Hirn gepflanzt, dass die Frauen denken, das gehört nicht mir. Das ist von meinem Vater zu meinem Bruder. Aber sie ist auch eine Tochter, sie gehört, der Vater und die Mutter sind auch ihre Vater und Mutter. Und dass die modernen Gesetze, zum Beispiel in Türkei nach Atatürk, das ist auch richtig, dass die zur Hälfte bekommen. Aber ja, früher richtig. Oder bis richtig. Jetzt gibt es doch Aramäer, wo die Frau gar nichts bekommt. Bei Aramäern? Ja. Ja. Beim okay. Aramäer leider gibt es das noch. Sie sagen, ich habe so, was, der Eigentümer von meinem Eigentum wird der Mann von anderen Familie. Ich habe gesagt, ja, der hat ja deine Schwester als eigen gemacht. Warum soll er auch die Land nicht bekommen? Also sie finden es so komisch, dass unsere Vater, unsere Erbe von unserem Urvater, dass wir irgendeine andere Familie verschenken, weil er eine Tochter von uns geheiratet hat. Das ist so ein gibt es so, also Denkweise, wo langsam weniger wird. Oder? Ja, ist ja richtig, Johannes. Nur muss man dann auch die Frage erlauben lassen, das, was die Aramäer da machen, ist das mit ihren Schriften vereinbar oder machen Nein. die das aus dem kulturellen Background her? Oder bitte kulturellen, vom kulturellen, ja, nicht vom Schrift. Ich will nirgendwo Bruder, aber bitte ganz kurz, danach will ich runtergehen. Leute, guck mal, wir haben 140 Leute oben, hier steht, Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sagte, Gott verflucht den Dieb, der ein Ei stiehlt, wofür ihm die Hand abgehackt wird, oder der ein Seil stiehlt, wofür ihm die Hand abgehackt wird. Sei Bukhari 8, 6799, Bukhari 34185, steht in diesen beiden drinnen, macht Screenshot. Bei ein Ei-Diebstahl. Halt mal richtig drauf auf die Quelle. Aber Scheich, diese Friedensrichter in Berlin oder. Mach hier direkt die Quelle. Mach einfach hier direkt Screenshot, dann hast du direkt die Quelle dafür. Ja, ja, aber ich sehe da, du musst ein bisschen höher gehen. Du musst ein bisschen höher gehen. Ein bisschen höher mit der Kamera. So? Ja. So, halt mal kurz. So, genau, stopp. Ja. Alles klar. Hab ich. Meine Güte. Jedes Mal muss ich den eigenen Glauben beibringen. Bruder, ich geh runter. Alles klar, Dr. Sheikh. Alhamdulillah, Jesus. Tust du mich runter, Bruder, weil ich höre dann weiter zu von unten. Ja, mach ich. Ja, eben, Chris, Bruder, also ich denke, wenn Sie dann so einen Friedensrichter unter den Muslimen machen, so ältere Leute unter sich quasi Frieden schaffen, das gab es auch zwischen, auch zum Beispiel zwischen Christen und Muslime gibt es so Friedensrichter. Man kann auch, also sagen wir, bei uns sagt man immer Scharia, oder? Bei uns haben wir immer, gehen wir zum Scharia. Aber Schimmer meint der Friedensrichter. Diese Scharia, diese Leute, wo vom Scharia, wo bei uns in der Heimat gesagt haben, ein Müfti oder ein Bischof ist, der hat er nie können,
sagen wir, körperlich bestrafe. Vielleicht sagt er, gibst das, was du genommen hast, das zurück, das und das. Und so ist nach unserer Bibel oder nach unserem Koran. Aber hat er die Strafe nicht können geben, wie zum Beispiel Gefängnis oder Arma packen oder irgendetwas. Das ging es nicht. Bruder Johannes, ja? Wir haben das auch, ich kenne das auch, so wie du es eben gerade besprichst mit dem Bruder Chris. Ihr seid ja Armenier und ihr wart ziemlich lange unter den Türken und seid es ja immer noch. Aber ich kenne das aus den Erzählungen meines mein Großvaters, dass da, wo wir herkamen, das Gleiche gegolten hat, dass Frauen nichts geerbt haben, weil das nämlich dann aus der Familie rausgegeben wird. Und deswegen erbt die Frau gar nichts, auch keinen Anteil. Genau. Das gibt es und auch sogar bei uns Mitgift, auch. Mitgift wurde sogar genommen, also die Frau wurde mit Mitgift, natürlich unsere Kirche hat diese Mitgift begrenzt, aber in andere, zum Beispiel beim Jesidi oder beim Moslem, war das viel höher. Beim Jesidi, ich glaube, bis letzte Zeit war es sehr, sehr höher. Und bei uns ist das, die Kirche hat immer begrenzt mit so kleinen Geschenken. Aber diese Erbe hatte die Kirche auch nicht angegriffen und hat gesagt, das geht nicht, da muss man auch die Tochter geben. Ist auch ein Mensch oder so. Sie wurde nie, das 2000 Jahre nicht gemacht, bis der moderne Gesetz kam. Also in Türkei zum Beispiel, nach dem Mustafa Kemal. Und ich glaube, dass auch beim Las, also beim anderen Völker in Türkei, wo Moslems sind, ging es genau gleich wie bei uns. Also nicht nur Christen, sondern auch die Moslems. Obwohl in Scharia gibt es das, also bei Mohammed hat er die Hälfte für die Frau gegeben, die Last zum Beispiel in Schwarze Meer, wo früher Christen waren, zu Islam kommen, sie haben das auch nicht gegeben, bis heute vielleicht nicht. Ja, oder? Ja, aber im Islam gibt es ja ein Erbrecht für die Frau. Wenn auch es gibt ein halbe Teil, aber die Christen haben gar nichts gegeben. Das ist dann die Schlimmste, oder? Ja, weiß ich nicht, aber erstmal sind das nur Gruppierungen an Christen, die nichts gegeben haben. Ja, das ist also unsere Kirche kannst du nicht als Gruppierung, eine der ältesten Kirche und so viel Kirchenväter hatte niemand, dass diese Gerechtigkeit, also Ungerechtigkeit gesehen und Schritte gemacht. Ja, bis also, da aber in guck mal, Bruder Johannes, ja? Aber guck mal, was ist das Tolle beim Christentum ist? Wir können uns entfalten in die Zukunft. Unser Glaube an Jesus Christus erlaubt uns, das nächste Level zu gehen. Wir sind immer möglich, ein Update zu machen mit unserem Kultur, weil unser Glaube uns nicht sowas vorschreibt. Sowas gibt es nicht in den Schriften. Das heißt, wir sind Menschen und wir können uns weiterentwickeln. Das heißt, die Evolution der Gesellschaft ist nicht geprägt durch eine Sure oder ein Contest, was der Jesus Christus gebracht hat. Überhaupt nicht, sondern wir dürfen uns weiterentwickeln. Und das ist ja natürlich das Tolle bei dem Christentum. Ja, warte natürlich. Mal bitte. Nein, ich habe nicht gesagt. Johannes, warte mal bitte. Das, was du da gesagt hast, kann ich leider nicht so stehen lassen. Du hast ja gerade gesagt, du bist Aramäer, richtig? Ja. So, du bist Aramäer, du hast gesagt, ja, was heißt denn die Gruppierung? Wir sind ja eines der Ältesten und, ne? So, guck mal, nicht, dass ich mich jetzt über dich stellen will, aber ich als Armenier kann das von meinem Volk genauso behaupten. Ja, wir sind auch einer der Ältesten, vor allen Dingen im Christentum. So, und bei uns gab es sowas nicht, gibt es bis heute nicht. Im Gegenteil, wenn es um Erbe geht, wird die Frau bei uns sogar noch bevorteiligt. Also die hat sogar eher Vorteile. Ja? Ich kenne das aus meiner Verwandtschaft sowieso erstmal für diese Zeit und aus den früheren Zeiten her kenne ich das auch so. Also sowas gab es bei uns nicht und wir sind nun mal auch christlich. Ja? Wir sind altapostolisch und sowas gab es nicht. Bei uns werden sowieso generell die Frauen auf einem ganz, ganz anderen Level gehalten. Ja? Da ist kein kultureller Einfluss aller, keine Ahnung, ich sag mal orientalisch oder arabisch zu sehen. Wir haben sogar schon im Mittelalter haben wir Hunde als Haustiere gehabt, aber das ist eine andere Geschichte. Also, Respekt, Chris. Das haben wir zum Beispiel auf dem Balkan nicht gehabt. Also ich habe noch die Alten gehört, muss ich sagen. Oh, du hast schlechtes Netz, Agnus. Man hört dich nicht. Ja, Chris, Bruder, also wenn ich dir antworte, also ich wusste nicht, dass die Armenier in Anatolien, dass sie einfach die Erbe von der Tochter gegeben haben. Das wusste ich nicht. Natürlich.
Aber ist das jetzt neu oder vielleicht vor ein paar hundert Jahren? Oder ist das immer gewesen? Das ist die Frage. Das bei uns jetzt auch machen wir so, wir teilen gerecht, alle Kinder bekommen die gleiche Teil. Aber das ist jetzt, nachdem wir nach Europa, auch in Türkei gab es natürlich, nach dem Atatürk, oder? Da gab es Frauen, wo einfach ihre Rechte verlangt haben, vor allem in die städtlichen Gebiete, wie zum Beispiel Diyarbakır, Mardin oder Istanbul, aber nicht in Turabdin, in Mardin, in Midyat kenne ich keine. Außer freiwillig gibt er die Tochter ein Grundstück oder so, aber meistens wurde, weil wir haben nicht Geldkapital, sondern waren die Grundstück oder Schafe, Tiere, Siege, so. Sie haben die Tochter nicht gegeben, Bruder. Sie haben ja niemals, aber, das ist so. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Da stehen ja eben halt zwei Grundsätze gegenüber. Und zwar bei den Gruppierungen in dem Sinne, sage ich mal, warte mal, du hast recht, ist, der Armenische kann das auch nur bestätigen, dass es das bei uns gar nicht gibt. Siehst du, guck mal, ein Landsmann von mir bestätigt hier auch meine Aussage. Guck mal, du sagst ja, den Frauen wurde eben halt das Erbrecht nicht so zugesprochen, weil man wollte nicht, dass das Erbgut eben halt aus der Familie rausgeht, sondern damit das eben halt in der Familie bleibt. Und der Hintergrund bei uns war aber zum Beispiel ein anderer. Und zwar, dass wir immer gesagt haben, die Frau muss als Frau immer abgesichert sein, ja. Und nach dem Motto, der Mann, der kann sich immer wieder was aufbauen, egal was kommt, ein Mann wird eben halt immer ein Mann bleiben. Aber die Frau, die wird es dann schwer haben, wenn sage ich mal, Familienangehörige versterben, insbesondere Vater und Mutter. Deswegen muss die Frau immer abgesichert sein, ja. Und aus dem Grund heraus ist das bei uns wirklich so gewesen, die Frauen haben immer selbes Erberecht gehabt. Sogar ich finde es sehr fortschrittlicher bei euch gewesen. Also bei uns leider, manchmal werde ich auch von unserer, wo jetzt noch gibt es Leute, wenn sie etwas vom Vater geerbt haben, teilen sich unter den Brüdern und die Schwester bekommen es nicht. Ich sage, das ist einfach nicht gerecht. Ich gebe dir sogar noch ein krasseres Beispiel. Direkt aus meiner eigenen Familie. Ja? Meine Oma ist gestorben und meine Oma wurde von der Tochter gepflegt, die auch in der Türkei, die haben beide in der Türkei gelebt, ja. Und die Geschwister hier, wo auch Brüder darunter waren, ja, die waren 5 Geschwister und da war auch 3 Brüder unter anderem mit dabei. Die haben alle auf ihr Erbe verzichtet. Meine Oma hatte Haus gehabt, die hatte ein bisschen gespartes Geld gehabt und die haben alle zugunsten meiner Tante, also zugunsten der Tochter von meiner Oma, haben die alle auf ihr Erbe verzichtet und diese eine Tante, die hat alles geerbt, was meine Oma hinterlassen hat. Ja, ihr seid, also Armenier waren schon sowieso letzte Jahrhundert fortschrittlicher als uns, also das mit dem, weil sie lebten auch städtlich und beruflich waren sie Armenier fortschrittlicher, wir waren vielleicht mehr unter den Arabern mehr assimiliert, mehr zersetzt, oder? Aber das ist jetzt, unsere Kirche war lebendig da, hatte keine vom Kirchenvater das gesehen. In ihm sie die Mentalität war das alles gerecht. Sie haben so eine Mentalität gehabt, Nachbarn waren auch so. Sie haben nicht anderes gewusst. Ich sage nicht bewusst, das haben sie gemacht, aber das war so ihre Welt. Oder? Ja, und das war kultureller Background. Genau. Sie haben gar nichts böse gemeint. Sie war so, wenn die Frau geheiratet, es gab es auch keine Scheidung. Also, dass man sagt, die Frau muss gesichert sein oder so. Es gab es keine Scheidung, weil eine geheiratet war, dann geheiratet und basta. Und wenn selten kam es dann, dass die Frau geschieden ist, aber dann haben sie nicht mehr geheiratet. Also sie haben sich getrennt, aber sie waren, auch wenn sie Kinder gehabt haben, haben sie nie wieder geheiratet. Ja, selten Fälle. Das ist bei uns meistens auch so. Ja. Also, Kirche hat nicht erlaubt, dass ihnen einfach ein Heirat. Und das haben sie jetzt auch geändert, jetzt können sie wieder heiraten. Und ich nehme an, dass die Frauenerbe langsam in unsere Kirche auch kommt. Also, dass die Kirche verlangt von der Bevölkerung.
Ja. Ich hoffe doch, weil das ist ja nun mal so, Leute, auch hier für die Leute da unten, ja. Es ist nun mal so, Frauen, die haben es nun mal etwas schwerer im Leben. Das ist ganz klar, nicht weil sie schwach sind oder was weiß ich, irgendwie geistig nicht entwickelt sind. Nein, das liegt eben halt in der Natur. Und da sollten die Frauen in der Hinsicht auf jeden Fall, ja, meiner Ansicht nach, bevorteiligt werden. Weil ein Mann, der kann sich immer wieder neu aufbauen, neu sortieren, ja, der kann sich in der Existenz wieder zusammenbasteln und. Aber bei einer Frau ist diese Möglichkeit meist eben halt nicht so gut gegeben. Und deswegen sollte die Frau auch erbetechnisch, sollte die gut abgesichert sein. Das ist ja ganz klar. Ja. Aber Chris, nur mal ganz kurz, was ich vorhin gesagt habe, nicht, dass mich jemand hier falsch versteht. Bei uns auf dem Balkan, ich weiß es, weil mal unser Urgroßvater hat uns das damals erzählt, dass es sowas auch gab. Aber das hat nichts mit Kirche zu tun, das hat was mit der Geografie was zu tun und mit dem Haben. Das heißt, das erbt immer der älteste Sohn. Der älteste Sohn erbt alles und der verteilt es dann auf die kleineren. Ja, das ist wieder Kultur. Das ist wieder kulturell. Das hat kulturell mit der bedingt. Kirche zu tun. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich in unserer Bibel steht irgend so etwas. Das ist kulturell. Aber das ist schon krass, dass die Armenier so weit sind, dass die so weit sind, dass die sowas haben, dass sie ihre Frauen absichern. Also ich weiß, dass es bei uns in Dalmatien bis 1850 nicht gab. Also ich weiß, dass es das Gesetz der Venezianer war. Und die Venezianer haben dieses Gesetz des Erbrechts und da drinnen stand das so drinnen. Ja. Man muss nicht vergessen, Armenier waren auch viel mit persische Reich bekannt. Also sie waren mehr in die persische Reich und die persische Reich war nicht ein rückständiges Reich. Also sehr fortschrittlich. Vielleicht haben sie ihre Tradition auch vom dort. Wir waren mehr unter den Arabern. Aramäer waren wir mehr unter den Arabern. Genau. Aber trotzdem, Araber haben ja in der Koran steht, dass die Frau die Hälfte bekommt. Und wir haben gar nichts gegeben. Also ich meine, wenigstens die Hälfte, oder? Ja, richtig. Wobei, die Araber, auch wenn das im Koran steht, was denen nicht im Kram passt, da machen die noch mal ein bisschen extremer auslegen. Ne? Ich meine, wir wissen, Wahnsinn, Update. Ja, wir wissen ja den Stand der Frauen im Islam und da haben die ja richtig leichtes Spiel. Ne? Aber da fällt mir noch eine Anekdote ein, auch nur noch mal zur Ergänzung. Vor 3 Jahren zum Beispiel ist ein Onkel von mir gestorben und der hatte 3 Söhne und eine Tochter. Und ich kann mich noch an den Dialog auch erinnern, den seine Wörter bestätigen eigentlich hier meine Geschichte wieder einmal. Weil der sagte auch, da kam das Gespräch, ja, da hat er mir erzählt, ja, der hat ein bisschen Geld gespart und so. Und dann habe ich, redest ja nun mal mit deinem Onkel, habe ich den gefragt, ja, und wie sieht das aus, wie willst du das denn aufteilen? Ne? Hier, du hast ja eine Tochter, 3 Söhne und so. Und der hat direkt gesagt, alles kriegt meine Tochter. Die Jungs, die können sich selber helfen. Das ist mir egal. Aber meine Tochter ist immer noch meine Tochter. Und wenn ich sterbe, das bisschen, was ich gespart habe, geht direkt komplett an sie. Ja, nur noch mal so als Bestätigungsgeschichte. Es gibt in Türkei auch, höre ich, Leute, wo kommen so manchmal sagen, ich sichere meine Tochter, dass sie nicht irgendwie, also Moslem, also ich rede vom Türken, oder? Sie sagen, ich gebe alles auf die Tochter und die Tochter soll dann Teile auf die andere. Also sie hat so viel, das sind natürlich fortschrittliche Türken, oder? Aber im Normalfall bei uns in kurdisches Gebiet, ich weiß es nicht, wie die Kurden die Frau überhaupt Erbe geben. Ich glaube nicht. Also es sind so wie Aramäer, oder? Denke ich mir mal auch. Also man muss auch hier nochmal ganz deutlich festhalten, Leute, auch hier an die unteren da, ne? Also die Türken in den Großstädten, vor allen Dingen wie in Istanbul, ja, die kann man überhaupt nicht vergleichen mit den Leuten aus den Dörfern. Das sind 2 verschiedene Welten, komplett 2 verschiedene Welten, ja. Da, vor allen Dingen, wenn es um kopftechnische Entwicklung geht, ja, wenn es um Anpassung geht an die moderne Zeit, wenn es um, sag ich mal, vernünftige Gedankengänge geht. Das sind ganz andere Menschen, ganz andere, vor allen Dingen die in Istanbul, sind ganz andere Menschen. Wenn einer aus Istanbul hier hinkommen würde, ja, und der würde euer Nachbar werden, ja, und ihr würdet den, sag ich mal, in den nächsten 2-3 Monaten kennenlernen und der würde dann sagen, ich bin Türke. Ihr würdet das gar nicht glauben, weil ihr nämlich den Eindruck von dem Türken habt,
den ihr hier seit Jahren kennt. Und diese Türken, die hier seit Jahren leben, das sind die, die aus den Dörfern gekommen sind. Und die sind dann auch irgendwo, nicht alle, aber viele, in der Zeit stehen geblieben. Ja? Und das ist ja eben halt auch die Problematik, die wir haben. Die, die heute in den Großstädten leben, die sind ganz anders. Die sind ganz anders, ganz andere Menschen. Die wissen, wie man aufsteht, die wissen, wie man sich hinsetzt, die wissen, wie man mit Menschen redet, ja. Also ich finde das echt faszinierend, ey. Deswegen, wenn man immer dann über die Türken redet, finde ich da traurig, dass man eben halt genau diese Türken aus diesen Großstädten mit in diesen Korb reinlegt, ne. So. Olymp sagt, du hast recht. So, dann rühren wir mal einmal die Werbetrommel hier. An alle Türken, heute ist euer letzter Opferfesttag. Ja, das heißt, das ganze Fleisch ist schon aufgebraucht, ihr braucht jetzt wieder Geld. Ich gebe hier 20 Euro Cash auf die Hand für jeden Moslem, der hier hochkommt. Wo sind die Moslems hier? Kommt hoch. Kommt hoch. 20 Euro Cash auf die Hand. Da gibt es nochmal einen Pürsola-Teller extra für euch auf den letzten Tag des Feiertags. Chris, ich bewundere mich diese türkische Mentalität manchmal. Es gibt ja in der Koran, ich glaube, oder in der Hadithe, das bestätigt, aber im Koran ist es auch so, wenn einer dann diese Geschichte mit dem Talak, oder? Weil ja, ihr zum Beispiel ja, eine Moslem, sie die Frau scheidet dreimal, und dann will er sie wieder zurückhaben, dann muss sie mit anderem Mann verheiratet werden. Das bei uns primitiverweise haben sie dann so zu meinem Mann gegeben, wo keine, gab es auch, also diese Fälle gab es bei uns. Und da haben sie so den Mann, und der Mann hat der auf sie einfach gekocht und hat gesagt, ich kann nicht jeden Tag so hintereinander machen. Er musste es ja beweisen, dass er mit ihr quasi Acht gemacht hat, oder? Und der Mann hat gesagt, ich bin alter Mann, ich mache, ich weiß nicht, wie lange brauche ich. Und wenn ich dann die Türken das erzähle. Ich hab mir aber sagen lassen, dass viele Leute auch aus diesem Grund richtig Geld bezahlen. Ja, also in dem Sinne, wenn die jetzt geschieden wurden und dann wieder zu demselben Ehemann zurück wollen, dann müssen die ja mit einem anderen Mann, sag ich mal, verheiratet sein und dann auch die Ehe vollziehen. Und nur um diese Regel einzuhalten, bezahlen dann diese Frauen dann Geld an den zweiten Ehemann sozusagen, ja, damit sie eben halt nicht sexuellen Verkehr mit ihr haben müssen. Und aber sie müssen. Das wäre dann nicht nach Koran. Sie müssen, und sie müssen auch Augenzeuge haben nach gewisse Hadithen, ich glaube. Also sie müssen, und Augenzeuge, dass sie genau das passiert ist. Also es ist so wie diese europäische Filme ungefähr, muss es aussehen, diese Hardcore-Filme, oder? Dass die nicht schauen, was er macht, oder? Weißt du, Heimatfilme. Ja, so Heimatfilme, ja, Bayern. Also das ist, dass eine Religion so etwas befällt oder empfällt, es kann nicht von Gott sein. Ja. Es kann nicht von Gott sein. Das sind irdische, das ist kulturell bedingte oder einfach irgendeine hat es so richtig gefunden, dass man die Frau sollte nicht, oder die Frauen müssen Angst haben von ihren Männern, dass sie mal nachher irgendwann, dass sie ihren Mann nicht so verrückt machen, dass er dreimal muss sie scheiden und nachher muss sie solche Prozess auf sich nehmen. Die haben es dann manchmal, die Muslime sagen, warum wird dort dann die Frau bestraft? Also ich meine, wenn ich meine Schwester habe, sie hat Ehre, also ein Türke hat seine Schwester, hat Stolz, hat Ehre, warum muss sie bestraft werden, obwohl der Mann die Scheidung trifft? Oder? Also der Mann gibt der Scheidung dreimal und die Frau muss bestraft werden. Warum? Was ist das für ein Gott, oder? Dass er die Frau immer bestraft? Und dann weiß ich nicht, also was sie sich daran denken, aber sie sagen, ja, dass die Mann einfach sieht, die Frau scheidet und so ist geschützt, aber passiert manchmal so, dass der Mann ganz verrückt wird und einfach die Frau 100 oder dreimal scheidet.
Ja, und dann kommen Frauen hier hoch und verteidigen die. Das. Ja, und dann will er sie, die Frau hat er vielleicht Kinder und will er sie wieder zurück, die Kinder brüllen, weinen und sagt, komm, jetzt holen wir die Frau wieder. Und dann müssen sie so bis zum Imam gehen und der Imam sagt, nein, nein, hey, du kannst jetzt die Frau nicht so einfach zurückhalten. Und das ist, dass sie so bis in Bett, bis privat, also die Punkt gehen, dass die Religion so Gott, bis die ganze privat bis in Bett geht, das ist nicht, finde ich, nicht in Ordnung. Ja, das ist nicht der Gott. Ja, für die schon, siehst du ja. Für die schon, aber sie sollen sich mal das in Frage stellen, warum soll er Gott mit sich, er sagt, du sollst gut sein, das machen, das machen, das machen mit dem anderen, aber warum soll er mich so bestrafen? Auf diese Erde. Wenn schon, wenn ich sündige, dann sollt halt auf die Ebene. Andere Welt bestrafen, gibt es Sünden, ja, und gibt es Gesetze. Aber die hatte beide in sich, in der Hand, Gesetz und Sünde gemischt und macht er, was er will, also unerträglich. Ja. Wenn der Islam wirklich praktiziert wird, ist unerträglich, auch für die Muslime. Und man muss keinen Stolz haben, man muss keine Ehre haben, weil man diese Religion und also sich führt, oder? Also muss ich keine eigene Stolz, muss ich keine meine Persönlichkeit, alles abgeben, nur der Mohammed, oder? Ja, und das finde ich nicht gut. Jeder Mensch ist eine Person, der steht vor Gott als ein Mensch und er muss sich verantworten. Man kann ihm die Gute und das Schlechte sagen und soll er das selber entscheiden. Und nicht irgendeine Mohammed, oder? Ja, ich habe zu danken. Ich finde den Stream wunderbar, sehr gut. Du machst den sehr gut. Du bringst vier Argumente, das ist tipptopp. Mach's weiter. Danke. Und wünsche ich dir auch schönen Tag. Dir auch, Johannes. Ja, Leute. Hallo, Vicky. Darf ich mal kurz die Vicky grüßen? Chris, hallo, ach, Vicky. Mache. Ich hoffe, Schwester, dir geht's gut. Du bist auch immer hier bei Chris. Finde ich toll, meine Schwester. Alles Gute. Chris ist ein cooler Typ. Als den Chris unterstützen und immer wieder teilen, Leute. Teilen. Ja, machen die auch. Guck mal, 48 Mal geteilt. Mega geil. Läuft bei dir fast 100.000, fast jedes Mal, ey. Und auch drüber. Ja, das stimmt. Also Leute, genau, gutes Stichwort, eine gute Einleitung. Ich danke euch fürs Liken. Ihr habt es wieder mal geschafft, dass der Stream nicht gesperrt wurde, obwohl hier einige Moslems gekommen sind und wahrscheinlich ordentlich gemeldet haben. Und deswegen, ich gehe jetzt mal mit Hund raus und erledige ein paar Sachen. Ich hoffe, wir sehen uns nachher auf jeden Fall wieder. Agnus, wir sehen uns bestimmt sowieso nachher wieder. Definitiv. Gottes Segen an alle. Bis dann. Ciao.